Jo, heute präsentieren wir euch das Schwarzkümmelöl von Hell's Plus. Das wurde auch schon im alten Ägypten verwendet. Tatsächlich ist das so. Schwarzkümmelöl ist ein hochgeschätztes pflanzliches Öl, das aus den Samen der Schwarzkümmelpflanze gewonnen wird. Diese Pflanze, die hauptsächlich im Nahen Osten beheimatet ist, wird seit Jahrhunderten für ihre vielfältigen gesundheitlichen Vorteile geschätzt. Schon in der Antike wurde Schwarzkümmelöl für seine therapeutischen Eigenschaften hoch geschätzt. Traditionell wurde es zur Förderung der Verdauung, zur Stärkung des Immunsystems und zur Unterstützung der Atemwege eingesetzt. Und dieses Schwarzkümmelöl von Health Plus erhaltet ihr wie die anderen Produkte mit dem Rabattcode REALTALK10 10% günstiger. Rabattcode REALTALK10. So sieht es nämlich aus, meine Damen und Herren. Health Plus Schwarzkümmelöl präsentiert die aktuelle Folge 100% REALTALK. Zack Plus aus Überzeugung. Zack Plus. So, Peanut Butter Jelly. Yeah, baby. 3, 2, 1, Fitner. Oh, let's get ready to mumble. Mumble in the jungle. Ich würde mal sagen, ja. Dann heißt mal wieder ein Perser, drei Perser, ein Perverser, ja? Und alle drei Gorilla, kein Pavian, das ist klar. Gegenüber Shayan und Nizar. Yes! Aha. Und an der rechten Seite, das ist kein Witz, weil ich hab's schon oft wiederholt, Belasch, ja? Der uns eh hat. Ja. Also geil, ja. Belasch und Shayan. Ja, es geht schon wieder los. Ja. Ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist auch eine gute Kreuzung. Guck mal, hier sind zwei Iraner und hier sind zwei Deutsche. Das ist perfekt. Nein, stopp! Also, ja, nicht übertreiben. Ja, wollen wir nicht übertreiben. Lass mal die Kirche im Dorf. Jawohl. Lisa und Shayan endlich am Start bei uns. Boah, wie lange hat's gedauert? Hat ja schon sehr lange gedauert. Viel zu lange. Ja, zwei, drei Jahre. Die wollen uns ja nie hier haben. Die mussten so lediglich betteln. Wir haben euch gecancelt. Ja, ihr habt uns gecancelt. Das ist kein Problem. Wir lieben euch trotzdem. Wir mögen keine Deutschen. Wir begegnen euch mit Liebe. Schon gut, da sind das Kartoffeln oder was. Ja, genau. Aber auf jeden Fall erstmal eine Ehre, dass wir hier sind, endlich. Ne? Eine Ehre, dass wir hier sind. Nein. Ja. Ich danke euch auf jeden Fall. So. Ich finde eigentlich, bei Shai und Isa kannst du einfach so ein Pflaster auf die Klatsch-Tastatur machen. Ja, ihr könnt nur klatschen, oder? Ja. Dauerfeuer. Muss cracken, Alter. Sehr gut, wie geht's euch? Ey, uns geht's super. Ich habe kaum geschlafen, aber sonst geht's euch. Oh, uns geht's gut. Super, ich bin fit. Ich habe schon gefrühstückt. Ich komme mir vor, ob ich den ganzen Tag schon hinter mir habe. Ja, der ist ja so ein Mann von Welt. Ja. Der frühstückt und so. Warum bist du müde? Dann hab wenig geschlafen. Warum sonst? Ja. Das stimmt, die Antwort gefällt mir schon mal. Aber was hast du gemacht gestern? Darf man das wissen? Pragmatiker, ich bin so ein Sarazin. Ich hab gar nichts gemacht. Ich war einfach nur aufgeregt, dass du kommst. Ja, oh, danke. Jawohl, Alter. Villa Schussal. Ich war dein Partner gedisst, weil nur du. Ja, genau. Weißt, also ich war sowieso aufgeregt, weil ich Angst habe, dass meine Karriere danach kaputt geht. Ja. Berechtigt. Aber das ist egal. Es ist eh vorbei. Ja, Karriere. Es ist vorbei. Wir treten sie geht nicht kaputt, sie ist kaputt. Ja, wir treten mit Stil ab. Stil ab. Ja, genau. Bei Kartoffelbrei. Ja, tschüss. Time to say goodbye. Danke. Wir müssen so wie Henry Maske gehen. Ja. Der hat schon nicht wie Axel Schulz, so mit blauem Auge kaputt. So. Hast du recht eigentlich? Ja, ne? Ja. Henry Maske. Wie ein Gentleman. Wie ein Gentleman. Nein, scheit doch beide. Wie Rocky. Ja. Marciano. Ja, das, okay. Ja, der ist ja ein bisschen. Der hat doch einen Film jetzt, ne? Ey, der war einer von uns. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich hab eine Bekannte, die sage ich nicht, Freundin der Familie, war mit ihnen. Ich möchte auch nicht direkt sagen, geile Geschichte, wa? Ja. Der ist bei uns beim Weihnachtsmarkt, das ist eigentlich kein Weihnachtsmarkt, da habe ich mir Arzt verboten hinzugeben, nur Ärger. Steglitzer Volkswoche, Volksfest, Abschaum pur, ja, White Trash, fucking the girl in the ass. Ja, ist er. Und die Mama von meiner Freundin, Bekannten, ist voll die liebe Frau, echt eine korrekte, auch Krankenschwester, nette Frau, hat so einen ganz normalen Wagen, war, kommt da vom Weihnachtsmarkt zurück, der ist aufgebrochen. Naja, schreckt sie als Frau, guckt so, ist da Rocky drin und schläft. Aber er war schon der Rocky, der... Der Rocky, der Champ. Den kannten doch alle. Die kommen natürlich auch mit Polizei, kriegen den nicht wach. Rocky wacht auf, haut einen Punkt auf die Schnauze. Sehr gut, guter Mann. Vielleicht gar nicht so lustig. Das gefällt dir, ne? Ist jetzt eine Doku oder ein Film von Rocky rausgekommen? Das weiß ich gar nicht. Alter. Doch, jetzt ist eine Doku oder so eine Dokumentation oder irgendein Film. Ich habe Bilder gesehen von der Premiere. Von Ralf oder... Graziano. Von Graziano. Graziano ist klar. Ja. Ich gebe viele Dokus so kurz, aber jetzt eine richtige eine Doku oder so ein Biopic. Ja, auf jeden Fall echter Berliner, war auch ein Freund von der Familie. Rest in Peace. Echt jetzt?
Ja, ich war da so ein Atze? Der hatte auch Bekannte, ja, wie mit ihm waren? Ja, schön, zu der Zeit, ich kannte ihn nicht persönlich, aber die waren ziemlich eng mit ihm. Ja, jawohl. Alter. Bei ihnen reden auch alle gut, also bei dir bestimmt auch, B. War mal eigentlich nur Gutes, ne? Ja. Also, halt, das ist ein Arzt, war es klar. Es gibt niemanden, wo du nur gut bist. Ja, gibt's niemanden. Aber außer Scheier natürlich. Ja, natürlich. Weil er so ein ganz korrekter Typ ist. Bei Scheier hört man nur Positives. Ey, das ist echt krass. Ich denke ja immer, ne, also wenn ich hier jetzt die Podcast-Landschaft angucke, ich bewundere es, dass ich immer sage, ey, guck mal, obwohl Boogie und Belasch als kontrovers immer abgestempelt werden oder beziehungsweise kontrovers sind, weil das ja das Narrativ ist, das aufrechterhalten werden muss, habt ihr immer ganz, also Gäste aus den verschiedensten Themenbereichen. Ihr seid ja natürlich ein rap-lastiger Podcast, weil ihr selber Rapper seid, aber Rapper sind hier, Journalisten, Comedians, alle kommen, was ja im Umkehrschluss zeigt. Schwurbler. Ja, Schwurbler. Schwurbler, was? Models. Ja, Models. für Lili, die Lilliput-Models. Für Hobbit-Christen. Traurig, Schein. Es ist nicht so, es ist sehr traurig. Ja. Mein jüdischer Onkel hat gestern wieder philosophiert, wie es geht, da ich Antisemitismus-Vorwürfe bekomme. Ja, das oder ist ja nichts Neues. Er ist ja auch, er hasst Deutsche. Ja, das stimmt mittlerweile oder so. Es ist klar, als Deutscher muss ja mein Kampf feiern oder LGBT sein. Dazwischen gibt's ja gar nichts. Gibt's nichts. Und mir wird da auch immer unterstellt. Hey, was dazwischen geht. Ich sag ja immer, Abu Langwitz und ich waren die einzigen Deutschen bei uns im Freundeskreis. Deswegen sind manche Kraftwörter mal anders eingesetzt. Ja. Aber wir können es gar nicht sofort. Also den ganzen Tag, das ist nur voll bunt umgeben. Ne? Guck mal, Digga, hör auf dich, weißt du was? Jeder kennt dich. Da sieht B schwarz ganz, für mich. Aber was mir das zeigt mit eurem Podcast ist und vor allem, wenn wir über andere Personen reden, die geschäftlich mal mit uns zu tun hatten, wir wollen jetzt keinen Namen nennen, Bilder, du weißt, wenn ich meine, worüber wir eben geredet haben, das zeigt ja, wo ich gesagt habe, der ist Fan von euch, dass viele Leute, die in so Positionen sitzen, wo man das gar nicht denkt, dass die Fans von euch sind, dass die euch hören. Ja. Die können es aber nicht öffentlich zelebrieren, die dürfen es nicht supporten, aber die hören euch. Das dieses Bild, wie man das in den Filmen gesehen hat, dieser weiße Typ, der irgendwie CEO ist bei Bentley, aber der hört dann so heimlich NWA und feiert das in seinem Büro. Ja. Und die Leute heute hören, hassen und hören NWA. Das ist der Genickbruch. Die feiern uns, ja, weil jeder feiert ja Rambo bei der Endszene. Ja, genau. Wo dann die M16 hochrennt, alt brennt und ihr wollt. Rambo feiern ist Pflicht. Aber im Wald will keiner sein. Rattenfleisch essen und frieren. Ja. Guck mal, ich kann euch einen Tipp geben. Als bekennender V-Mann und bekennender, ich ändere meinen Charakter jede 3 Monate, je nachdem, wie die Kooperation gerade läuft, ne? Wenigstens ehrlich. Ihr müsst euch entschuldigen. Das ist die erste Stelle, die ihr hat nicht funktioniert, müsst. Bruder. Nicht? Okay. Wir haben dann schon hinter uns. Okay, dann eine zweite Sache. Ne? Die Sache schlimmer gemacht sogar. Ja. Auf einmal war der Fokus drauf. Ja. Die Leute rufen uns an. Entschuldigen die sich? Ich schwör's dir. Ey, die rufen uns an, die sagen, warum habt ihr euch entschuldigt? Ja. Auf einmal ist die Sache im Umlauf, wo hat keiner darüber geredet? Was ich jetzt mache, weil wir haben vor der Kamera schon geredet über eine Exit-Strategie. Ich habe ja auch eine. Aber ich darf meinen Partner nicht mit einbeziehen. Warum? Weil du mein Lockmittel bist. Also, okay. Ich suche auch einen Aufruf an die Leute, die das hören. Einen Psychologe oder einen Doktor, ja, der einen Befund schreiben kann für psychisch-autistische Züge. Das werde ich für ihn jetzt verlangen. Und wenn wir das haben und irgendjemand kommt und sagt, ey, wie kann er sowas sagen? Ich sage, guck mal, der Arme ist krank. Hier ein Beweis. Jackpot. Ich sag B das die ganze Zeit. Er soll scheiß Pfleger machen. Die wollten mir vor 5 Jahren noch, der ist wirklich mein Pfleger. Immer wenn es gestritten hat, sag ich, Dicker, mach e.V., Bruder. Belasch, der Pfleger. Nur ironisch. Ja, warum machst du das nicht? Warum greift ja eine Belasch an? Der ist Pfleger, der ist Mediziner, der Mann. Ja. Bruder, wir machen das die ganze Zeit, hat nichts gebracht. Ja. Was denkst du, was ist für ein Vorteil? Alles mit ihm rumzufahren. Behindertenparkplatz, alles Bombe. Hast du das alles? Ja. Hier krieg ich das auch. Armbinde, Mama. Das ist ja wie bei dem Witz. Das ist ja ein Witz, aber uns war wirklich. Dann kam eine Bulldolle, waren wir auf dem Behindertenparkplatz. Ja. Was habt ihr? Ich sag, Toretto, das ist kein Witz. Ja, das ist. Und unser Buch, da ist ja der Flair-Streitprogramm, wo wir überhaupt kein Problem mit Flair haben. Wir lieben Behinderte, wir selbst so. Und der hieß ja im Telebus ganz vorne. Der hat es auf sich bezogen. Da ist voll krass, die waren noch nie im Telebus. Ich will einfach ablenken und nicht drauf gucken. Das Erste interessiert mich. Die Reue, hierher zu kommen, muss in den ersten 10 Minuten schon kultiviert werden. Ja, das muss schon passieren. Man muss direkt akklimatisiert werden, damit man weiß hier. Hier, du hast gesagt, das hat auch so viele Kalorien, oder nicht? Aber nein, das sind. Nee, er kommt auf die Menge an.
Da ist nicht große Menge, das ist gut, das kannst du essen. Ja, kann ich essen. Der Schein ist auf Diät. Ich bin auf Diät. Okay. Mein Partner zwingt. Muss da nur ein bisschen Kristall ballern, dann geht es mit der Diät. Ja. Mein Partner zwingt mich. Wo wir beim Thema gerade waren, so, ihr habt uns ja gerade bedauert, ja, so indirekt quasi, dass wir schlechte Ruf haben, die Leute wollen nicht mehr. Ja, aber die feiern euch. Aber die feiern uns. Ja. Man muss ja irgendwas Positives aus einer Sache rausziehen. Das ist immer gut, gute Perspektive. Ja. Aber manche B wollen auch, glaube ich, uns nur so leiden sehen, wie Alice Cooper meinte. Nein, ich will euch umsehen. My pain, your thrill. Guck mal, da sind sie noch so. Pray for my downfall. Guck mal, was ich, mein Partner, wie unkultiviert der ist. Weißt du, wer Alice Cooper ist? Ja. Wer? Der von Hangover. Guck mal, wie er den kennt. Er hat aber recht. Ja. Aber geile Referenz von Hangover. Ja. Ja. Wolltest du mich vorher den Leuten denunzieren? I wanna love you, but you better not touch. Ja. Ey. Ach, wegen Doktor. Weißt du was? Der Doktor in mein Gebiet, Wodka, Coca, Ott und Speed. Duck, the Peach. Ja, ey. Ihr Props am B, ja. Jetzt auch, ich habe jetzt auch schon Pflegestufe 46. Ja. Aber bist du echt ein Pflegefall? Bruder, ich bin ein Gangster von der Straße, mir macht keine Ansagen. Das ist mein Bruder, da reflektiere ich immer, weil er auch immer Berechtigung hat. Ja. Weil sonst keinen. Ja. Probiert das erst gar nicht, was der mit mir macht. Ja, genau. Don't trade at home. Ja. Aber es ist tatsächlich richtig, nach meinem Gangster-Flash so bis 28 habe ich dann voll Verstand verloren, bin nackt durch den Bezirk, hatte schon so wie Martin Lawrence. Mit Badelatschen, Shorts, Gewichtthebergürtel, Sturmmaske und Machete. Einmal haben sie mich 3 Stunden ins SEK gejagt. LSD ist die Hölle, deswegen warne ich immer, haben mich auf einer McDonalds-Palme erwischt, habe ich mich so versteckt im Gebüsch. Das kann man verfilmen. Und ich dachte, ich bin auf einer Insel. Ich bin aus Plastik. Ja. Und dann haben wir Scheiß erfunden, Palme aus Palme aus Plastik. Und dann habe ich richtig unter so einem Bus festgehalten. Und ich war die ganze Zeit nackt, muss man dazu sagen. Ich musste jetzt mal eine ernste Sache, alles ablehnen, was der Staat mir sagt, weil dann resignierst du nur, bist du auf Tabletten, bist du Matsch, ein Roboter, wie er sagt. Und Pitbulls, Rap und mein Glauben haben mich gerettet. Deswegen, Applaus für Pitbulls. Applaus für Pitbulls. Nein, aber alles Gott sei Dank. Sehr gut. Ja, okay. Er ist noch verrückt, er arbeitet 20 Jahre mit mir. Ey, Digga, von uns zu euch. Ja. Wir sind seit 2019 dabei. Wann habt ihr denn angefangen? Wann haben wir angefangen? Auch 2019. Auch 2019. Auch 2019. Ja. Ja, guck mal, ich habe auch so wahrgenommen eigentlich, dass wir zu einer Generation gehört haben, zu so einer eigentlich Pioniergeneration, die sehr, sehr schnell die Amerikaner kopieren können. Ja, wie ich auch. Man guckt sich die Trends drüber an und dann sagt man, dann machen wir nach. Ja, wir haben genauso. Rogan, Morgan und so weiter. Ich guck gerade mal, wann wir angefangen haben. 19, glaube ich auch. Also, ja, bei uns war das auch so. Also, die Story hat er ja schon oft erzählt. Und zwar war es ja, dass ich immer einen Podcast machen wollte, weil ich es im Amiland gesehen habe. Ja. Genau so. Und dann habe ich sogar, und dann habe ich ja auch immer gesehen, dass zum Beispiel im Amiland hat ja fast jeder erfolgreiche Podcast, ich glaube, außer jetzt Bill Burr und Mark, machen nur Streaming, alle machen Videopodcasts. Mhm. Und deswegen wundere ich mich, habe ich auch oft mit ihm darüber geredet, warum in Deutschland alle erfolgreichen Podcasts, also 98%, machen kein Video. Also seid ihr, wir sind das, ja. Jay und Aria, aber sonst die alle, vor allem so die Top 10, die machen alle keine Videopodcasts, die machen nur per Streaming. Ich habe eine Theorie, eine kleine. Ja, auch eine, aber sag erstmal deine. Ich bin mal sehr gespannt auf Shahans Theorie. Ja. Soll ich Shahans Theorie nennen? Okay, mach mal. Oder erzähl du die. Fang an. Das Ding ist, damals wurde ein sehr, sehr großer Topf in Richtung Europa, vor allem von Spotify verteilt. Juni 2019. Juni 2019, wir waren im April, wir waren früher. Applaus, danke. Ja. Ein Applaus an die Pioniere, wir haben euch geweitet. Ja. Ihr habt uns geweitet, 2 Monate, 3 Monate später. Copy and paste. Wir haben es gesehen und gesagt, nein, wir müssen auch. Ja. Nein, nein. Guck mal, das Ding, jetzt mal wirklich ernsthaft. Spotify hat damals einen riesengroßen Pot angesagt, den sie in Podcasting in Europa reinpumpen wollten, weil Amerika so ein erfolgreiches Podcasting-Game etabliert hatte. Ja. Davon haben wir Wind bekommen und dachten, vielleicht können wir Teil dieser Wave sein. Ja, so. Deswegen haben wir das angefangen und wir dachten auch wirklich, dass wir mit Spotify wahrscheinlich irgendwie mal kooperieren können, so dumm wie wir waren. Okay. So. Und dann hat dieser ganze Spaß angefangen. Und da gab es ein Ausschreiben, neue Podcasts bei Spotify bitte melden, 8.000 Euro Startgeld. 10, Baby, oder? Nein, 8, damit ihr euch etablieren könnt am Markt. So. Gott, das haben wir ganz schön bekommen. Das hat mir Davut von TV Straßensound geschickt. Und ich war auch euphorisiert, Baby. Und ich krieg das so auf WhatsApp und da steht so, neue Podcaster, Startgeld, dies, das. Und dann schreibe ich den beiden zurück, habt ihr eigentlich das Keyword, habt ihr das nicht mitbekommen? LGBT+. Ich stand das da. Nur das wurde gefördert. Und deswegen konnten wir uns überhaupt gar nicht bewerben, wollten wir auch nicht. Im Endeffekt, das hat keinen Sinn gemacht, weil nur Boogie hätte die Voraussetzung erfüllt. Ja, das war geil. Ich finde es sehr gut,
muss ich wirklich sagen, dass ihr euch da so eine Position erarbeitet habt. Ja. Weil es passiert selten, dass Leute in diesem Game sich Positionen erarbeiten, die ich mag. So. Ja. Und du bist ja, das ist ja bekannt dafür, dass du nicht wohlgesonnen bist. Gegenüber. Ganz selten, ja, eine Minderheit. Ihr seid eine Minderheit jetzt auch. Ja. Ja, ich bin ein richtiger Menschenfeind. Ja. Ich hasse diese Rap-Szene, ich hasse diese Podcasts, ich hasse die Medienwelt. Ich bin so ähnlich. Ich hasse Hollywood. Ja. Ja. Wir haben ein paar Parallelen. Ja. Ja. Aber wenn dann Leute es schaffen, irgendwo hochzukommen und sich was zu erarbeiten, die ich cool finde, so, dann freue ich mich erst recht. Deswegen Applaus für die Deutschen. Ey, Respekt an Belasch für diese Props. Vielen lieben Dank, Belasch. Licht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Schein, erzähl mal deine Theorie, warum eigentlich nur 3 Leute Videopodcasts machen in Deutschland oder 4. Was wir letztens besprochen haben, wie du darauf gekommen bist. Oder hast du es vergessen? Weil die alle hässlich sind? Ich hab das, Bruder, Scheiern, ich war wie du. Ich hab die ganze Zeit gesagt, weil die nicht so gut aussehen wie Onkel und ich. Ich war überzeugt davon. Wir haben Parallelen. Ohne ironisch. Weil wenn ich uns sehe, also wenn ich euch 3 Herrschaften sehe, könnte ich auf die andere Seite springen. Oder ich sehe aus wie Apo von aller. Da wäre ich schwach, du. Ich bin so hetero, ich war in meinen Kacken. Da werde ich schwach, Freunde. Ich weiß nicht mehr, was du meinst. Da werde ich schwach. Da hast du gesagt, weil Scheians Theorie war, und die fand ich sogar sehr gut, die könnte wahrscheinlich stimmen, er meinte, weil fast alle Podcaster, ohne die anzugreifen, die machen ja erfolgreiches Business, ihr seid so, wir sind privat befreundet, wir hängen miteinander rum. Die anderen sind zusammengewürfelt, wohnen teilweise in verschiedenen Städten. Haben auch Projekte. Haben verschiedene Projekte, das ist super schwer, die immer zusammenzufinden. Wenn die aber nur Audio streamen, die können sich gegenseitig anrufen, die können Zoom-Call machen, wenn die im Hotel sind, dann geht das. Also habe ich auch noch gesagt, stimmt, die meisten, die einen Podcast machen, nehmen das eigentlich als Side-Business. Die sind zum Beispiel Comedians, die sind vielleicht, keine Ahnung, Unternehmer, sind TV-Moderatoren und die machen das nur als Business, weil es gerade ein guter Hype ist. Aber wir haben ja angefangen, weil seine Karriere ist ja auch immer am seidenen Faden. Und er hat meine Karriere auf YouTube. Am seidenen Faden, oder? Ja. Meine Karriere auf YouTube, die habe ich dann irgendwann niedergelegt. Ad acta gelegt. Habe ich dann, weil ich gesagt habe, okay, Straßenumfragen, okay, kann man noch machen. Dann hat er irgendwann mich überzeugt, ey, du brauchst nur mich, nur ich bin wichtig in deinem Leben. Scheiß auf deine Eltern. Ich hab ihn manipuliert, wie bei Misery. Richtiger Narzisst. Ja. Kenn ich, hat er bei mir auch gemacht. Kennst du Misery? Ja, hat er bei mir auch gemacht. Ja, Bett gefesselt, ja, genau. Beide gebrochen. Ja, hab ich gemacht. Ja. Scheiß auf deine Eltern, die lieben dich sowieso nicht, wie ich dich liebe. Bist du auch zu Carsten Stahl gegangen? Ich war bei Carsten Stahl schon, der hat auch Angst vor B. Ja. Er hilft allen, außer mir, er mobbt mich immer. Genau, und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, wir fokussieren uns ein bisschen auf den Podcast. Er hat dann gesagt, ja, du bleibst jetzt schön im Büro und ich gehe meine Karriere als Stand-Up-Comedian weitermachen. Und dann Schlampe. Dann habe ich irgendwann mich fokussiert und habe ganz, also Herzblut und Schweiß und Tränen nur in den Podcast gesteckt, die Qualität zu fördern. Er kam dann, hat dann abgesegnet. Dann haben wir versucht, eine Redaktion zu gründen. Ja. Dann kam er, hat abgesegnet. Wie, du machst gar keine Straßenumfragen mehr? Nee, fast gar nicht mehr. Ach, aber ich wollte jetzt im Sommer wieder anfangen, weil ich merke, er ist ein bisschen zufrieden mit der Podcast. Chayan, kannst du auf der Straße nicht mehr blicken lassen wegen deinem Partner? Ja. Kenn ich. Aber ich versuche da immer die Community wieder rauszuholen. Man braucht ja mal ein Gleichgewicht. Also wir sind sozusagen so die Outlaws so mit Park, die Crowd. Genau. Und die anderen sind Takes gecastet, wa? Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, der Rap-Sprache. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Das ist auf den Punkt gebracht. Ja. Dann sind Take That. Ja. Richtig. Genau. Aber ich mag Take That. Ich auch. Ich mag Take That auch. Ich mag was Songs machen. Real Life, my fire. Obwohl das so ein Disco-Song ist. Ich habe gar keinen Take That-Song, die jetzt anziehen kann. Bei New Kids und so. Back for Good und so, das sind gute Songs. Stimmt, ja. Pray, dieses Praise von Hammer. Aber New Kids in the Block ist auch geil. Ja, wir sind ja New Kids on the Ort. Gibt schon gute Boygroups. Das auch. Was war der erste Song von Take That, womit sie, das war auch ein Relight My Fire, ja. Ja. Nein, nicht Relight My Fire. Doch, das war die erste. Get Down, Could It Be Magic? Could It Be Magic? Could It Be Magic? Ist auch eine Cover. Ja, auch so von so einem. Und dieser Get Down war auch von Take That, oder? Das war Backstreet Boys. Wie kannst du das vertauschen? Das ist dein Sakrileg. Get Down war sogar von Tony Kotora. Ja, genau. Der hat sogar gerappt. Ah. Zweiten Part, bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Here we come, here we slam. Ey, Tony Kotora, Respekt, der hat eine Menge erreicht. Ja, super, der hat Backstreet Boys gemacht. Nee, eine Sache hat er nicht erreicht. Der war noch nicht bei den Deutschen. Der war bei uns. Und er war noch nicht bei euch. Ja. Richtig. Erst dann ist... Tony, ja, du weißt Bescheid. Ich hatte mal kurz Kontakt mit ihm. Wir haben darüber Der hat Backstreet Boys gemacht, der hat NSYNC gemacht, der hat Nana gemacht, Papa Bear. Aber gemacht ist ein bisschen too much. Der hat mal ein bisschen mitgearbeitet. Ja, genau, ein Song. Aber so diese Welle war die Anfang 90er Eurodance. Ja, diese genau, Fun Factory noch. Fun Factory. Kennst du die noch? Bruder. Ja, wo sind die? Rebel MC. Weißt du, was Dings hier sehr erfolgreich war? Sehr erfolgreich war,
Okay, redet weiter, ich überlege. Ja, es gab ja viel so, Rebel MC, Layla K und so. Genau. Und ey, jetzt mal ganz kurz, wir sind ja Musikpodcast auch. Geht um Musik. Auch. Und ich höre mittlerweile, ich habe zum ersten Mal, klingt komisch, nach 100 Jahren, ein Spotify-Account. Nicht dieses Random, dann hörst du echt eine Menge. Ja. Ey, kein Disrespekt. Ich habe immer meine Nachbarin, liebes Mädchen, ausgelacht, dass sie Marky Mark hört. Ich mag Marky Mark. Ich mochte nur Life in the Streets und das mit Prince IT. Aber eigentlich dann ein paar, ja, aber Life in the Streets is a me straight. Nein, weißt du, welche Aber am Palace war ich da nicht mehr kredibil, habe ich Angst gehabt davor, das zuzugeben, aber der hat gar nicht mal so schlecht Mein Texte. Marky Mark war der Good Vibrations Marky Mark. Mann, mit diesem schwarz-weiß Video. Ich hab fast. Yo, it's about that come time. On, swing. Come on, swing. Come on, say. Das war die geilste. Wie ist dieser Song von dieser Holländerin mit Toni Couture? Daisy D? Ja. Weißt, wie hieß die nochmal? Ja, Daisy D, ne? Daisy D. Die war die Cousine von Papa Bear. Ja, ich weiß. Die war die Cousine von. Weißt, ja, aber wie hieß diese Gruppe? Nee, du meinst Fun Factory. Ah. Da war aber Daisy D nicht drin. Nee. Weißt du, was ich aber auch gehört habe? Ich habe gehört, dass irgendwann bei Technotronic Daisy D mal drin war. Habe ich auch gehört. Aber erst nach den ersten zwei, drei Hits. Dann, Technotronic diese, waren Daisy D drin? Ja, genau. Ja. Und wer ist da entstanden? Bei diesen Eurodance-Acts, die wurden ja immer ausgetauscht. Ja, ja, ja. Keiner hat ja so ein richtiges Profil. Und die haben auch meistens selber nicht gesungen. Ja, die haben meistens selber nicht gesungen. Aber das war, guck mal, heute hat man ja so, abwertend hat man ja früher Kirmes-Disco dazu gesagt. Wenn man aber jetzt, ich glaube, das ist auch dieser Nostalgiefaktor, wenn du darauf zurückblickst, du magst dieses Song. Da waren ein paar geile Sachen. Ja, wenn ich das höre, guck mal, ich liebe es, ich höre das. Das ist Dr. Alban Singh, Halleluja, ich mag den. Jawohl, mein Bruder. Der Beat. Ja, der ist brutal. Wir zählen immer wieder auf, Lisar. Turbo B ist ein King, Alter. Ja, Turbo B. Abgarte, Paus. Ja. Ich bin. Was mit Two Unlimited? Super. Auch geil. Geil, Tribal Dance. Tribal Dance. Wer kennt No. Ich habe immer, meine erste Platte war eine Kokainplatte von meinem Onkel, nein, Quatsch. Das war wirklich zweite Klasse. Street Dance. Everybody shake your stuff. Rebel is here. Rebel MC. Street Tough. 100 Pro. Hast du das ausgefuckt, Alter? Geil. Weißt du, meine erste Platte? Was ich meinte? Street Tough. Kennst du jemand bitte noch? B, kennst du Street Tough? Rebel MC? Nein. Rebel MC? Ja, kennst du auch noch. Aus der Epoche 84 oder so. Wahrscheinlich, wenn ich höre. Dr. Alban Ära. Was ich vorhin meinte, ist The Real McCoy. Ja, The Real McCoy, das war aber ein Devotion. Ja, The Real McCoy, Frank and The Real McCoy, die hatten, das war so ein längerer Name, das war mit und. Ja, das war auch hier in Deutschland. Ja, bla mit The Real McCoy. Zwei schwarze Brüder und eine blonde Frau, oder? Nee, das war ein Weißer, der hat so eine Brille angehabt. Das war Dings hier, Digga, das müsste Vanessa Mason sein. Die ja? Hat. Ja, das ist die Frau von Peter Fox. Peter Fox, ja, und die hat auch selber den 2-Mille-Hook gesungen bei Massive Töne. Ey, ich hoffe, Fox? Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Aber The Real McCoy müsste Vanessa gewinnen. Vanessa Mason hat 2-Mille gesungen. Kennst du noch von Massive Töne? Es ist immer noch derselbe Schirm. Ja, Berliner war immer so Anti-Hip-Hop von den anderen. Ja, ein bisschen. Ja, so, ja. Die können nix. So, wenn du die für Massive Töne oder Dings Berliner war auch irgendwie. Wurde ich dafür gesteinigt, Chayan? Gesteinigt. Aber sag mal ehrlich, jetzt mal ehrlich. Ohne jetzt auf cool zu machen. Habt ihr so Beginner und Töne und Freundeskreis wirklich gehasst? Oder war es dieses, wir müssen so sein, weil wir aus Berlin sind? Oder habt ihr die wirklich gehasst, jetzt ernsthaft? Wir wollten so sein, weil wir aus Berlin sind. Nur Moses P. haben wir akzeptiert. Berliner geht nicht mal in Urlaub. Ja. Wenn du einen Berliner fragst, ey, warst du schon mal in Stuttgart? Nein, was ist das? Stuttgart. Berliner bleiben nur in Berlin. Digga, Stuttgart, München, Mannheim, war alles Westdeutschland. Ja. Dicker, für die Black Panthers war auch Lichtenrade Westdeutschland, wenn die aus dem Wedding draußen waren. Ja, okay, aber hast du nicht so, guck mal, du hast ja sehr viel Ahnung von Musik. Hast du nicht damals so, wenn du mal so einen Freundeskreis-Song gehört hast, dir gedacht, das ist schon cool? Ich war nicht so Nazi. Nein, warst du nicht? Nein, war ich nicht. Okay, wenigstens. Also, ich fand, Anna fand ich gut, als sie rausgekommen sind. Esperanto fand ich gut. Ja, super Song. Ich finde, eins der geilsten Videos aller Zeiten aus dieser Müsli-Ecke, man muss sagen, es war Müsli-Rap. Wir haben 80% davon brutal gehatet. Aber ja, wenn, brutal gehatet. Aber wenn 20% gut waren, da war ich mir jetzt auch nicht zu stolz dafür zu sagen. Ja, okay, das ist cool. Eins meiner Lieblingsvideos bis heute, ist Freundeskreis, wenn der Vorhang fällt. Wo Cassandra Steen die Hook macht. Digga, das ist zu krass. Schwarz-Weiß, das ist ein super Song. Ja, du bist nicht raus, du weißt nicht mal, worum es geht. Wenn du das mal dir gibst, Das ist Video super. Ist one take. Der Song ist geil. Der Beat ist geil, die Hook von Cassandra ist geil. So wie, das ist einer von denen, ich weiß noch, das massive Töne, absolute Beginner mit Hammerhart, der Beat hat mir super Song, geiler, fresh, das war richtig fresh. Max Herre und so ein Zeugs hatten hier und da mal ein paar geile Sachen auf jeden Fall. Aber kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen, aber so
da alles andere war nichts für euch, ne? Ich sag mal ehrlich, es gab Ausnahmen. Fresh Family bei mir, Torch, Advanced Chemistry, der übrigens. Aber das war vorher, das war die Generation. Genau, also Torch und so immer krass, Idole sogar. Ja. Wir haben MC René akzeptiert. Akzeptiert? Ja, ja. Als ob das so ein Moses P. ist aufgestiegen in der Nacht, wo er Raab weggeklatscht hat. Da haben wir gesagt, einer von uns. Guck mal, dafür nicht für die Skizze hier gemacht hat. Aber bei uns, ganz ehrlich, Digga. Sondern weil er Raab geklatscht hat. Aber hier Berlin war so Islamic Force und Chiba Garden. Die um Big Sale, wie hießen die nochmal, Baby? Harlequins. Ja, danke. Genau. Harlequins, ja. Auch kommt demnächst. Aber Eurodance habt ihr, wie war das bei Eurodance? Also können wir über irgendwas reden, wo dein Partner mitreden kann? Der fühlt sich ein bisschen verloren. Nein, der fühlt sich nicht. Der Eurodance feierst du doch. Eurodance? Ja, da feier ich, aber du musst mir denken, ich bin jetzt nachgeholt. Ah. Ihr seid ja alle ein bisschen älter. Okay, Themawechsel, Koks und Nutten. Da kennt sich jeder gut aus. Ey, das ist geil. Das gefällt mir übertrieben. Ja. Das ist geil. Ey, bei Eurodance. Die erste Platte war von meinem Onkel, die Koksplatte. Spaß. Hättest du mal die Haschplatte gesagt, dann wäre echt. Das ist geil. Ey, aber Eurodance gibt's ein paar so Insider. Mal gucken, wie Insider. Du bist sowieso der super Insider. Ja. Wir beide müssen mal dieses Musikquiz machen. Ja. Du bist der Einzige, vor dem ich Angst habe. Ja, ich will. Ja. Aber der weiß nicht, wie der Bundespräsident ist. Ja, ist auch gut. Ach, so, beide. Ihr beide. Scheier. Nisa muss mal. Wer ist dieser Andreas Scholz? Nisa muss mal im Videoland kommen. Helmut Scholz. Helmut Scholz. Hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Das konnte nicht mehr. Ja, ja, Videoland. Es gibt geile Insider bei Eurodance. Auch wer da drin verwickelt war. Teilweise ist ja. Was macht Nana heute eigentlich? Der war auch bei uns. Nana? Ja. Nana ist cool. The Dark Man. He's wie, coming, was? He's coming, he's here. I have no fear. Dark Man is back. Ey, Nana ist hier. Nisa, so Props an Nana. Ich sag die Namen, die vier berühmte Rapper auch. Die waren sogar schon hier, das seht ihr nicht. Aber ruf mal, ey, das kann ich nicht machen. Und ey, mein Label und so. Sag ich, Nana, kommst du? Er sagt, I'm coming, I'm here with no fear, Nana is here, real talk is clear. Ja, ne, Nana, ja, geil. Respekt an Nana auf jeden Fall. Ja. Ey, ich hab aber nie Disrespekt. Gab nie Disrespekt. Ja, bevor wir das vergessen, ich muss an meinen Man, das ist der am nächsten an mir dran ist. Yeah. Wirklich keinen Spaß, bevor ich das vergesse, weil wir werden zu Eurodance abdriften. Ich kann es schon riechen. Down low. Mike Dadian, der Sänger, ist ein sehr guter Freund von der Familie. Echt? Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Motherfucker, Alter, der kann richtig singen. Ja. Das ist so der deutsche Ronald Eisley, Alter. Da muss man Respekt geben. Ja, okay. Aber ich mag Download. Die haben einige gute Hits gehabt, Alter. Respekt an Download. Aber Cherish the Love war, glaube ich, von dir. Ja, sie haben gecovert von Foreigner. Ja, gut, aber gut gesungen. Cover-Songs. War auch Johnny B. und so. Ja, das Johnny B. war auch von dir, ne? Ich hab Dings gefeiert. I can see it coming. Ey, jetzt mal ganz blöd. Dein Bekannter, den ich auch schon gesehen habe öfter, der war der mit Nana, das du. Digga, Mike saß genau da bei Nisas Podcast. Ich weiß doch, aber hier zu Gast. Onkel, das ist das Duo von früher, ne? Hab ich auch vergessen gehabt. Hab ich letztens geguckt, so in dieser Podcast. Ich guck so, Mike sitzt drin. Wie hieß denn das bitte? Down by Law hieß das Duo, ne? Nein, Down Low. Billasch kennt jeden, haben wir ja eben erfahren. Ja, der ist wie Forrest Gump, wie du. Ja, wir müssen. Der ist immer Zeitzeuge von jeder Sache. Ja, wir müssen uns an Billasch hängen. Speziell bei Eurodance. Ja, wir sind selber bei Eurodance. Ey, und wer nicht kennt, den will er nicht kennenlernen. Ey, Eurodance, da waren. Guck mal, Headway ist auch geil. Ja, 100%. Er hat nur einen Song geballert, aber der war krass. Nee, die zwei anderen Singles fand ich auch geil. Dieses Life will never be the same. Life is changing. Ja, den kennt er. Ja. Krass, Headway krass. War geil. Da waren schon gute Sachen. Ey, diese Sachen kommen jetzt teilweise zurück über TikTok und die Kids kennen das. Ja. Letztens kommt ein Junge aus unserer Familie, der ist 13 Jahre alt. Ja. Der singt einfach Ace of Base, Digga. Ja, geil. Ace of Base haben wir gestern doch gehört. Oh, that she wants. There's another baby. She's not. Ey, das ist geil. Und ey, und ich mag. Es geht zu weit gerade. Ich mag von Ace of Base noch mehr als All That She Wants, mag ich dieses Dings. I saw the sign. And it opened up my eyes. Ich mag das. Aber das passt nicht irgendwie zu dir. Doch, nee. Wenn man sich vorstellt, so mit Kopfhörer an der syrischen Grenze. Ey, Bruder, sag das nicht. Ach so. Guck mal, 1998, Original Real Talk. Ja. Meine Araber vom Kotti, ja? Die haben mit sowas gar nichts zu tun. Die sind in ihrer Heimat in Libanon. Der eine zum ersten Mal, er ist 15, sein Bruder ist 17, der andere ist 20. Die sitzen dort, die erzählen mir, wir waren in Libanon, erste Mal und so, wir fühlen uns da voll fremd. Auf einmal sind wir irgendwo in der Disco. So, libanesische Disco, wir sitzen da rum. Die Mucke läuft, keiner tanzt. Auf einmal kommt. I saw the sign. Die haben die Tanzfläche gestürmt, die Araber, Bruder. Ich schwöre dir. Ace of Base, what's up, Alter? Ace of Base. Seid ihr Ace of Base? Wir lieben euch. Wir brauchen ein Comeback, Alter. Scheiß Schweden, Alter. Ja, die Undercover rasiert. Ja, die Schweden haben immer rasiert. Ey, ich bin auch Schwede, ja?
Stimmt, er hat schwedische Vorfahren. Ja. Tatsache. Echt? Im 30-jährigen Krieg, der nur 29 Jahre ging. Gidolf Lundgren, der ist auch Schwede. War wirklich Schweden. Meine Familie war im 30-jährigen Krieg, so Söldner, und die haben so viel Scheiße angestellt, dass sie gleich hier geblieben sind. Ah. Flüchtlinge. Du hast die Tradition weitergeführt. Ja. Ja, Gratulation. Hamdullah, er ist jetzt Moslem. Er ist bekehrt. Er kommt auch aus Schweden. Aber, früher. Aber komm aus Schweden, dann Max Martin, größter Songwriter aller Zeiten. Der hat ja Backstreet Boys geschrieben. Aber der Backstreet Boys, NSYNC, Britney, Kelly Clarkson, Christina Aguilera, alle. Lena Stewart war auch Schwede. Ja? Ja, dieser Blonde, der war auch in den ganzen Shows als Juror irgendwann, der ist auch bekannt. Aber Schweden hat eine Menge Prinz. Ja. Darf ich mal fragen, bevor er wieder meckert, weil ich dachte, Prinz war Engländer. Roxette, waren die aus Schweden? Ja. Geil. Roxette waren richtig geil. Roxette fand ich auch, finde ich immer noch cool. Hab ich super gefeiert. Ja. Super gefeiert. Ja. Was ist dein Lieblingssong? She's Got the Look. Echt jetzt? Ja. Was? Der kam unerwartet. Ja, der kam. Ja, von allen Songs The Look. Aber es war Nadine, das war der erste Hit. Und dann haben sie echt die Weichspüler gemacht. Und da gab's, was war zuerst dann? Listen to Your Heart oder Must Be Love? Aber Listen to Your Heart ist ein Bobbensong. Ja, war das Pretty Woman? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Mein Kumpel hat das gesehen mit mir. Der geht seit 40 Jahren ins Bordell, denkt immer noch eine Nutte, verliebt sich in ihn. Nur wegen Pretty Woman. Die Leute denken immer, du machst Spaß, wenn du sowas sagst. Überhaupt nicht. Aber stimmt, Pretty Woman ist so ein Film. Ja, das hat recht. Ja, natürlich. Ja. Was für Counter-Strike. Ja. Pretty Woman. Es gibt ja noch ein Patreon Pretty Woman, so die X-Version. Ja. Da will er so anpissen und so. Das magst du den Film? Nee, das ist doch kein Film. Ich habe den nie geguckt. Ich mag den. Doch, ich habe den schon zwei, dreimal gesehen. Okay. Ich bin zu. Nee, bin ich raus. Ey, ist doch heuchlerisch, war. Für den Retrofaktor. So. Wenn du ihn jetzt guckst, ist. Anders. Ja, aber damals war ein guter Film. Ey, ganz ehrlich, diese Richard Gears, ich meine, freuen sich alle im Rotlicht. Und die sind die Schlimmsten, diese mit Schlipsträger an der Börse. Dicker, ja, Alter. Ja. Die prügeln die 8 Stunden mit Lötkolben unten im Keller. Also, es gibt voll falsche Bild. Ja. Siehst du, erfolgreich, weil die sind krank. Weil die müssen ja ihr CEO-Dasein immer im Berufsleben ausleben, ne? Und dann gehen die dahin und wollen sich so Kerzenwachs auf die Brust. Null so. Ironisch. Mein Freund ist Luder auf der Reeperbahn. So schöne Grüße. Genau das. Am Martinskreuz, er sagt so, immer Vorgesetzte von riesigen Firmen hängen am Martinskreuz und lassen sich ankackern. Ja. Weil die haben eben so viel Macht. Genau. Er hat genau recht. Die brauchen auch umgekehrt. Genau. Ja? Die Japaner machen das doch beruflich. An dieser Stelle wollen wir 6 Plus vorstellen. Digga, warum sind die Japaner so extrem? Sind die? Aber ich hab Japaner im Kopf nur so als Samurai-Ehre. Nur diesen Style. Digga, in Japan, die hatten vor 15, 20 Jahren, hatten die Real Talk einfach Automaten mit getragenen Schlüpfer von irgendwelchen Mädchen, Digga. Die haben den Scheiß angefangen. Ja. Auspeitschen lassen, Bondage, dies, das, dies. Alles, was er da gerade erzählt hat, ist so ein Japan-Phänomen. Echt? Ey, wir stellen jetzt eine Filmfrage an Belasch. Weil B weiß wirklich alles fast. Ja, Belasch. Warum sind die japanischen Pornos so immer... Krass wie ich, Alter, jetzt guck aber wirklich, so viel Ahnung hat. Warum sind die japanischen Pornos immer zu 90% gepixelt? Sag du, Nisa. Wir gucken keinen. Oder sind die Puller so klein, dass man denkt, es ist gepixelt? Nein, Spaß. Ich verstehe das System leider nicht. Aber sind die gepixelt? Also sag mal, warte mal, jetzt Klischee ist ja, Schwarze haben einen großen und Japaner einen kleinen. Das ist Klischee, ne? Aber Japaner können Karate. Ja, was denn? Gut. Das macht sie da gut. Ja, siehst du? Aber die Schwarzen haben den längeren Gurt und die Schwarzen haben ja. Japaner können Karate und Japaner waren in alten... Guck mal, Shudushi Tanaka, Bruder. Aber waren nicht es hat nicht lange gedauert, da kam Bloodsport. Ja, da geht es. Wie lange machen wir Podcast? Das ist schon enttäuschend, dass 20 Minuten gedauert hat. Das erste Bloodsport. Ich wollte dir eine Frage stellen, warum die Filme gepixelt sind. Ja, jetzt ist wir haben immer noch einen Bildungsauftrag. Ich habe noch nie einen Porno gesehen. Ja. Yeah. Keine, du doch auch nicht. Ja, ich nicht. Ich auch nicht. Aber früher hast du geguckt. Er auch nicht. Er dreht sie doch. Ich lüge doch. Ich habe einen Porno gedreht letztens bei B. Ich wusste gar nicht, dass Japaner so Filme machen. Ja, jetzt bist du enttäuscht von Shudushi. Ja, ich habe Japaner nur so als Dings im... Ja, das ist doch scheiße, Mann. Wir sind gestern von Frankfurt nach Berlin gefahren und unser Fahrer wollte dann überholen. Dann schreit einfach Nisa aus dem Nichts. Der war am Handy, es war alles ruhig. Schreit einfach aus dem Nichts. Hey, du darfst ihn nicht überholen. Das ist ein belgisches Kennzeichen, da kommt Van Damme her. Du bist krank nach dem, ne? Ja, Van Damme. Im Porno mit Van Damme will ich gucken.
Orgi hat ja gesagt, es gibt einen Van Damme von seinem Cousin, der war voll in dieser Kaviar-Matrix. Ich sag immer, Ladies, alles außer Blut und Kacke. Alles außer Blut und Kacke bin ich raus. John Code Van Damme, Alarmstufe Code. Oh Gott. Ehrlich, kein Wort hat Orgi gesagt. An dieser wird nicht gelogen. Frag Orgi. Ey, aber diese CEO-Geschichte war schon, spannend. Die sind schon ganz krank. Die sind ganz, ganz krank. Wollen wir ein paar Storys austauschen? Ja, komm. Ja? Hast du ein paar? Ja. Echt? Ja. Aber ah, ekelhaft? Das ist gut. Okay. Das ist richtig ekelhaft. Wer fängt an? Du. Weil er nicht stoppen will. Nein, meine ist nicht so schlimm wie seine. Weißt du das? Ja, aber wir sind in Kreuzberg. Aber bei uns ist ja die Börse in Frankfurt. Ja. Das ist ja noch schlimmer. Ja, ja, natürlich. Die Börse und die Messe. Weißt du, wer... Na, an der Börse sind viele. Die wollen es nicht sagen. Aber erzähl weiter. Okay, fangen wir soft an. Dieses Nelly-Song. Ja, step the march, Ich, das war ein Insider gerade, den ich, aber den erklärte mir auch gerne. Den müssen später checken. Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, ja, wo es geht, aber ich möchte mich da direkt distanzieren. Ja, das, genug schon, Ärger. Das ist ja schon gut. Okay, von daher. Ja. Womit fangen wir an? Hackenschuhe lecken? Die Nutten, wenn sie wussten, dass der Brudi kommt. Warte, Hackenschuhe, also Hackenschuhe die Hackenschuhe lecken? Ja, die mussten draußen rumlaufen im Dreck und dann ist er gekommen und dann hat er die Hackenschuhe immer lecken wollen. Das ist schon ekelhaft, aber es ist noch. Okay, das geht. Also Füße lecken wir ja auch. Fang sofort an. Soft, ja. Soll ich auch soft anfangen? Oder? Soft an, oder? Gib Gas, wie du willst. Okay, ein Typ kam mal zu einer Dame und hat eine kleine Tasche dabei gehabt, hat gemeint, ich verlange nicht viel, ich möchte jetzt nicht dieses Perverse mit an Fäkalien an der Brust oder so. Ja. Ein bisschen ankacken will er nicht und so. Ja. Und dann packt er die Tasche aus und da war so ein kleines Kleid drinne. So eine Kindergröße. Bah, also ungefähr für 15, 16. Kannst du das bitte anziehen? Das ist von meiner Tochter. Boah, Bruder! Oh, Alter. Ey. Wieso direkt so, Alter? Das ist ja gar kein Anstand. Er hat schon wieder eine reingehauen. Boah, Alter! Boah. Dann lebt der Bruder in Essen? Ey, aber ganz kurz, kein Missverständnis. Der B wollte jetzt eine bestimmte Rotlicht. Hast du irgendwas zu tun mit Rotlicht? Hast du eine bestimmte Geschichte erzählt? Nein, ich dachte, es geht um Jean-Claude Van Damme. Nein, das geht um andere Sachen. Also, das ist wirklich schwer. Ja. Also, das ist schon so, das ist ja gar nicht. Okay, das war jetzt eine softe. Das ist gar nicht witzig. Kannst, hast du noch mehr? Ich habe noch eine. Okay, also, der Brudi kommt. Frischhaltefolie ist schon bereit. Ja. Ganz im Weiber kommen rein, kacken den jedes Mal voll. Boah. Auf dem Bett ist schon die Frischhaltefolie auch ausgelegt und danach wickeln die ihn ein. Alter. No Pimmel guckt raus und Mund ist offen, damit er atmen kann. Und dann geht's ab bei dem Bruder. Ey, B, die Frau, die wir immer treffen, die mal kurz. Die Frau, die kennt ja jetzt Chocolate. Die Frau hier kennt ja keiner B. Ich sag den Namen nicht. Die hat letztens mit uns drei ein Foto gemacht. Das ist eine alte Langwitzerin. Die hat früher in jungen Jahren immer ein Bordell vom Freund von mir, einen Kunden, im Salat gekackt. Und Abu Langwitz und ich waren Street, aber wir waren überfordert. Und die war in meiner Tickerbude. Und die kam, hat sie am Dope abgeholt und meine Freundin hat auf ihr Baby aufgepasst. So ist es im Hut. Dann nimmt die so das Baby auf den Arm nach der Arbeit, macht Titten raus, die war noch gar nicht so geil, nimmt sie raus. Dann trinkt das Baby nicht. Ey, Abu Langwitz war stinksauer. Das ist gar nichts. Das passiert ganz oft. Ich bin ja mit meinem Freund Mustafa damals, habe ich immer wieder erzählt, kein Witz, bei Molly Luft rausgeflogen, haben wir Überfall gemacht. Warte mal, kennt ihr Molly Luft überhaupt? Nein. Das war Berlins dickste Hure. Wir haben alle auf den Anrufbeantworter, selbst B, alle haben den Anrufbeantworter angerufen. Der war immer vor zu technisch. Ich kenne heute noch die Telefonnummer, obwohl Molly Luft seit Jahren tot ist. Ich kenne den Anrufbeantworter auch nicht. Hallo, ich bin Molly Luft. 30, Blasen ohne Gummi 50, Faust der Mutter. Und auf jeden Fall. Hier Natursekt und. Genau, Fotos, Baby, genau, das kannten wir echt gar nicht. Und da kommen wir zum Natursekt. Ich kann nicht dann gehe ich und der arme Mutter. Vielleicht wegen seinem strengen Vater schneiden wir nach. Fahr mal raus. Ne? Ist ja mein Nachbar, ist ja nicht dumm, die Leute. Und dann sind wir im Molly Luft in ihren Laden, ganz normal B. Und ich habe mich gefreut, wir hätten mir für 30 Euro einen wichsen lassen können. 30 Mark! 15 Mark. Euro! Das darf man nie vergessen. Ah, geil. Molly Luft, die Legende. Rest in peace. Ja, rest in peace. Ja, aber ich muss das erst verarbeiten. Warte mal. Das war zu krass. Wo war ich stehen geblieben? Bei Kavi, Kaviar. Ich habe nur gerade Salat mit Kacke im Kopf. Stell mir das die ganze Zeit vor. Ich bin raus, die Geschichte hat mich gekriegt. Geschichten aus dem Rotlicht. Ah, nee, aber, wir haben CEOs. Okay, aber man hört ich, ja immer. Ich geb die letzte, bevor ich die vergesse. Ja. Die habe ich mir als Punchline aufgehoben gehabt, bevor der reingegritscht ist. Deswegen bevor ich reingeschissen habe. Obwohl, ja, genau. Aber das,
Eigentlich kann man das gar nicht vergessen, Bruder. Schlecht gealtert, der Satz, wa? Das wirklich das. Der Maurice, eine Legende. Bruder, das Allerräudigste von allen, jetzt haltet euch fest, danach werdet ihr keine Salate mehr essen. Da ist der Appetit verdorben. Wenn der Brudi gekommen ist, haben die aus den kleinen Mülltonnen die gebrauchten Gummis alle zusammengesammelt. Ja, ich weiß schon, das habe ich auch schon gehört. Haben die ihm hingelegt und er hat die ausgelutscht. Ja, ja. Bah, Alter. Eigentlich ist das too much gewesen. Ja, da ist mir schlecht. Darf ich noch mal reinscheißen? Bei Buzzpunk schon was Krasses passiert. Wo, in den Salat? Also wir sagen jetzt... Okay, ja. Lass uns wieder über Van Damme reden. Ja, das ist angenehmer. Das ist angenehmer. Back to reality. Back to Experten, life. Stimmt es, dass der wirklich sich mit Dolph Belasch, weil es gibt im Internet, das wurde ganz oft schon erwähnt, Lisa, es wurde ganz oft schon erwähnt, dass es einen Showdown mit Dolph Lundgren gab, aber ich habe im Internet, gibt es nur 30 Sekunden zu sehen. Ah, doch, die Geschichte, die du mir erzählt hast. Ja, also Van Damme und Dolph Lundgren haben damals zur Promo von Universal Soldier, haben die in Cannes bei den Filmfestspielen so getan, als ob die in so eine Schlägerei geraten, aber die haben das gefaked. Oh, danke. Ja, und auch so. Kommen wir nachher raus. Also ja, aber Promo. Jetzt sieht man das auch. Ich habe das mein halbes Leben lang geglaubt. Ja, ich auch. Erst als YouTube gibt, habe ich gesehen, dass das nicht stimmt. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ey, was ist das denn? Das hat so richtig... Ja, aber da merkst du mal, dass Entertainment schon immer halt auf Fakeness aufgebaut war. Ja, aber das war ja immer so. Ja, ja, nur damals hast du nicht geglaubt. Ey, guck mal, ich hab damals geglaubt, dass Prince von Bel-Air, dass die wirklich da zusammen wohnen. Ihr beide seid bestimmt die Einzigen, bei Cheyenne weiß ich nicht, du bist vielleicht noch zu jung. Das ist unfassbar. Digga, kennt ihr dieses Heft noch? Limit! Comic Action Abenteuer, jeden Monat neu! Ja, Mann, ich will das! Ja, und dann bist du mal, ey, verdammt, ey, Junge! Ey, diese Story mit Khan, die ist da irgendwo sogar drin. Ja, ja, krass. Comic Action Abenteuer. Hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Comic Action Abenteuer. Ich schenk mal unseren Gästen ein. Zeig mal. Ich hab's noch nie gesehen. Oh mein Gott, die hab ich immer gekauft, mein Leben war da drin. Siehst du, da kommt die Kindheit hoch. Ja, und der wurde immer Van Damme und Stallone-Puppe. Ja, Belasch, du hast jetzt alles gesprengt. Da steht Disney oben. Aber, und wer sind deine Vorbilder? Krass, Alter. Würdest du dich mal so freuen, wenn ich Kooperationen besorge? Also das war ein Comic, aber mit News oder was? Digga, ganz ehrlich, ich habe das als Kind nicht realisiert. Ich sehe, da oben steht Disney. Das war von Disney. Das ist so geil, Alter. Da war alles mögliche. Da war so Gossip, Van Damme hat mit Dolph Lundgren Schlägerei gehabt. Ja. Dies, das. Kung Fu. Ja, hier. Wesley Snipes. Wann ist das, aus welcher Zeit, Belasch? 99? Anfang 90. Anfang 90. Ja, ja, Anfang 90. West 90 bis 93. So. Demolition Man, Wes als Super-Show. Yeah. Oh! Bruce Lee. Ja. Digga, das sind Raritäten mittlerweile. Das sind aber du hast das in guter Quali, Alter. Guck mal, 93, 3,80 Mark hat das gekostet. 3,80 Mark, Bruder. Da war die Welt noch gut, ne? So ein 5-Mark-Stück, ne? Dann hast du was zurückgekriegt. Hast du noch zurückbekommen. Ja, damals. Heute kriegst du gar nichts. Für 5 Euro kriegt man heute nicht mal 4 Euro. Guck mal hier, siehst du sogar, du lernst was über Wissenschaft. Du lernst was über Wissenschaft. Was steht da? Hier. Zwerge? Nein. So, Allforschung. Ja, damals musstest du noch lesen, da gab's halt okay, kein was Internet. Gab's noch in der Zeit? War das der Pumuckl! Bravo gab's. Nur Bravo und das. Und Popcorn. Ja, die sagt dir aber auch noch, aber vielleicht wird mir jetzt sagen, es war eine Kinderzeitung, aber mein Cousin war älter. Ipsef war bei uns auch ganz weit vorne. Ja, da war was so das? Kennst du es noch? Das waren mehrere Comics, einfach wie heute so eine Wunderzeitung und immer eine Gimmick gab's da. Eine Gimmick, die hatten zum Beispiel die Urzeitkrebse, ne? Dann hatten sie die Klatschhand, ja? Die Klatschhand war legendär. Wir haben Ding. Alle unsere Nachbarn vom 5. Stock terrorisiert. Ich hatte von Nips dieses lange Ding, wo du so auf deine Hand gelegt hast. Meine Nachbarin, die war zwar nett, aber so ein 80er. Ach so, nee, du meinst so diesen aus Metall. Ja, das war so lang und dann klasse. Hier ist auch der Samurai. Ja, und ich habe nur das gelesen. Das war das. Guck mal hier, die Ninja Turtles, Bruder. Ja, Mann, da sind sie. Die Ninja, und wurden die trainiert? Von einem Japaner. Von einem Japaner. Einer Ratte. Einem Japaner. What's up? Die einzige Ratte, die nicht snitcht, da Meister Splinter. Ja, Meister Splinter hat nie gesnitcht. Jetzt gerade ist Turtles wieder Hype, die sind bei Fortnite gerade drin. Ja? Ja? Ja, genau, der Film kam ja auch raus, jetzt der neue. Ich habe das erste Mal letzte Woche Fortnite gespielt, das erste Mal in meinem Leben, ja. Ich kam überhaupt nicht klar. Schein, der Lieblingsschauspieler. Weil das mir zu viel rumgehüpfe und du verstehst das alles nicht. Weil plötzlich kommt dir Peter Griffin entgegen. Ja, hast du recht. Ja, das ist krass. Die haben ganz komische Kooperationen. Auf einmal läuft der Son Goku mit einer AK-47 rum. Ich habe jetzt gehört, Disney hat Fortnite gekauft. Die haben auch für 1,5 Milliarden. Haben die gekauft oder Kooperation? Ich glaube irgendwie,
die haben 50%. Ach, okay. 30 krass. Oder 25%, ich bin mir nicht sicher, gehört eine andere und dann auch irgendwie 5% Sony oder so. Aha, und deswegen sind jetzt auch langsam die ganzen Disney-Charaktere. Genau, Mickey Mouse kommt auch jetzt. Ja, genau. 1,5 Milliarden haben die bezahlt. Fortnite ist das brutalste Spiel. Spielst du? Ja. Krass. Aber nicht so jeden Tag oder so, aber ich spiele ab und zu. Ja, geil. Ja. Fortnite ist eigentlich ganz cool. Aber diese Characters machen keinen Sinn. Keiner will Son Goku mit der AK-47 sehen. Bei Dragon Ball, die können so einen Planeten zerstören mit einer Hand und der rennt so mit so einer Handfeuerwaffe rum. So pet, pet. Das macht gar keinen Sinn. Aber spielst du auch so Call of Duty und so Sachen? Ja, aber Zombie. Ich bin so der Zombie-Dude. So, ich mag die Zombie-Modes. Call of Duty, ja. Kino der Toten ist legendär. Kino der Toten. Ich habe auch übrigens. Stimmt, das kenne ich noch. Das ist Black Ops 1. Genau. Ja, aber es wurde bei Black Ops 3 remastered. Und die Version, die spielen wir immer im Internet. Mit neuer Grafik und so, fancy. Geil. Geil. Ja. Was spielst du? Ich bin komplett raus. Ich bin eigentlich arbeite auch mit Walt Disney zusammen, Kooperation. FIFA? Ja, FIFA spiele ich so, aber ich bin komplett raus. Weil ich abends... Ist doch nicht mehr FIFA. Ich kann nicht den zeigen. Das heißt doch jetzt FFC, oder? Ja, genau. Ja. EA Sports hat ja jetzt die Rechte. EA Sports ist doch ein Rapper aus Essen. Der war so scheiße, Bruder. Ey, ganz scheiße. Ehrlich, also ich muss buhen für den. Ja, warum habt ihr gelacht? Ey, Junge, die beschissensten sind die besten. Ja. Ey, das war letztens als Orgi, der sollte irgendwas raten mit Samra 45 und Orgi, wer ist denn? Sandra 45. Die ganze Sandra 45, ja, Applaus dafür. Geil. Sandra. Ja, Sandra war auch cool. Die war diese Ära, aber ja. Sandra war geile Mucke. Ja. Cliffhanger, als er rauskam, Werbung. Hiroshima, Baby. Sandra? Hiroshima. In the heat of the night. I lose control. Aber ich fand die Maria Magdalena. Ich fand die richtig hübsch. Ich war damals direkt in Deutschland, das erste Mal so abgehauen aus dem Iran. Auf einmal gucke ich so im Fernsehen. Das war die erste als Kind, in die ich mich fast verliebt habe. So. Oh. Wieso noch? Geil, muss die jetzt aussehen. Ja? In wen? Sandra. Die Sängerin, aber wieso noch fast? Die kenne ich gar nicht. Sandra war damals ein Phänomen, die war sehr bekannt. Ja. Seine erste Liebe war Ariel, die Meerjungfrau. Ja, das stimmt. Und Jessica Rabbit. Ey, ich habe das letztes in eurem Podcast gehört, da muss ich mir Sorgen machen über dich. Warum findest du Daisy Duck sexy? Ja. Weil die so ein, der Hintern, der. Der Hintern? Ja. Aber die hat denselben Hintern wie Donald, Digga. Das ist einfach dieselbe Zeichnung. Ja! Ey, Nisa! Die ist eine Frau! Nisa! Khalid Bounou hat auch einen Arsch! Ja. Ich bin in den 80ern ins Meer geschwungen. Und da habe ich Ariel gefragt. Da waren sie nicht mehr Jungfrau. Der ist einfach der Motherfucker. Und dann, ja, wirklich. Das stimmt wirklich. Ist mir gerade eingefallen. Ich hab doch keinen gesagt. Ich feier das. Aber jetzt wird mir so einiges klar. Ja, ja, so was ihr vor der Kamera erzählt habt, bevor die an war. Digga, 50% wird rausgeschnitten, safe. Ey, ja, geil. Alter. Ja. Nee, gut, ich wollte noch deine Frage zu Ende beantworten. FIFA? Ja, FIFA. Spiele ich jetzt so ein bisschen? Der ist richtig gut in FIFA, der macht jeden nass, der zu. Allerdings bin ich jetzt seit ein paar Monaten raus, weil ich habe ja einen Partner, der ein bisschen älter ist als ich. Und er uns dann gezwungen hat, sagte, ey, ihr habt keine Ahnung, ihr seid keine Menschen. Wie kann ich mit euch noch chillen? Ihr kennt keinen Van Damme-Film außer Bloodsport. Kennt ihr nicht keinen richtigen Stallone-Film außer Rambo. Und jetzt haben wir bei uns im Büro eingeführt. Wer ist ihr, Shayan? Wer ist ihr? Wir und die Crew. Okay. Genau. Wir sind jetzt gezwungen worden von dem Herrn hier, dass wir jeden Abend, ja, gucken wir irgendeinen 80er, 90er Jahre Film. Das machen wir jetzt seit 5 Monaten. Den feier ich zu Tode, diese Einstellung. Richtig diktatorisch. Ja. Bombe. Ja. Jetzt gucken wir Cliffhanger, wir gucken Leon, Double Team mit Dennis Rodman. Das kann ich vor alles nicht. Jetzt bin ich mittlerweile drin. Ja, machst du den Scheiß auch? Ja, ich finde find Double Team besser als Donnie Brasco. Was für ein Vergleich. Ja. Doch, wirklich. Apfel und Birne. Nisa ist so Afrika-affin, ja auch. Ich war mal mit Nisa im Puff. Der wollte die ganze Zeit, dass nur die Nutten mit Intimbehaarung kamen. Wegen 80er. Digga, ja, Scheiße, Digga. Du reitest den noch mieser in die Kacke, als er jetzt schon ist. Ja, aber er kriegt nicht Probleme von den anderen, sondern von so Bonner Leuten. Ja, oh Mann, das ist geil. Ja, ich muss ihn natürlich einführen, weil die Jungs, die gucken ja nur so moderne Filme. Die sagen zum Beispiel, Gesetz der Rache ist geil. Also geh mal weg mit diesem Schöpfel. Ja. Was ist das nochmal? Gesetz der Rache mit Jared Butler. Und Jamie Foxx. Wo er seine Frau umgebracht wird und seine Tochter. Und dann siehst du, du kennst das nicht mal. Ich hab's gesehen, aber ich erinnere mich nicht. Siehst du, aber Leon so von Van Damme, da erinnerst du dich 100%. Dran. Ja, siehst du? Ja, aber das ist eine andere Generation. Welchen Film, lieber Belasch, habe ich denn letztens so, Videoland feiere ich übrigens auch. Ich höre es aber auch immer nur Voice. Es gibt ja nur Voice. Und den ich so empfohlen habe mit Samuel Jackson, der alte Knastfilm Escape.
Escape Lane ist mit... Wo Wesley Snipes diese ganz bösen, diese krass Revolte mit ziemlich vielen berühmten Schauspielern, die damals noch nicht so berühmt waren. Du kanntest den. Wesley Snipes und Samuel Jackson? Meines Erachtens Samuel Jackson. Meinst du die Verurteilten? Nein. Irgendwas mit Escape, mit Samuel Jackson verbindlich und mehreren berühmten Schauspielern. Ein Junge aus so einer Schließerfamilie macht seinen ersten Tag im Knast und dann ist da Knastaufstand. Und dann nehmen sie den Knast als Geisel. Bekannte, ja, ich habe bestimmt zu verwirrend erklärt. Sag mir gar nichts. Das sagt mir auch nichts. Sag mir nichts. Digga, den hast du dir eiskalt ausgedacht. Nein, sowas gibt's gar nicht. Escape, Digga. Escape mit Wesley Snipes. Ja. Es gibt nur einen. Google sagt sogar, es gibt's nicht. Es gibt nur einen Wesley Snipes Film. Ich habe so ein geiles Drehbuch gelesen. Also drei Perser waren in so einem Podcast und haben den Deutschen danach als Friedensvereinigung. Guck mal, bezeichne mich einfach als Iraner, weil ich zwischen euch sitze. Das hat er letztens auch schon gemacht. Als Friedensvereinigung. Rico-Chat feiere ich auch krass. Die soll ich auch mal bearbeiten. Was denn? Mit Ice-T und Denzel Washington. Ganz krass. Rico-Chat, der Aufprall. Den musst du aber kennen. 1990, 91. 91, boah, 90. Pass auf, Samuel Jackson ist ganz Denzel Washington berühmt geworden mit dem Film. Ja? Das war sein Durchbruch. Darf ich dir kurz sagen? Denzel ist damit berühmt geworden? Ja. Welcher Film? Ricochet, der Aufprall. Ja, so Feuercover. Ice-T hat auch Mucke dazu gemacht und mitgespielt. Pass auf. Denzel Washington spielt einen Staatsanwalt, der aber relativ gut für seinen Bezirk ist und die Korrupten wollen ihn weghaben. Ja. Denzel ist ein Familienmensch und auch ein echter und den setzen dann auf Koks. Ja, lassen den Real Talk kommen. Nein, Quatsch. Die lassen ihn, füllen den ab und machen halt, manipulieren so ein Bild, dass er eine Minderjährige bumst. Damit erpressen sie ihn. Epstein, und dann canceln sie ihn alle und dadurch wird er alkoholsüchtig und kommt ins Ghetto zurück. Verliert die Familie. Das ist gut. Genau. Und Ice-T hilft ihnen dann. Denzel Washington ist ja sein Lieblingsschauspieler. Echt jetzt? Ja. Okay, dann was ist dein Lieblingsfilm von Denzel Washington? John Q, Verzweifelte Wut. Ja, okay. Déjà-vu. Hm. Dann Glory. Was war Glory? Wo er den Sklaven spielt. Wo er im Film im echt weint. Ja, der weint. Okay, den kenne ich gar nicht. Das ist eine neuere. Das ist der in den letzten 4-5 Jahren rausgekommen. Nein. Von 1980 oder 85 ist der. Ja? Ja, wo er dieses Sklaven spielt. Okay. Boah, wo ausgepeitscht wird. Die ganz berühmte Szene. Darf ich dich mal was fragen, Shayan? Ja, gerne. Einer meiner, vielleicht mit der Lieblingsrapper, mit mir und Onkel 1989. Bleib mal kurz mal. Dann Malcolm X. Glory, krass. Malcolm X. Schein, packt auf. Training Day ist bei mir raus aus den Top 10. Aha. Overrated. Also früher habe ich ihn bös gefeiert. Ja. Aber wo ich dann die ganzen Denzel-Film gesehen habe, dann finde ich den geil. Der Anschlag? Wo er so, da kommen so Terroristen aus Syrien, so seine Familie, die dann einen Anschlag in Washington machen. Im Weißen Haus, krass, ne? Wo der eine Snitch ist, der andere Sicherheitsberater, ne? Der ist infiltriert. Wo die Tochter gerettet wird vom Präsidenten? Nein, das ist nicht der. Also Denzel, Malcolm X, Top 1 für mich, American Gangster, Frank Lucas. Okay, ich warte die ganze Zeit auf meinen Lieblingsfilm, der kam gar nicht. Dann, ja, ich überlege gerade. Ich weiß, wen er meint. Mann unter Feuer meinst du, ne? Mann unter Feuer ist krass. Der ist krass. Warte, sag dir. Equalizer? Ja, ich will so ein Action-Typ. Okay. Ja, der heißt Hurricane. Ich habe zwei Fragen. Hurricane Nummer 1 für mich. Aber hat er nicht auch über besoffenen Piloten? Herz. Hab ich vor zwei Wochen gesehen. Hurricane ins Herz. Zu krass. Boah, dann ist es dann echt... Er ist auch noch echt. Ja, dann Bob Dylan hat auch Protestsongs gesungen. Bruder, dass sie ihm dafür den Oscar nicht gegeben haben, das war eine Schande. Ja, deswegen glaube ich auch, dass sie ihm ein Jahr später den Oscar gegeben haben für Training Day. Einfach als Wiedergutmachung. Als Wiedergutmachung. Da habe ich die Frage. Weil Hurricane verkackt haben, Politik. Und weil Halle Berry... Darauf baut meine Frage, bitte. Oder weil er einfach da den korrupten schwarzen Kopf gespielt hat. Das Bela sagt, eine Frage an meinen Bruder Shayan. Pass auf, Jada Kiss, den ich sehr schätze, weil er auch immer nicht mit der Fahne geht. Der hat ja auch... Ist egal, jetzt Vorgeschichte muss nicht immer sein. Und der hat gesagt, auf einen Track, why Denzel has to be crooked before he took it. Wo es auch um so NBA und vieles geht so. Und der sagt, dass er erst den Oscar bekommen hat, weil die haben ihn nicht zugelassen, als er positive Sachen hatte. Ja. Und bei Denzel, bei Training Day, habe ich ja selber gesehen, feier ich, spielt er diesen Peach und da hat er den Oscar bekommen. Was ist ich aber auch der glaube, B, komischerweise hat es ja auch gerade erwähnt. Ja, was ich aber auch denke, ist, dieses Jahr hat's gepasst, weil Halle Berry war als erste schwarze Frau, die den Oscar bekommen hat. Zweite. Und, was, nee, Halle Berry. Die erste war die aus den 50ern, hat einen Oscar bekommen.
Sie war die erste, die überhaupt einen Oscar bekommen hat. Ja. Dann dieser andere schwarze Dude in Sidney Poitier. Der war der erste Mann und dann kam Denzel und Halle Berry war die zweite. Genau, und dann Halle, und weil Halle und Denzel, dann haben die so zwei. Einmal weiblich, einmal männlich. Das ist doch eh nur Politik. Ja, geht doch eh für Harry Kane hätten sie gegeben. Ja, das war so ein richtiger Skandal. Harry Kane ist, ja, würde ich sagen, der beste. Also Harry Kane ist brutal, brutal. Gibst du, wie ist der Film, wo er den besoffenen Piloten spielt? Der Flight, der ist geil. Ist der gut? Den habe ich schon nicht gesehen. Dieser Charakter von Training Day, der soll basierend sein auf einem echten Cop. Wo sind die? Alfonso. Nee. Alfonso heißt der im Film. Ja. Aber in echt hieß der Typ Rafael Perez. Latino. Ja, aber auch schon dunkel, so, ja, weißt du so? Ja. Mexikaner wahrscheinlich. Und der Dude ist involviert im Tupac und Biggie-Mord. Nein! Ich wollte gerade sagen, was B sagt. Ich gucke ganz viel Berichte und krieg mittlerweile mit, alle Gangster in den 90ern für ihre Top-Security, für die krassen Dope-Häuser, haben immer Cops eingestellt. Da gibt es ganz viele Fotos, wo Shook Knight mit Bullen und Shit, die haben Platzklamotten. 1:1, wie B sagt. Ja, es gab einen Skandal in der kalifornischen Geschichte, der größte Polizeiskandal, soweit wie bekannt, in den 90ern, dass da halt das halbe Präsidium quasi gekauft war und halt auch in Drogengeschäfte verwickelt war, Morde inszeniert hat und mit den Gangs zusammengearbeitet hat und so weiter. Das ist diese Zeit. Die sind auch aufgeflogen. Wenn ihr Rafael Perez mal eingibt, dann merkt ihr, das sieht auch so aus. Der hat auch so den Look von Denzel Washington. Halt, ne? Der hat so eher so ein Schnurrbart zwar, aber so, man merkt schon, okay, das könnte der sein, so ein bisschen. Ja. Und wenn das ist ja 15-16 Blacks mit Bruce Willis. Ja. Kennst du den mit Bruce Willis und Mos Def? Da ist auch das ganze Revier ist involviert. Bruce Willis und Mos Def. Ja, super Film. Total. 16 Blacks. Und er ist so ein Säufer, der ist die ganze Zeit besoffen. Ja. Und die sagen so, ey, der kann sowieso nicht. Aber sein Herz ist am rechten Fleck. Genau, der ist brutal. Ja. Da müssen wir mal nachholen. Ja, kennt ihr den schwulen Film? Bruce Willis? Nein, Spaß, Löchner. Ich wünsche, ich dachte, das Breakbock. Wie heißt der Breakbock? Da ist aber ein bisschen Marvel auch mit, weil der Silver Surfer macht mit. Sollen wir bei Patreon drin lassen? Ja, Patreon. Wir wollen unsere Gäste. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne aus den 90ern, und da war ich ein kleiner Junge, ich habe das gesehen und hat nichts damit zu tun, aus einem Berliner Anabolika illegalen Verkauf, auch so ein Charakter. Ich glaube, bei BM Hood gab es auch Schweinebäcke in Neukölln und so. Man hört also korrupte Kopf. Ohne Worte. Ja, aber ich habe mich immer gefragt. Ganz kurz, Michael von Wedel, Die Abrechnung, das Buch. Empfehlenswert. Ja? Das ist ein korrupter Kripo-Beamter gewesen, der komplett die Machenschaften der Polizei in den 80ern exposed hat, wie er Dope-Geschäfte gemacht hat, wie er in der Prostitution drin war, wer alles mit dabei war. Er hat einfach richtig gekotzt. Aber ich habe mich immer gefragt, Nisa, weil ich war klein und da war es noch, bin ich als Gangster oder Atze geboren, warum die immer so, die waren Stoff zu bis unter das Haus, wie, die sahen aus wie Lou Ferrigno. Und da dachte ich so, ey, das ist doch illegal, Papa sagt. War das nicht der Hulk? Wollte ich gerade sagen. Nein, ich sag, diese Polizisten auch aus diesen die Einheiten, alle gestofft. Die sahen so aus wie voll bis unter das Haus. Kumpels auch. Und das ist ja illegal, weißt du, da denkst du als kleiner. Aber waren das nicht so Backpfeifengesichter Polizisten? Nein, die haben den guten Stoff bekommen von Schering und so direkt. Wir hatten ja ein paar in der Hood, mit denen waren wir befreundet. Ja. So, die haben so Tipps gegeben und keine Ahnung, so diese ganzen. Man hat denen Tipps gegeben, dann haben sie dich in Ruhe gelassen und so, so richtig wie im Film, ne? Ganz normal. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wie realitätsnah ist das, wenn du so einen amerikanischen Filmen siehst, die Mafia zahlt so voll viele Polizisten und so. Da habe ich immer gedacht, war das wirklich so? Guck mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ne? Ja. Wir kommen aus einem schönen Stadtteil, ja, in Wiesbaden, Landeshauptstadt Hessen. Sehr schön. Hauptalter bei uns über 60, Rentner, boah, Kurstadt, Thermalbäder. Und wir haben drumherum viele Dörfer. Da gibt es Weinberge, da kommt, glaube ich, lass mich nicht lügen, 40-50% der Weinherstellung in Deutschland kommt aus dieser Gegend. Wunderschön. 8000 Leute wohnen in diesem Dorf. Was, wenn der, Wiesbaden? In der Nähe, nein, in der Nähe. Also. Wiesbaden hat 282.000, glaube ich. In der Nähe, so 8000 ist so ein Dorf, Name egal. Das ist ein Bürgermeister. Kleines Dörfchen, alle kennen sich. Und er verkauft Ackerländer, Ackergrundstücke, ja, an seinen alten Nachbarn, an dem Typen von der Bäckerei. Und dann werden die automatisch irgendwie zu Baugrundstücken. Also die bezahlen so 12.000, 15.000 Euro für 8.000 Quadratmeter. Und plötzlich werden so 1.000 Quadratmeter 700.000 Euro, weil es ein Baugrundstück wird. Verstanden? Ja. Das ist ein Dorf irgendwo in Deutschland. Wenn das da korrupt ist, was denkst du, was da oben abgeht? Ja, mit Sicherheit.
Also du, was denkst du, was, wenn da Millionengeschäfte? Er hat ein ganz anderes Feld gerade aufgemacht. Ja, ja. Aber ich weiß ja auch, du bist ja auch so, sowieso so BlackRock. Hast was von den alten Leuten? Ja, ich mag die. Ich will da rein. Schayan, holen da auch viele alte Frauen. Ja, ja. Das sind lauter alte Frauen, die besoffen sind vom Wein. Ja, und ich denke mir so, halt meine Wohnung besorgen da. Wenn irgendwo im Dorf Frauen das passiert, so untereinander, der Bürgermeister, der wird ja auch abgewählt. Und das ist ja eine kleine Gemeinschaft, der eine oder im Kleingartenverein, wo so 15 Leute so eine Gemeindesitzung haben. Genau, genau. Sogar da ist es korrupt. Also 100%. Also was denkst du, was denn da oben passiert? Mein Partner sagt immer, man kann oben gar nicht überleben, wenn man nicht so, kann man oben, ganz oben ein Idealist sein? Und sagen, nein, ich stehe für meine Werte, ich lass mich, geht das oder wirst du dann weggemacht? Da müssen wir erstmal nach ganz oben kommen, um das beurteilen zu können. Ich kenne keinen, außer diesen einen, den ich dir erzählt habe, vor der Kamera. Du kannst auch nur ganz nach oben kommen, wenn du Leichen im Keller hast, weil dann kann man nicht erpressen, dann kannst du auch oben sein. Ich finde den Spruch von Belasch gut. Shayan, Shayan hat den Epstein-Fall gerade aufgemacht. Ja. Der Spruch ist gut. Man kann nicht nach oben kommen? Man kann nicht nach oben kommen? Was ist oben? Also du bist Elite. Was ist immer so Veganer? Kannst du so ein, Präsident sein, wenn du wirklich fürs Volk bist? Wenn jetzt, du sagst, jetzt kommt der Plot, ich will nicht, dass mein Volk hungert, dass die Hunger haben. Ich verstehe, was du sagst, Bruder. Ja. Aber kann man? Der Plot-Twist ist, keiner von den Präsidenten ist ganz oben. Ja, das stimmt ja auch. Das ist auch ein geiler Spruch. Also guck mal, die Leute überleben ja, also gerade wenn man jetzt Amerika nimmt, erstmal diese ganzen Wahlprogramme und diese ganzen Wahletappen, die müssen ja finanziert werden. Das heißt, das sind ja erstmal ein paar hundert Millionen, oder? Die dann genommen wird. Und da stand nicht sogar Zuckerberg jetzt vor Gericht wegen Ad-Schaltung, weil er spezifisch die Altersgruppen und diese ganzen Leute genommen für Interessen. Und hat ja auch ihre Wahl beeinflusst. Ja. Die Wahl beeinflusst haben. Also die Wahlbeeinflussung kam durch den Hunter Biden-Laptop. Ja, Daten sind die neue Währung. Eigentlich. Aber das ist ja das, was du sagst. Wenn die Wahlprogramme finanziert werden müssen von irgendwelchen Firmen, ne, oder Stiftungen, weil Stiftungen, die ja auch Interessen haben. Natürlich. Dann kann das ja gar nicht fair ablaufen. Weil es meine Sicht, wann Politiker nicht lügt, wer Mund zu hat. Jede Firma, genau. Die kannst du fänden lassen, ja, auf der ganzen Welt, egal wo. Du kannst sogar von wie heißt Putin, die Swift, kannst du da trennen, alles. Aber eine Stiftung, da kannst du nichts machen. Das Geld ist gesaved. Ist es aber immer so? Ja. Der Staat findet doch immer irgendwie. Nein, Stiftung ist gesaved. Dann ändern die irgendein Gesetz oder so. Ja, wenn die das machen, ja, aber bis jetzt ist Stiftung gesaved. Also wer gerade das schlauste Wahlprogramm hat, der halt am Puls der Zeit sitzt, das hat man bei den Trump-Ding gesehen. Bei Trump war das halt so, dass die zum Beispiel sehr viel weniger Geld investiert haben in die ganze Wahlgeschichte als sein Konkurrent, damals Hillary Clinton. Das war halt so, dass die noch auf das alte System gesetzt hatten, mehr so mit Printmedien, TV und so weiter. Ja. Und die Trump-Kampagne war sehr stark internetfinanziert. Das ist auch das, wie die AfD zurzeit funktioniert. Die AfD dominiert zum Beispiel gerade den Internetmarkt jetzt, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Ja, bei TikTok sehe ich 1000 Videos am Tag. Extrem. Die sind halt sehr, sehr am Puls der Zeit. Ja. Die Trump-Kampagne hat sehr viel weniger gekostet als die von Clinton. Deswegen die Clinton war oldschool. Keiner guckt Fernsehen. Aber checken die das nicht? Weil guck mal, zum Beispiel damals die Warenhäuser, so zum Beispiel wie Quelle und Bauer und so weiter, die sind ja alle pleite gegangen. Nur Otto hat ja den Puls der Zeit erkannt und ist ins Internet gegangen und ist jetzt einer der größten Warenhäuser der Welt. Ja, genau. Denkt ihr, das ist der Grund, wenn wir jetzt Trump und die AfD nehmen, dass die ihre Kampagnen und ihre Werbung komplett übers Internet laufen lassen? Ist das der Grund, warum es so eine Diskrepanz gibt in der Wahrnehmung? Wenn du ins Internet gehst, sind sehr viele pro-Trump. Wenn du den Medien zuhörst, denkst du, der ist so Satan höchstpersönlich. So, und denkst du, das ist der Grund, dass das Internet näher am Volk ist, weil die Medien... Bei Trump ist es ein bisschen anders. Trump war damals in den Prognosen sehr weit vorne, vor allem gegen Biden. Ja. Das war so diese Zeit. Biden ist doch einfach so ein seniler Opa, klar, Alter. Natürlich. Dass man Witzfiguren im politischen Segment jetzt gerade überall auf der Welt findet, wird kein Zufall sein. Ja. Ja? Also so Unfähigkeit überall, wie du so siehst, Baerbock, wie auch immer. Aber bei Trump war das tatsächlich so, dass die Black Lives Matter-Kampagne ihm das Genick gebrochen hat. Also er wäre eigentlich Präsident geworden, alle Prognosen waren dafür. Ja. Und dann kam diese Nummer mit George Floyd. Ja. Und dann hat man ihm so dieses Rassisten-Narrativ zugespielt und das hat dem anderen geholfen. Obwohl es 1000 Videos gibt, wo er das dementiert. Ja, es ist sogar im Gegenteil. Joe Biden ist ja nachweislich ein richtig krasser Rassist. Genau, der hat ja dieses Knast, der hat ja damals noch gesagt, was hat er nochmal gesagt wegen Knast? Es gab so eine Reform, da sind halt diese Knastreform. Die jugendlichen Amerikaner, vor allem die schwarzen Männer, so die Anfang 20 und so weiter waren, die sind reihenweise in den Privatknast gewandert. Die Amerikaner profitieren ja von den Häftlingen im Gegensatz zu einer staatlichen Organisation. Da kann das ja auch nicht fair laufen. So. Nee, sowieso nicht. Also das war schon gezinkte Karten. Er hat sie als The Son of a Bitches, also als
Hunde bezeichnet, ja, die man von der Straße wegbekommen muss. Hat diese Regeln mit unterschrieben, dass wenn du zum Beispiel dreimal ein Vergehen hast, dass du lebenslang ins Gefängnis kommst und so weiter. Und du wurdest für 5 Gramm Crack genauso hart verurteilt wie für 500 Gramm Kokain. So haben sie eigentlich so die schwarze, männliche Bevölkerung zu einem großen Teil von zu Hause weggenommen und in die Knäste reingepackt. Mit der Crack-Ära. Und Trump hat sogar Lil Wayne rausgeholt aus dem Knast. Und Kodak Black. Alter, Trump wird jetzt auch nicht der geilste Typ sein, aber viel von dem, was sie über den erzählt haben, war natürlich Wahlpropaganda, muss man dazu sagen. Ich bin kein Fan von den Politikern, aber das war sehr offensichtlich und deutlich. Jetzt ganz kurz zu der AfD, das ist ein bisschen anders. Die AfD ist jetzt gerade super präsent, überall. Ja. Deren Erfolg ist aber auch dem geschuldet, wie ihr auch natürlich richtig erkannt habt in eurem Podcast, durch das Versagen der Altparteien. Ja, das ist es. Der Misserfolg der anderen ist natürlich die beste Promo-Plattform für dich, weil du dann quasi als restliche Alternative der Retter, ich bin der Superheld. Du musst ja nur das sagen, was die anderen falsch machen. Richtig, und vor allem, du stehst nicht in der Verantwortung, etwas zu beweisen. Das bist du ja erst dann, wenn du in der Regierung bist, weil versprechen kannst du den Leuten das Blaue vom Himmel. Was jeder Politiker macht. So ist und es. Und dann eh nie einhält. Wie werden wir angelogen? Natürlich nicht. Germany. Die sagen natürlich die Wahrheit. Aber es ist, die Sache ist jetzt, die Sache ist jetzt, gegen die AfD wird ja natürlich jetzt extrem stark, werden die halt angegangen. Ne? Die werden ja auch als, Gegenwind. Also erfahren sehr viel Gegenwind. Die Sache ist jetzt, was ich mir immer denke ist, wenn die AfD natürlich nur diese Sachen behauptet, die die Leute hören wollen, dann ist das ja klar, dass sie viel Zuspruch kriegen, richtig? Ja. Und du musst ja auch, bedenken, die Leute sind ja unzufrieden. Also guck mal, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe Millionen auf dem Konto, mir geht's gut, meine Familie ist gesund, hoffentlich, und alles läuft super, ich hab eine coole Bande um mich herum, wir sind glücklich. Und wenn jetzt irgendwas ist, zum Beispiel, wenn in China ein Sack Reis umfällt, interessiert mich das nicht. Aber wenn ich gucken muss, wo ich bleibe, und ich krieg Probleme auf der Straße durch die Polizei oder ich habe gerade finanzielle Probleme wegen dem Steuersystem oder es wird immer teurer wegen dem Strom, weil ich Mitarbeiter zahlen muss, dann höre ich da 100-mal mehr hin und dann sagt aber eine Person, dass sie mich versteht. Und wir wissen, Menschen... Sie wird dir helfen. Genau, Menschen hassen ja Kritik. Ja. Und da werden wir vorgeworfen, ja, heult mal nicht so ein bisschen rum. Wir sind Deutschland, wir müssen gemeinsam stark sein. Und die sagt mir, nein, wir müssen dagegen vorgehen, weil euch wird Unrecht getan. Und dann gehe ich direkt dahin. Ja. Ohne nachzudenken. Ja. Manipulation ist es einfach. Das ist ja, und das ist auch dein eigenes Leben. Ja. Aber im Grunde genommen, jetzt kann man auch sagen, ja, diese aktuelle Regierung, aber allerdings, das ist ja auch so eine Zeit, bis es dahin gekommen ist, ne? Na klar. 10, 15 Jahre. War ein Prozess dahin. Schleichender Prozess. Ja. Und die Leute. Die Angie ist schon einen guten Zeitpunkt gegangen. Also wirklich. Die ist on top abgetreten. Die ist wie meine alte Vermieterin. Die hat das Ding verkauft für 5,3 Millionen, da wo unser Büro drin ist. Ja. Und die neuen Vermieter, die müssen gerade einen neuen Aufzug kaufen, Strom neu ziehen, Alter. Schimmel ist irgendwie im Keller. Die haben jetzt richtig gelitten. Die ist ein guter Zeitpunkt gegangen und Angie. Aber wo führt das jetzt hin? Weil die Leute sind ja... Wir müssen alle gehen auf eine Insel. Die Leute sind ja immer unzufriedener. Die Auswanderungsquote wird immer höher. Deswegen haben die ja neue Steuergesetze erlassen, damit die es denen noch schwerer machen. So, alle sind ja unzufrieden. Und die AfD sind ja die Einzigen. Natürlich erzählen die viel Mist auch, ne? Aber die sind ja die Einzigen, die... das sagen, was das Volk hören will, und die ja in ihrer Kampagne die anderen Parteien extrem kritisieren für das, was das Volk, worüber sich das Volk eh beschwert. Auch berechtigt. Ja, das heißt, du fängst ja sehr, sehr, sehr viele dann auf. Ja, das, was du gerade aufgemacht hast, ist sehr interessant, dass nämlich viele Deutsche rausgehen aus Deutschland und dort drüben dann irgendwelche Firmen aufbauen und so weiter, weil die in die Steuerparadiese auswandern, wo sie sich denken, warum soll ich jetzt so 50% von meinem Geld abgeben, Digga? Das ist ja der Genickbruch für viele Leute hier gerade, sind Energiepreise, sind Selbsterhaltungskosten und sind die Steuern. Ja. Und in dem Augenblick dann ist es aber genauso wie im Krieg, Bruder. Ja. Die Leute, die im Krieg, die flüchten können, sind meistens die Privilegierten. Überleg mal. Weil du brauchst Geld, um rauszukommen. Ja. Wir sind selber zweimal, haben wir Fluchtversuch hinter uns. Erste Mal nicht geklappt, in der Türkei hängen geblieben und so weiter. Hat uns unser Schlepper sitzen lassen, müssten wir zurück in den Iran. Beim zweiten Mal hat es dann stückweise geklappt. Vater zuerst, dann ich, dann Mutter. Ja, so. Und
ohne Geld wäre das nicht möglich. Wenn du jetzt im Kriegsgebiet bist und du bist broke, wie kannst du den Motherfucker überhaupt bezahlen, diesen Schlepper? Wie kommst du über die Grenze? Wie kriegst du einen falschen Pass? Und die Leute, die jetzt gerade aus Deutschland abhauen und woanders jetzt schön ihre Firmen in ihren Steuerparadiesen aufmachen, im besten Fall noch einen YouTube-Kanal aufmachen und meckern, wie scheiße Deutschland ist und sagen, ich bezahle aber keine Steuern, ich mache 500.000 mit YouTube. Das sind die Leute, ich will die... dieser Typ sein. Bitte schön. Ab nach Dubai. Ja, so alle nach Dubai. Ja, fehlt mich. Aber das sind so die Leute, du kannst ja nicht woanders deine Firma aufmachen, wenn du nicht eine Firma hast. Das heißt, die armen Schluckers hier, ja, wo Mittelschicht wegfällt und Unterschicht und Oberschicht bleibt eigentlich nur noch übrig. Er sagt auch, dass er sagt auch, dass Deutschland ja ein Land war, jetzt vor allem als wir Kinder waren, ne, und unsere Väter haben ja extrem davon profitiert, zum Beispiel, dass Deutschland immer ein Land war, was eine sehr starke Mittelschicht hatte. Den Leuten ging es sehr, sehr gut. Und die haben das Land getragen. Ja. Der Dachdecker, der Malerbetrieb, die haben das, die zahlen die Lohnsteuer, die zahlen die Gehälter. Und er behauptet ja zum Beispiel, dass das wirklich jetzt konstant komplett eliminiert wird und bald gezielt. Haben wir wirklich... Ich bin der Meinung, gezielt, dass der Mittelstand... Bald haben wir wirklich nur Armut und reiche Leute. Aber dann frage ich mich, kann man in Deutschland arm sein? Weil ich habe jetzt dieses naive Armutsbild im Kopf. Ja, arm ist der in Äthiopien. Na klar. Ist jetzt lassen wir mal die Vorlieben von dir weg. Wir reden über Politik. Ja. Warte, aber kann das in Deutschland so geschehen, dass wir da hinkommen? Nein, ne? In äthiopische Verhältnisse? Ja. Also da waren wir vor 60, 70 Jahren. Ja, genau, B, danke. B sagt auch immer nach dem Ersten Weltkrieg. Ganz kurz mal. Aber waren wir da? War das so? Wir waren drunter. Also wir waren nach Berlin gab es nicht. Hier gab es nur eine Straße, die erhalten war. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg war die Situation unfassbar prekär. Und sie war mindestens genauso scheiße. Nicht mindestens, sie war ein bisschen besser natürlich, weil die Kriegsverhältnisse nicht so brutal waren. Aber in den 20er Jahren war es genauso scheiße. Zur Weimarer Republik hatte keiner hier Geld in der Tasche. War das so wie die große Depression in Mamiland? Ja. Safe. Also genau so, wo die Leute so Brot gesammelt haben auf der Straße. Der Mindestkaloriegehalt einer Familie konnte nicht gedeckt werden. Ich habe letzten Bericht gesehen, die Frauen standen mit ihren Kindern da. Es gab, also jedes dritte Haus hatte irgendwo eine Familie, wo ein Escort-Service war, sprich Prostitution. Ja, B hatte mir gesagt, was ich erst vor einem Monat auch selbst nachgelesen, nachgehört habe, bei YouTube, es gab Kippenstummelautomaten und ich denke mir, oft, wenn du auch so eine Dörfer in Afrika siehst, die dann irgendjemand übernimmt, so Leute, die so Hunger sind, die Kinder hungern, verdammt nochmal, die kannst du schnell übernehmen. Also, genau, und zur AfD will ich auch was sagen, ich finde, das wird sehr krass ausgespielt, diese Leute. Ja. Ich finde, die sagen... Ausgespielt oder hochgespielt? Also ich finde, sagen ausgespielt, die Leute gegeneinander. So gegeneinander, weil die Leute, die Deutschen sind nicht arm wegen diesen Leuten, sondern wegen den Politikern, die Entscheidungen treffen. Mal, wenn man Feind hat, ist der Tag strukturiert und es geht so oft auf Lasten von Leuten, die Deutsche für mich sind. Das tut mir weh. Auch diese Kopftuchsachen und so, das war früher gar kein Problem. Ja, und das ging bei mir im Bezirk Jahrhunderte, gut Jahrzehnte, Spaß, so lange lebe ich nicht. Und auf einmal gibt es dann Probleme, weil irgendwo was steht. Aber manchmal lese ich die Plakate und denke so, ey, das mache ich jetzt aber ab, wenn das die Mutter von meinem Freund liest, die Deutsche ist. Ja, also guck mal, ich finde, erstmal Politik, ja, und sagen wir mal nur Politik, ist nur was für intelligente Menschen, finde ich, ja. Und wenn du das irgendwie nur so bei TikTok mitbekommst oder so und direkt immer deine Meinung bildest, hast du ein Problem. Zum Beispiel, man sagt ja immer direkt dieses Schwarz-Weiß-Denken, du hast einmal hier links und einmal rechts, ja. Aber wer sagt denn mir nicht, wir sind heutzutage so viel links, vielleicht ist ja die AfD so ja schon die Mitte. So, wir wissen es ja nicht. Ja. Wer sagt uns denn, wie viel rechts ist und wie viel links gerade? So, das sind so Sachen, die habe ich schon im Kopf und überlege. Ich gucke mir das schon ein bisschen an. Ich bin jetzt nicht so drin wie du, ne? Weil mein Vater hat immer gesagt, umso schlauer du wirst, umso unglücklicher wirst du. Na, da ist was dran. Weißt du? Da ist was dran. Und Seifer hat ja gesagt... Nein, mein Vater ist auch geflüchtet. Der Weg war Exil-Iraner, oder? Ja, ja. Also der kam ja, der war ja damals im Krieg, ja. In dem Boer. Aber du bist hier geboren. Ich bin hier geboren. Ja, das heißt, Papa ist wann geflüchtet? Anfang 80er? So gut bin ich. 85. 85. 85, ja. 85. Ist er geflohen? Ist zwei Jahre vor uns. Ja, 85 geflohen und mein Vater ist ja zweimal geflohen. Also ist er nicht von der Revolution? Mein Vater kam ja in Ost-Berlin an und musste nochmal vom Osten in den Westen flüchten. Echt? Ja. Ach du Scheiße. Klärt mich mal auf. Ja, ja, der kam hier an. Der hat das geschafft. Das Harrison Ford. Hat er geschafft. Gab es zwei Arten? Ja, weißt du wie? Der war in der Türkei, ja, auch erstmal, glaube ich, in Adana und dann ist er, Ankara. Ankara waren wir auch. Genau, Ankara und dann von da aus mit dem Flugzeug ist er in Berlin gelandet. Krass. Aber Ost-Berlin. Ach du Heide. Und er hat ja keine Ahnung gehabt. So, da kam er an und weißt du, was er einfach gemacht hat? Ich sag's ja, ich so voll intensiv, meine Schwester so, ja okay, und wie kamst du dann zurück?
Der ist, ich bin einfach in den Bus gestiegen und sind wir rübergefahren. Einfach. Nein. Einmal Bus einfach rüber. Was, weil er Iraner war? Ja, die haben der gemeint, ich bin hier gelandet. Der konnte ja nur Englisch. Ja, ja, ja. Die haben gesagt, ja, was willst du hier? Sag ja, Westen, Westen. Sag ja, steig hier ein. Okay, eingestiegen, rübergefahren. Darf ich euch mal was fragen? Langsam gab es zwei Flüchtlingswellen, welche die vom Schah, also vom da als die Revolution war, die islamisch geflüchtet sind. Und danach gab es zuerst den Krieg mit Irak, ne? Waren das zwei verschiedene auch von Flüchtlingsströmen? Ja, ja. Ist dieselbe. Ja, ja. Ist dieselbe Strömung? Ist dieselbe. Revolution 1978, 79. Genau. Und kurz darauf hat direkt dann der Krieg angefangen. Also, okay, der ging dann auch ganz lange. Ja. Aber da gab es ein paar Leute, die haben vor dem Krieg nochmal den Exitplan gehabt. So, die haben dieses Krieghassel nicht gehabt. Ja. Wenn du im Krieg nochmal geflüchtet bist, hast du nochmal einfach zusätzlich beschwerlichen Weg gehabt. So, weißt genau. Du? Aber es gab auch viele, die zu der Schahzeit zum Beispiel auch unzufrieden waren und gesagt haben, ich komme nach Deutschland, mach hier mein Studium oder wie auch immer. Da gab es ja die 68er-Generation, die haben ja vom Schah, von seinem Personal, gibt es ja noch die Videoaufnahmen, die haben einen Stock die ganze Zeit auf den Kopf bekommen, weil die gegen den Schah schon protestiert haben Ende der 60er Jahre. Also es ging schon ein bisschen hin und her. Da gab es Todesaufriss, weiß ich noch, habe ich gehört nachhinein, weil die, ja, die deutschen Polizisten haben den Studenten nicht geholfen. Ne? Ja, das ist kann ja, sein. Das ist ja das ist dann auch interessant zu hören, so die, wenn man so sieht, unsere Väter, was für verschiedene Sachen die durchgemacht haben, weil ich, jetzt bei Iranern weiß man, die sind die meistens politische Flüchtlinge. So, mein Vater ist ja Gastarbeiter, der ist einfach von Tunesien gebracht worden. Ja. Die sind, ja. Mein Vater hat mir immer erzählt, die sind dann, also deutsche Firmen, also die haben dann, die wurden beauftragt, dass die Arbeiter brauchen, die sind dann einfach ins Dorf gekommen, haben gesagt, ey, wir brauchen Arbeiter für Deutschland. Bei den Türken auch. Wie damals in der Sklaverei. Nur, dass die besser... Nur mit Geld. Die will Geld. Stimmt. Bisschen besser bezahlen. Die sind auch zu den Märkten, wer will arbeiten, dann kann man die auf die Schiffe. Genau, so freundlich auch. Ja. Ey, so anwerben richtig in die Dörfer. Ja, so anwerben. Ja. Und dann kam, so kam mein Vater auch in Deutschland, da meinte der auch, mit ganz vielen Nordafrikanern sind die gekommen und... ja, das ist dann, das war dann, da war aber auch ein ganz anderer Style. Da war so ganz, also mein Vater erzählt immer, wenn mein Vater erzählt, wie viel Geld, darüber haben wir auch geredet mit deinem Vater, weißt du noch, wie viel Geld du in Deutschland verdient hast, ne? Ja. Für normale. Mein Vater damals einen Videorekorder einfach für 5.600 Mark gekauft. Einfach so ein Videorekorder. Das ist heute so unvorstellbar. Dann, mein Vater hat hier so 900 Kinder gemacht. Aber ihr redet über welches Jahr ungefähr gerade? Also mein Vater kam. 90er, 80er, oder? Nee, mein, so 93, 94. Mein Vater kam 1970. Okay. Yo. Darf ich dich mal fragen, G, was bist du für ein Baujahr? Ich bin 84 geboren. Okay. Ich bin 40. Ja. Ich bin 5, 6 Jahre jünger als er. Okay. Ja. Das heißt, ich habe noch eine ganz andere Generation. Ich will gerade, weil wir reden, es ist oft, ich finde, die Menschen, das habe ich hier im Podcast, hier habe ich übrigens, sage ich immer an die Dauerschreiern, hier lerne ich manchmal, oder ich lerne definitiv mehr als in der Schule. Und ich finde es auch immer, so bei den Deutschen ist auch eine ziemlich komplizierte Nummer, auch mal mit den Fluch der Vorfahren. Und ich verteile die aber auch immer. Was war denn? Mein Onkel zum Beispiel. Ich sag immer, ach, so eine kleine Sache. Weißt du, wenn du wie ich so in der Schule warst im Westen, dann hieß es, bis 33 war die Welt ein ganz schöner Ort. Dann war das böseste Ort der Welt. Und dann 45 kamen die Schmetterlinge wieder. Und ich sage immer, meine Onkels haben ja gedient zum Beispiel in Stalingrad, die armen Schweine, die waren 13. Ja. Hier glauben sie auch, was das System sagt. Aber wo hätten sie flüchten sollen? Ich würde mal sagen, no easy way out. Was willst du machen? No geiler Song. Naja, B, wo willst du hin? Ja. Ich hätte mir einen gebaut und einen gebuddelt. Ja, aber es ist halt dann interessant zu sehen, weil ich, wie alt ist dein Vater, wenn ich fragen darf? Anfang 60. Ja, okay, guck, mein Vater ist 73. Mein Vater ist 73 und dann, er kam in 1970. Das heißt, als die Iraner kamen, also die politischen Flüchtlinge, die kamen immer Anfang der 80er, Ende der 80er. Gerade wieder 5300, wenn die Iraner kommen. Ja, genau. Als die Iraner kamen, bedeutet, da gab es schon in Deutschland die ganzen Türken und die anderen Gastarbeiter, die gab es schon 10, 15 Jahre. Das bedeutet, als eure Väter kamen, da kamen die Ärzte und die Anwälte. War ja mein Vater schon 15 Jahre hier, 16, 17 Jahre. Mein Vater kam 1970. Krass. Ja, da kamen wir, haben dann Praxen aufgemacht und Kanzleien. oder sein Taxifahrer. Oder Teppichladen. Teppichladen nicht vergessen. Ja, Teppichladen darf man auch nicht vergessen. Ja, Teppichladen war ganz ja. Ich sag ja auch immer, das klingt auch immer so wie so dieser Gutmensch Deutsch, weil der Freund, der gegen seine Eltern rebelliert. Nein, ich bin auch gerne, mein Blut, bin gerne Deutsch, aber gerne Berliner, bin Berliner Nationalist. Ja, Berliner ist ja auch, Berliner aber ist ja auch noch genau, was anderes. Aber ich sage auch, so man darf nicht vergessen, Belasch ist die Älteren von Belasch, das Alter von seinem Onkel ist die erste Generation, auch die dritte, die Scheiße gemacht hat, den überspannt hat, Gewalt, Drogen verkauft hat, zum Teil. Ja. Und da muss man echt sagen, weil ich habe das gesehen, die erste und zweite Generation dafür, dass sie eingeladen wurde, mit aufgebaut hat, gebraucht wurde und die Jobs gemacht hat, die kaum ein Deutscher machen wollte.
Da, deswegen kam mein Vater mit denen gut klar. Hör mal zu, die wurden wie Scheiße behandelt. Das ist ganz normal, wie so ein Boomerang. Wenn du halt siehst, du wirst unterdrückt, dein Onkel schon, dein Vater, was machst du mit den Kids? Gib Paroli. Und das ist dann so umgeschwappt. Ja. Deutschland hat damals einen Fehler gemacht. Die haben ja die angeworben, man hat gesagt Gastarbeiter. Mhm. Und die haben verstanden, Gast bedeutet ja, man geht ja irgendwann wieder. Weil wenn ich Gast bei dir zu Hause bin, gehe ich irgendwann. Oder du bleibst. Das Wording war falsch. Ja. Die haben das falsch verstanden. Die hätten das besser übersetzen müssen. Ja, der Begriff ist ja voll machen wollten, aber davon haben wir nicht profitiert. Zeitarbeiter hätten die das nennen müssen. Ja. Und was halt damals auch ein bisschen falsch gelaufen ist, wenn ich zum Beispiel seinen Vater sehe, ich bin mir auch sehr sicher, dass das bei deiner Familie auch so ist. Die sind so extrem gebildet, ja, sind Akademiker alle und so, dann müssen die hier Taxi fahren, weil das so nicht anerkannt wird. Und das hier, verstehst aber du? Aber von einem Land hier in der Nähe, wo mein Kernkraftwerk explodiert ist, da wird alles anerkannt. Ja, genau. Hast du den richtigen ja. Der Hautton muss stimmen. Ja. Da wird nicht nur anerkannt, da wird nicht sogar, dann kriegst du doch. Da ist schon eine Menge Wahrheit dahinter. Ja, ja. Ich hatte ja positive Vorteile gegenüber Persern. Also nicht negativ. Kann man aber auch nur haben. Ey, weil die waren. Ey, das stimmt ja. Ein Perser hat meinen ganzen Bruder verraten. Ja, also, aber auch. Ja, das ist. Die sind aber auch krass. Das war ja auch ein Alphatier. Aber ich finde das ja nicht schlimm, deswegen habe ich das ja nicht als. Chaya, das war halt auch ein Alphatier. Aber auch, ich sag immer, die Taxifahrer bei uns, von meinen Freunden, die Väter, die würde ich wie den bei Wer wird Millionär bei der Joker-Frage anrufen. Und die halt, und die haben mir dann irgendwann erklärt, oder auch viele Leute haben gesagt, eure Eltern sparen, dass ihr mit 18 die Kaution für die Wohnung bekommt, die Einrichtung auf Führerschein, wir sparen für Bildung. Und meine Perser zum Beispiel aus der Siedlung, mein Freund Ramti, Grüße zu Navid, die haben in den gleichen Baracken gewohnt wie die anderen. Ja, die haben das ja mit Vorurteil, aber so ein bisschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Leute, die Akademiker sind, die hatten auch wahrscheinlich das Geld, um da rauszukommen. Genau. Aber jetzt nochmal zum ursprünglichen Thema. Du hattest eigentlich mal das mit der Armut halt gerade angesprochen gehabt, was ja auch wichtig ist. Ja. Du hast da geantwortet gehabt letztes Mal, fand ich auch gut. Ja. Du hast ja auch gesagt, lass uns doch nicht immer nach unten gucken. So. Weil wenn wir jetzt hier, wenn die Deutschen jetzt irgendwie die Befürchtung haben, dass es bald halt noch schlimmer wird und so weiter, weil guck mal, Eritrea ist eigentlich arm. Achso, ja, das mag ich überhaupt nicht. Dass man immer so, man guckt immer so, ja, wenn ich jetzt mir den Obdachlosen angucke, dann geht's mir ja gut. Ja, genau. Aber ich kann ja auch nach rechts gucken. Und da ist was Höheres. Warum bin ich nicht da? Genau, das. Und wir hatten eigentlich das Potenzial, da hinzukommen. Richtig, das ist so. Ja, den Leuten ging es gut. Wie ich eben gesagt habe, stimmt. Aber ich muss kurz auf Toilette. Mach mal. Ich komme mit, du sollst dich schweres halten, Schein. Ja. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Zum Beispiel mein Vater damals, der hat 7000 Kinder und der konnte jedes Jahr mit allen nach Tunesien fliegen, alle Flüge bezahlt. Das kann ja der Standardbürger gar nicht mehr heutzutage. Safe nicht. Das ist ich glaube, der Mensch. So, dass man sich überlegt, wie hat er das gemacht? Allen den Urlaub gezahlt, alle Flüge, alle hatten zu essen, Haus wurde da gebaut. Natürlich, klar. Miete wurde, das war so ganz, ganz anders. Und die Sache ist jetzt, denkst du, dass wenn es so weiterläuft, dass sich das hinbewegt, dass wir wirklich wieder so, jetzt nicht ganz so, aber so Weimarer Republik. Da müsste ein Weltkrieg kommen. Ja. Ohne Weltkrieg. Ja, ja. Kann es sein, dass die Armut wirklich wächst in Deutschland? Ja, das tut sie ja stetig. Ja. Aber es ist halt auch wirklich eine Frage der Relation, das sagst du ja auch richtig. Ja. So, was jetzt die Armut hier angeht, ist natürlich nicht vergleichbar mit der dritten Welt. Aber sollte das der Anspruch sein? Nein. Nein. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was in dieser ganzen Konversation am meisten vernachlässigt wird. Warum hast du denn überhaupt Reichtum? Was hast du denn dafür getan? Ja. Also so, du lebst jetzt hier in Deutschland, du bist doch in den meisten Fällen bist du doch einfach nur hier reingeboren. Du hast einfach nur Glück gehabt. Privilegiert. Ja, du wärst so irgendwo in einer ganz armen Ecke irgendwie reingeboren worden, dann hättest du die Arschkarte halt gezogen. Ja. Aber was hast du denn dafür geleistet? Ja. Und wenn du dich mal wirklich mal ernsthaft selbst mal fragst, was hast du für den Reichtum, für den Wohlstand von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis die fetten Jahre, 70er, 80er, noch teilweise 90er, heutzutage sogar noch vergleichbar mit der Dritten Welt, was hast du dafür geleistet, was kannst du dafür? Dann wird die Frage sein, in den meisten Fällen nichts. Nichts, außer einfach Glück gehabt zu haben. Aber jetzt kommt der Plot-Twist. Sei froh darüber, dass du nichts damit zu tun gehabt hast. Denn der Wohlstand von den westlichen Ländern ist meistens auf Ausbeutung. Ja, aus Ausbeutung sowieso. Du warst nicht in den großen Banken, du warst nicht in den großen NGOs, du warst nicht in der Vermögensverwaltung, du warst nicht in diesen ganzen raubtierartigen Kapitalismusstrukturen, die von den anderen das Blut abgezapft haben, damit du sagen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich will meinen Wohlstand verteidigen. Nee, du sagst es. Aber der einfach. Ganz kurz mal, das fällt mir gerade ein, das wollte ich gerade auch sagen. Weil immer meistens die Länder, die viel Geld haben, waren Kolonialmächte. Ja. Musst du mal immer drauf achten. Ja,
auch, was ich finde das sehr interessant, was B sagt. Und das sehe ich auch so. Ich leck übrigens immer noch die Trümmerfrauen. Ich mache sehr viel für Deutschland. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, der Mensch ist auch, hat immer so die Ambition, dass er sich immer verbessern will. Also immer steigern. Es ist immer angenehmer aber für Menschen. Aber was tust du dafür? Nein, das hat sich damit zu tun. Gerade bestätigt. Das gebe ich dir recht. Ja, ich sage euch nur, das Problem für Menschen. Die meisten ist, Leute hauen ab aus ihrem eigenen Land gerade, gerade wo es schlecht läuft. Und sagen dann immer, ja, wir stehen aber standhaft. Auch im Krieg steht Deutschland nicht standhaft. Deutschland geht auf die Straße gerne, um zu meckern, weil die eigene Tasche klemmt. Ja, ist eine Meckergesellschaft. Aber im weltweit globalen Stil interessiert die Leute kaum was. Ja, aber der einfache Mann, der denkt ja nicht so, was habe ich für den Reichtum getan, sondern der einfache Mann denkt, ey, ich bin Dachdecker, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich bin zur Schule gegangen, ich habe mich benommen, ich gehe arbeiten und komme kaum über die Runden. Ich kann gerade mal meine Miete zahlen und meinen Kindern ein bisschen was zu essen holen, wir können es sich leisten. So denkt ja der einfache Mann. Ja, aber der hört das ja auf. Keine Meckergesellschaft, die hast du uns Muslime. Ja, der hört das ja auf. Also, das ist ja sein Horizont. Nee, warte, du hast was vergessen. Und dann, er meckert noch beim Rotwein. Jeden Abend. Ja. Genau. Den sich noch, ja, den das beobachte ich auch aber immer. Aber dadurch entsteht ja diese Unzufriedenheit. Verstehst du, was ich meine? Ja, wir sind ja nicht in Frankreich, wo die so Tiere aus dem Zoo lassen und lassen so Nashörner über die Champs-Élysées laufen. Ja. Ey, Deutschland ist natürlich, wenn du dich erstmal an einen Mercedes gewöhnt hast, hast du jetzt keinen Bock mehr in einen VW Polo zu steigen, das kann schon gut sein. Der Mensch ist ja generell so. Richtig, aber man kann auch nicht immer von den Leuten verlangen, dass sie immer so nach unten gucken, so wie kleine Kinder, wenn du denen sagst, du hast jetzt dein Kinderzimmer und so weiter, guck mal, da drüben haben die nichts zu essen. Ja, genau so. Der kann das nicht greifen, weißt du, was ich meine? Ja, die können nur das greifen, was ihren Alltag angeht. Aber denkst du, es kommt von diesem Max, das war nicht in Ordnung, was du heute getan hast? Denkst du, deswegen sind man dann im Alter dann so? Gute Frage. Durch diese Erziehungsmaßnahme? Ja. Dass uns das so... Du, guck mal, mein Punkt ist einfach der, dass man seine Standards zwar nicht aufgeben will, aber auf der anderen Seite sind die Vergleiche mit denen, die es ganz schlecht haben, wie du gerade gesagt hast, das kann sich keiner so richtig vorstellen. Weil jeder lebt in seiner Lebensrealität. Aber würdest du überhaupt jemand ist undankbar, der das nicht sieht? Nein, wenn man zum Beispiel jemanden sagt... Jeder, der das sagt, soll zurück in sein Land. ich will was sagen zu undankbar. Ich war sehr jung, meine Mama war Flüchtling. Wir hatten Zahnarztkinder, weil wir ein Reihenhaus hatten, sonst hätten wir die auch gar nicht gehabt, wenn wir noch in der Siedlung geblieben. Und wir haben gesagt, wir sind arm. Meine Mutter hat gesagt, nein, ihr seid reiche, verwöhnte Kakerlaken, sie hatte recht. Aber du siehst als Kind nur, oh, der hat ein Fuffi-Taschengeld, die verreisen dreimal im Jahr. Ich habe nicht geguckt, wie meine Vorfahren gelebt haben, wie meine Brüder mit anderen Hinterwurzeln gelebt haben. Du guckst nur auf dich. Genau, das ist ganz wichtig. Ja, aber kannst du dir das vorwerfen? Das ist blöd. Kannst du den Leuten noch nicht vorwerfen? Das ist nein. kindliches kannst Denken. Du nicht. Ich sag immer, so sind die Erwachsenen auch. Genau. Ich sag immer, die Welt von jedem Menschen ist nur so groß wie die Vorstellungskraft seiner Gedanken. Ja, sehr gut. Mein Vater sagte, die Welt geht nicht mehr. Du kannst ja keinen jemanden vorwerfen, der nicht die gleiche Welt wie du hat. Genau, so. Kann man aber die AfD, das ist ja das, was wir angesprochen haben. Die AfD sagt ja dem Volk, ja, die kriegen ja immer mehr Zuspruch, weil die genau das kritisieren, was die anderen Parteien falsch machen und die sprechen so für den kleinen Mann. So, was ich persönlich, und ich bin kein Fan von der AfD, aber was ich persönlich mich so ein bisschen stört, ist dieses, ja, jeder, der jetzt aber die AfD wählt, ist Hitler. Und das ist ja so voll übertrieben, weil man weiß, dass sehr viele Leute die AfD wählen, nicht weil sie Hitler sind, sondern weil die AfD denen sagt, ja, wir verstehen dich, kleiner Mann. Und Protestwähler sind. Ja, und wir sind für dich da. Natürlich. Und dann denkt dir der eine, das ist ja wie wenn man sagt, so, unter den Blinden ist der einäugige König. So, man wählt dann halt das Beste vom Mist. Ja, genau. Also, aber die Frage ist nur, wie lange möchtest du dich denn bei derselben Person immer wieder abziehen lassen? Bis es bei dir mal Klick macht, dass du abgezogen wirst. Genau, weil es im Endeffekt... Wie lange dauert dieser Prozess? Wie viele von den ganzen Leuten, die du innerhalb der letzten 70 Jahre gewählt hast, haben irgendwas Wahlversprechen, Wahlverbrechen wollte ich gerade sagen, weil das passt besser. Ja? Wer von denen hat das gehalten? Guck dich einfach historisch mal um, guck auf der Welt dich um, finde mal irgendeine Partei, die gesagt hat, euch wird es durch uns besser gehen, wir sind nur fürs Volk da. Wir lassen uns nicht korrumpieren, wir lassen uns nicht manipulieren. Ja. Wir sind wie ihr. Wir sind... Und haben die reingeschissen, Freunde, es ist so einfach eine Alternative für die zu geben, weil die anderen haben so reingeschissen. Ja, eben. Bei mir, wenn sie mal sagen, wenn ich im Backstage komme, oh, guck mal, Bogi, Maschar, Ehrenmann. Digga, ich bin auch abgefuckt, da Wichser, die anderen sind nur die größten. Dadurch bin ich gleich ein Ehrenmann. Yeah. Das ist eine Alternative, ne? Volker Pispers, ne? Geiler Mann. Sehr guter Mann. Volker Pispers. Comedian. Kabarett. Politisches Kabarett. Ja, sagt man ja. Er sagt selber auf der Bühne, da hat er schon mit einem Satz den Nagel auf den Kopf getroffen. Kopf oder Nagel? Nein, Nagel auf den Kopf. Ja. So, jetzt habe ich es wieder. Nee. Der sagt, hat sich die letzten 40 Jahre was geändert?
Dann guckt er so in die Runde, alles ruhig, der so, ich glaube nicht, weil ich habe seit 40 Jahren mein Programm nicht geändert. Ja, ist ein guter Mann. Ja. Schade, dass der abgetreten ist. Ja, schade, der schade. Nicht, der ziemlich wichtig gewesen. Ja, ey, um die Sache zum Abschluss zu bekommen, dann können wir wieder über Van Damme reden, ist mir ehrlich gesagt lieber. Ja, weil diese Politik-Sache, hast du schon recht, man beschäftigt sich damit, aber es zieht einen auch irgendwo runter. Ja, man aber wird auf der anderen Seite. Ey, aber sei mal ganz ehrlich, man kann ja aber auch nicht einfach so als Gesellschaft immer einfach nur immer weggucken und immer nur sich selber sagen, weißt du was, das macht mich unglücklich oder wie auch immer, weil letztendlich ist das ein Sprint, den du gewinnst, aber den Marathon verlieren deine Kinder und deine Enkel. Ja. Wenn du diese nach mir die Sinnflut-Mentalität hast und du scheißt einfach auf alles, also, dann wird aber auch alles so laufen zu deinem Nachteil, dann bitte mecker aber dann nicht. Ja. Bitte ja, dann gut meckern. Dann darfst du nicht meckern, genau, weil, weil dir ist ja eh alles egal. Und ich sag immer, mein Straßen. Wir sind immer von Politik betroffen, auch wenn du gar nichts mit Politik zu tun haben willst. Alles hat viel mit Politik zu tun, unmittelbar. Man muss, ich finde, ich habe meine Sichtweise irgendwann geändert. Ich habe immer geguckt, was macht so die Welt, was macht die Politik. Du musst eigentlich nur, denn du musst nur nach links und rechts gucken, dann verstehst du eigentlich schon die Politik. Warum? Eine Frau oder eine Dame fällt um auf der Straße, bewusstlos. Wie viele Leute laufen vorbei? Wie viele Leute bleiben stehen und helfen ihr? Richtig, ja. Da weißt du schon, wie Politik funktioniert. Ja. Da verstehst du schon, wer wählt, wer warum, warum sagen die nichts, warum wird hier kein Aufstand gemacht. Ja, ja. Da siehst du schon, ja, im alltäglichen Verhalten siehst du ja schon, wie die sich benehmen. Da hast du einen sehr, sehr guten Punkt aufgemacht, ja. Weil was wichtiger ist als Politik, wenn du mich fragst, Scheier, ist, was du in deinem Alltag leistest. Genau. Weil Politik lenkt uns eher eigentlich davon ab, dass die eigentliche Kernkompetenz von Menschen darin besteht, ihren eigenen Alltag als Beispiel, was man so als führendes Beispiel voranzugehen und den Leuten ein Signal zu setzen. Bedeutet, wenn die Dame jetzt runterfällt, und das ist mir ein paar Mal schon passiert, einmal ganz prominenterweise bei der Transformers-Premiere am Potsdamer Platz, Bruder, es war einfach so fucking voll. Und da kommt so ein Pärchen, älteres deutsches Pärchen, ja, rutscht aus, ich dachte, der stirbt. Ja. Die Dame. Weil wenn die so alt sind und ausrutschen, Becken, Mecken und so weiter, das kann ja echt daneben gehen. Die waren wirklich steinalt. Mhm. Alle haben zugeguckt. Ich und meine Freundin haben denen hochgeholfen. Damit setzt du ein Zeichen. Wenn ich in Lidl reingehe zum Beispiel, letztens war da so eine Dame, ältere Dame auch so, mit ihrem hier Rollator und was auch immer, packt sich Sachen ein. Ich stehe am Rotkohl rum und ich gucke mir den kleinsten Rotkohl an, weil die sind alle riesengroß und ich brauche nicht so riesengroß. Geht ja nach Kilo auch. Ich habe den kleinsten Rotkohl mir genommen und ich merke, die Dame steht neben mir, aber ich sehe aus, wie ich aussehe. Viele haben Vorteile, die denken, ich bin gefährlich, wie auch immer. Und dann gucke ich mir das so an so und da frage sie so, brauchen Sie etwas, kann ich Ihnen helfen? So, da guckt sie mich dann an und sagt, ja, eigentlich suche ich den kleinsten Rotkohl. Weißt du, da habe ich gesagt, Sie können gerne meinen haben. So, ich habe den kleinsten genommen, damit sie, falls sie irgendwo im Hinterkopf hat, diese Ausländer, die sind alle gefährlich, kriminelle Vergewaltiger, was weiß ich nicht was, das Zeichen, was ich ihr setze, deprogrammiert sie vielleicht in einer Art und Weise. Es ist tausendmal wichtiger, als irgendeine Sendung zu machen und zu reden und Politik und wähl mich und keine Ahnung, was ist das, was im alltäglichen Leben passiert. Das ist meine Philosophie, weißt du? Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht so verkrampft sein, dass ich immer denke, alle haben Vorurteile und alle denken, ich bin gefährlich und kriminell. Mhm. Weil sonst dann bist du dann auch so gezwungenermaßen dann auf einmal zu nett, aber fake oder wie auch immer. Da diese Balance zu finden, ist ein sehr, sehr schwerer Grat. Sehr schön gesagt, Peter. Genau, hast gut ich kenne das aber voll was, wenn du mit jemand zu jemand gehst und du denkst, der hat Vorteile gegen dich. Man ist so dann auch, entweder ist man besonders nett. Du wirst aber verkrampft. Aber danke, oft macht man dann was falsch. Richtig. Ja, und das ist das oft, und ich sage mal wieder, die meisten Frauen, bestimmt gibt es, wie wirklich bei den, wenn ich im Osten bin, ich bin immer auf allen Hochzeiten, die im Osten denken, wenn ich nach Neukölln oder zur B fahre, dass ich ja alle zwei Sekunden nach Kalaschnikow ausweichen muss, die wiederum oft, wenn ich aus meinem Hut denken, wenn ich im Cottbus bin, dass nur die Molotow-Cocktails rumfliegen, genau. Und auch dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, das ist ein Beweis dafür, dass es funktioniert, weil ich habe diese Dame während meinem Einkauf da drinnen im Netto, habe ich die dreimal wieder getroffen. Mal an der Theke, sie hat jedes Mal mich angelächelt. Ja. Jedes Mal. Das Problem ist, sie hat am nächsten Tag vergessen, wegen dem Alzheimer. Hoffentlich nicht. Um das nur noch mal zu beenden. Alles ums Freunde, ich habe gemerkt, um es zu beenden, die meisten schlechten Erfahrungen, die Leute mit meiner Rasse haben, mit Biodeutschen, ich sehe mich selber als haben sie durch den Fernseher. Durch die Medien. Das kommt durch die Medien. So die meisten haben diese Fälle noch gar nicht erlebt. Die wird es geben.
bei mir, bei euch, aber das meisten die Stereotypen und die Angst kommt durch den Fernsehen. Meiste Fremdenfeindlichkeit, statistisch gesehen, war immer da, wo die wenigsten Ausländer wohnen. Ja. 1% ja. Anteil. Ja, weil man die nicht kennt. 2% Anteil. Wenn man sie dann kennt, dann ist es ja bestätigt. Ja. Genau, und dann heißt es aber... Aber findet ihr nicht, wenn wir jetzt schon ernstes Thema haben, ey, wenn wir jetzt ernst werden, Freunde, findet ihr nicht manche Sachen, ich darf das jetzt mal sagen, wie er manche Sachen sagen darf, die ich nicht sagen darf, ey, find's immer so rassistisch. Wenn ihr euch, ihr jetzt, sag ich mal, die denken, von Terror distanzieren musstet. Letztens waren die, war ein Hanauer, ein Hinterbliebener von einem Hanau-Opfer da. Lach, für den Spruch keine Lisa, Information. Lisa, ganz kurz, B, können wir schneiden. Ja. Aber ein Hanau-Opfer war da, habe ich gesagt, Freunde, ich werde mich jetzt auch nicht als Deutscher davon distanzieren, genauso frech ist es, damit zu tun. Wenn irgendwelche Kommentare stehen, B soll sich erstmal von Islamismus distanzieren. Nein. Wo kommen wir denn da hin? Nein, nein. Das hat auch keiner gefragt. Aber jetzt gerade ist es meistens so, distanzierst du dich von Hamas? Ja. Ich habe mich nie zu Hamas bekannt. Ja. Also von daher lass mich in Ruhe. Ich bin ja Teil der Hamas. Warum soll ich mich von distanzieren? Also Digga, du bist so gecancelt jetzt. Dieser Joke, der wird nicht gut durchkommen. Ich habe keinen Button. Aus. Bei mir habe ich schon einen Button. Ich distanziere mich ganz klar von Isa. Ey, lass weg von dem Thema. Ja. Weißt du, was mich interessieren würde, ist erstens mal, ihr seid jetzt demnächst auf Tour. Ja. Ja, ihr habt auch echt gute Dates. Also ihr habt da Olympiastadion München, habe ich gesehen, glaube ich, und Mercedes-Benz-Arena. Mercedes-Benz-Arena, dann Hamburg-Barclay. Ist ja krass. Ja, Oberhausen, dann Stuttgart, Frankfurt. Ja. Obwohl wir wirklich so echt... Penner sind. Das ist sehr gut ausgedrückt. Ihr habt es weit geschafft auf jeden Fall. Ja, wir sind die erfolgreichsten Obdachlosen der Welt. Ja. Und wir mussten wirklich hart arbeiten dafür und... ganz kurz, darf ich eine Frage dazu stellen? Sehr gerne. Was ist denn in eurer Podcast-Karriere, was denkt ihr, was erstens euer Erfolgsgeheimnis ist, was euch dahin gebracht hat? Ja? Jetzt hast du ein Fass aufgemacht. Was waren die schlimmsten Hürden? Ja. Ja? So, das wird doch mal interessant. Das ist ja geil, weil wir haben verschiedene, unterschiedliche Meinungen. Ja, genau, da wird die Sache spannend. Und könnt ihr die memorabelsten Momente oder Gäste aufzählen? Ja. Genau, wenn du mir erklärst, was das Wort heißt. Machen wir, alles klar. Willst du anfangen? Denkwürdig. Soll ich anfangen? Ja, weil wir haben echt unterschiedliche Meinungen. Das okay, du sagst einen Punkt und ich sag einen Punkt. Ja, okay. Dann sagen wir auch beim Negativen. Okay. Also, was ich denke, was unser Erfolgsgeheimnis ist, ist, dass wir, glaube ich, einfach das Herz auf der Zunge tragen, wie man das so schön sagt im Volksmund. Es ist ja leider so, dass im Entertainment-Business, so lächerlich das auch klingt, ihr Rapper, ihr wisst das ja am besten, 98% der Rapper sind ja auch Schauspieler, die lügen ja. So, das ist ja, die haben ja komplett, ziehen die so ein Faschingskostüm an, wenn ihr wisst, was ich meine. Und im Entertainment-Business ist das ja generell so. Also wir haben das überall gesehen, zum Beispiel er kann davon reden, er ist ja ein YouTuber. In der YouTube-Szene, die sind privat ganz anders, wie sie vor der Kamera reden. Die Kamera geht an, Licht an, die reden ganz anders. Hey, ja, also der verstellt sogar seine Stimme. Warum bist du so geisteskrank? Red doch ganz normal, wie du bist. Ja, aber jetzt noch schlimmer. Hallo Chat, soll ich meine Mutter holen und ihr was in den Arsch schieben? Jetzt mal eine Eins rein. Genau, und selbst in der... Und selbst in der Stand-Up-Comedy-Szene ist das ja auch so. Das heißt, auch da 98% der Comedians, was nicht gegen ihren Skill spricht, es kann trotzdem sein, dass die Killer-Comedians sind auf der Bühne, geile Gag-Dichte haben, die Leute zum Lachen, aber die sind nicht die Person, die sie auf der Bühne sind. Genau. Der ist privat ein ganz anderer Typ. Grüße an Rebell-Comedy. Da wird man krank von, oder? Ja, da wird man echt krank. Man dreht so durch, frag ihn, hat mich so... Ey, da sind wir nicht drin. War das jetzt ein Diss gerade? Nein, ich mag die Jungs, sind unsere Freunde. Das ist so ein Insider, dass wir die immer dissen. Wir dissen also aus Spaß. Gruß an die Rebel-Jungs. Und ich glaube, dass die Leute halt sehen, ey, guck mal, wie sie sind, die machen sich über alles lustig, wir sagen ja auch alles. Wir haben ja nie dieses, ey, das darfst du nicht, klar, manchmal schießt man, dann ist man am Ziel vorbei. Ja, red nur von dir. Ja, ein Eigentor. Ja, ja, aber ich glaube, es ist die Sorgen, die man einnimmt, weil man sagt, ey, guck mal, da sind zwei Leute, die reden einfach so, wie wenn sie privat mit uns chillen würden. Die machen sich über alles lustig. Die sind einfach frei Schnauze und ich glaube, das hat so einen ganz großen Reiz für den Zuhörer. Ja. Dass man sich, du hast nie bei uns gesehen, dass wir dir irgendwas aufzwingen wollen oder dass wir auf einmal genau mit dem Mainstream sind. Ganz im Gegenteil. Zum Beispiel, du sagst, warum soll ich mich von der Hamas distanzieren? Dann mache ich so einen Spruch und sag einfach, ey, ich bin Mitglied bei der Hamas. Die Leute denken dann,
dann, boah, das ist ein übertriebener Scherz, aber ich meine das ja ernst. Nein, Spaß. So, das ist, und ich glaube, die Leute, die lieben diese Furchtlosigkeit, dass die sagen, ey, guck mal, die scheißen einfach da drauf. Die sagen einfach alles. Und ich glaube, dass das ein ganz grob, weil alles in der Medienwelt ist so anscheinend perfekt. Immer so aufgesetzt. So. Allglatt. Ja, allglatt. Sag mal, das, ne, ist das Wort, ne? Hey. Du bist der Mann. Allglatt, das ist es. Und bei uns ist nichts allglatt, weil die sehen einfach, wie der gesagt hat, zwei Penner, so, die einfach also, lachen. Und natürlich unsere Chemie. Ich glaube, diesen Skill, also wie lustig wir sind und wie gut wir uns verstehen, das, glaube ich, macht auch sehr viel aus. Also ich stimme dir bei allen Punkten zu. Oh. Ich würde noch hinzufügen, dass natürlich, dass wir ein bisschen, wir sind ja schon echt, ja, so wie wir sind, und wir machen eben halt Witze, die manchmal unter der Gürtellinie sind und manchmal auch drüber, Gott sei Dank. Ich glaube, dass es die Mischung von beiden ist. Weil ich bin ja der Typ, ich, das machen wir ja extra, ne? Ja, ich bin ja der Typ, so, ich bin ja immer so dieser Europäer, der sagt so, oh mein Gott, wie kannst du sowas sagen, ne? Und er ist ja so ein Typ, der scheißt ja richtig rein, wie so ein tunesischer Animateur, der so eine 45-jährige Sibylle anmacht und versucht, nach Deutschland zu kommen, ne? Und ich glaube, dass diese Chemie, Chemie gut passt. Die Chemie passt gut. Und wir haben, was auch gut läuft, ist, wir haben dieses YouTube-Game erkannt. Mhm. Das darf man nicht außer Acht lassen. Wir haben früh erkannt, weil ich vielleicht aus der YouTube-Szene bin, ich sag, ey, wir müssen daraus, wir müssen das machen, wir müssen dies machen. Und ich glaube, das war auch ein großer Erfolg, weil ich glaube, wenn wir nur Streaming gemacht hätten, hätte man viele Sachen nicht verstanden, weil wir leben echt von unseren Blicken, von unseren Mimiken. Das stimmt, ja. Wir, und gerade er, wenn er sich kaputt lacht oder ich auf dem Boden, weil er sagt Billardkö. Ja, ja, wenn er Billardkö sagt. Und ich glaube, das den hattest du aber vorher schon geparkt im Kopf. Der kam nicht spontan. Du hattest dich im Kopf zehnmal schon so nein, wirklich. Bitte den Insider, erklären. Militante Veganerin war bei uns. Ich wusste ja nicht, dass sie den anderen nehmen wird als Beispiel. Ja. Ich wollte eigentlich ernsthaft auf die Schiene gehen. Ja, guck mal, das kann ja nicht so gesund sein. Guck mal, wie du aussiehst, guck mal, wie ich aussehe. Ich wollte eigentlich auf dieser Basis. Und dann hat sie mir den einfach geschenkt. Ich weiß selber gar nicht, wie ich drauf komme. Ich habe den echt nicht gebracht. Der ist echt spontan gekommen. Allerdings darf man nicht vergessen, der Podcast, die Deutschen, ne, ist immer noch eine Nische. Wir sind aber in unserer Nische groß geworden. Ja, aber wir sind immer noch in einer Nische. Warum? Weil es gibt viele Leute, und die kennen uns natürlich wie euch. Viele geben es auch nicht zu, dass sie uns kennen. Oh, teilweise haben die uns das sogar erzählt. Genau, erzählt. Sagen auch, es gibt auch ganz große Labels, die sagen, ey, wir hören euch. Auch irgendwelche, wie heißen die nochmal? NFDAs oder wie heißen die? ANAs? Nein, die Leute suchen uns. CEOs? Das sind A&Rs, genau. NFTs. Wie die heißen, NFTs oder so. Die haben uns, also habe ich auch ein, zwei kennengelernt, die sagen, ey, ich höre euch privat, aber ich könnte euch niemals einen Künstler von uns schicken. Ja. Ach, bei euch ist das auch so. Ja. So, und im Gegensatz zu uns, ja, würde ich sagen, seid ihr noch echt gut soft so. Ja, wir sind gut, ja, so, ja, weil bei das euch Problem ist, du bringst alles zu ernst drüber. Ja, ihr habt ja so eine ernste Note. Das haben wir ja vor der Kamera schon gehabt. Ja. In Zukunft werden wir wie ihr genau dieselbe Scheiße erzählen und dabei lachen. Ja, genau. Und bei uns sind ja auch voll viele Künstler, da ist ja auch diese Unsicherheit. Die sagen, ey, wir wollen nicht kommen, weil ihr macht euch lustig, ihr macht dann so behinderte Sprüche. Ja, wir kriegen auch viele Ablehnungen. Auf Deutsch, sie brauchen Eier. Ja, komplex haben die auch noch. Aber wir machen ja, wir sind ja nicht zum Beispiel, wir würden ja niemals jetzt zum Beispiel. Das hätte ich von euch nie gedacht. Das schockiert mich. Nein, wie zum Beispiel wie Belasch und Boogie. Ihr würdet ja hier zum Beispiel, wenn jetzt hier einer sitzt und auf Gangster macht, obwohl er kein Gangster ist, würdet ihr den checken? Nicht wirklich. Nein? Nein, okay. Ja, schon oft passiert sonst. Nee, weil ich dachte, du bist so ein Typ, der sagt, Junge, erzähl nix, ne? Ich watsch dir eine und dann ist die Geschichte im Schatten. Guck mal unsere Gäste an, dann wirst du eines Besseren. Ja, okay, das stimmt. Aber wir sind ja so, wir würden die nicht ernst angehen, aber wir machen uns dann halt lustig. Ja. Genau. So, verstehst du, wir lachen dann darüber. So, aber das verkraften die auch nicht. Weil, was wir immer sagen, der Unterschied zwischen frechen Rappern und Kartoffeln, freche Rapper sind zuerst im Keller, dann unter der Erde. Ja. Da musst du nachdenken erstmal. Ja, da musst du nachdenken. Ja, das ist gut. Da musst du echt nachdenken. Das ist gut. Und Applaus für Boogie. Und ich finde, also es ist eine positive Mischung von allem. Ja, ja. Jetzt aber zum Negativen. Wir haben jetzt zu groß über uns geredet. Nee. Das Negative an unserem Podcast ist Nizar. Er sagt 1:1 mit Boogie. Ja, Parallele. Ja. Voll parallel. Weil er scheißt.
Also er meint ja auch nichts ernst, was er sagt, ja. Weil wenn er überlegt, man sagt, er ist frauenfeindlich, der hat irgendwie 18 Schwestern und er gibt nicht mal Frauen die Hand, weil er sagt, das ist zu respektlos, wenn ich ihr einfach die Hand gebe und so. Der ist so ein richtig höflicher Typ. So, und er spielt natürlich auch diesen Frauen, weil er liebt es ja. Digga, das wird gegen dich verwendet, das mit der Hand. Ja, das ich zieh da Parallelen. Sag einfach, ich bin wie Ken Reeves. Nein, wir haben eine Folge darüber. Wir haben eine Folge darüber. Ich zieh da Parallelen. Ja, genau. Parallelen. Ich bin wie Ken Reeves. Ich gebe jedem die Hand. Vor allem für Kooperation. Für Kooperation. Ja. Und wenn der CEO will, wenn die Frau, dann tanze ich auch mit dir mal so einen Walzer. Hauptsache, die Kooperation sind. Ich habe 18 Beziehungen, bin offiziell Single. Ja? Ja, ja, auch schon. Ja, das ist ja Polygamie, sein Vater gemacht. Ich denke, das Negative bei uns ist, wir sagen Dinge, die die Leute nicht hören wollen. Ja, davon könnt ihr ein Lied singen. Ja, aber ganz. Deswegen sind wir auch so ein bisschen eingeschränkt und nicht Mainstream. Und es gibt so Aussagen wie zum Beispiel Frauenarzt, ja. Männlichen Frauenarzt. Wenn da Nisa seine Meinung irgendwie kundgibt, dann haben wir ein Problem. Ja. Gibt es auch Leute, die dann sagen, es gibt dann so Leute, die haben dann so hier so ein. Diese Woke-Bubble. Ja, ja, diese Woke-Bubble. Die haben so einen Edgar-Cut, oder wie das heißt. Und dann haben die so hier Ohrringe und dann laufen die mit so einem Lumpen rum und dann sagen die so, ja, das, was der gesagt hat, das geht gar nicht. Ja, und du wirst ja, auch angefeindet teilweise für deine Meinung. Und wir sehen ja auch, die Leute denken immer, das ist irgendwie eine große Verschwörung und das stimmt nicht. Wir sehen ja, was für Brands gekommen sind und sagen, ey, vertretet mal bitte diese Ideologie oder macht da und dafür Werbung. Und dann, die haben uns teilweise schon richtig Asche dafür geboten. So, und dann siehst du das ja. Ja, das schmerzt immer noch. Seid ihr so die Generation, Jungs, seid ihr die erste Generation von Comedy? Außer, also kann man so sagen, wie, wo wir so die erste Generation. Kaya Janat und so waren das. Ja, stimmt. Auch die Eltern. Ja, aber ich würde sagen, die Rebel Comedy Jungs, die haben das aufgemacht. Die waren Rebel Comedy hat es aufgemacht. Ja, ich bin ja kein Comedian. Das sag mal, viele denken ja, ich bin ja Stand-Up-Comedian. Nee, nee. Ich weiß nicht warum. Den Karim war damals auch noch. Aussieht. Nein, Stand-Up-Comedian, nur du siehst auch. Und kennt ihr noch Karim? Ja, Abdul Karim. Abdul Karim? Ja. Der ist älter als wir oder jünger? Nee, der ist so alt wie ich, glaube ich. Der ist 2 Jahre älter. Echt? Wie viele Jahre älter als ich bin? Ist der so ein Ende 40er, Ende 30er? Ja, also deswegen. Nein, nein, der ist Anfang 40. Okay, das war so die ersten. Also wir haben auch schon unsere Probleme, aber jetzt nicht so extrem. Es gibt auch, wir haben gute Leute, die uns unterstützen. Ne? Wir haben auch Leute, die das feiern. Die das sagen, feiern. Weil, guck mal, die sagen, wir feiern das, dass ihr eine Haltung habt. Ja. Aber ihr müsst damit rechnen, ihr werdet halt nicht eingeladen wie jemand, den so du Maischberger. Ja, den du verstellen kannst. Weil in den Mainstream-Medien, die wollen ja einen, ist ja auch in Ordnung, die wollen ja einen, der nach ihrer Pfeife tanzt, der alles macht. Der zu allem Ja und Amen sagt, der alles propagiert, was du dem vorlegst und so. Und wir sind nicht so, nicht weil wir so die Leute haben immer, weil wir so Systemfeinde sind, sondern weil wir einfach sagen, ey, das mache ich nicht, ich habe keinen Bock darauf. Ja. So, und der Podcast lebt ja auch davon, das muss man ehrlich sagen. Wenn wir zum Beispiel dreimal über Politik sprechen oder AfD, so mit unserem Halbwissen, oder ist ja auch nicht alles richtig, wir nennen ja auch ungefähre Zahlen, die manchmal nicht stimmen. So. Aber wir sind ja ein faktenbasierter Podcast und Satire. Ja. Wir sind ein Satire-Podcast. Man darf nicht vergessen, unser Podcast, wenn man den von der ersten Folge bis jetzt zu 392. oder so, was wir jetzt, glaube ich, haben, guckt, ist ja, unser Podcast lebt ja von unserer Stimmung. Wenn ich 4 Tage lang auf TikTok oder irgendwelche Berichte lese, plötzlich raste ich so aus. Ja, und sage ich, das stimmt, wir müssen wir müssen Deutschland dankbar sein, sondern die uns. Mhm. Wir halten dieses Land aufrecht und so Sachen. Und dann reden wir 3 Tage über Van Damme. So, ne? Und dann bin ich wieder so verweichlicht und sage ich so, jo, bla bla. Dann gehe ich auf mein Bankkonto und sag so, ach du Scheiße, sag ich, ey Nisa, wie kannst du das sagen? Ja, dann ist auch bitte entschuldige dich. Ja. Es lebt ja einfach davon, so wie wir wirklich uns fühlen. Ja. Wir haben ja keine Themen, die wir vorbereiten. Wir labern einfach immer drauf los. Und wir müssen natürlich auch sagen, viele Gäste oder so teilweise, die gekommen sind, wo wir dachten, die sind kommen. Schmocks. Nein. Ja, da, das auch. Ja. Das natürlich sowieso. Und viele Gäste sind auch Fans. Also teilweise so richtige Stars. Und ich hätte niemals gedacht, niemals. Ohne Spaß. Niemals, dass Mario Barth kommt. Ich finde, und der ist Fan einfach. Und das war so geil mit Mario. Super. Der hatte eine ganz wichtige TV-Aufnahme. Und dann sagt er zu seinem Manager, ey, verschieb das mal. Ja, ich will noch hierbleiben. Das ist geil. Ja. Ich schwör's dir. Das ist geil. Und dann hatte... Ja, richtig. Dann liebe Grüße an Mario. Der hat mir dann vor 2 Wochen ein Audio gemacht. Der so, ey, hör mal zu, was ist denn los?
Wo bleibt denn Teil 2? Ich will endlich wieder vorbeikommen. Ich hab's immer noch nicht verstanden mit dieser toxischen Maskulinität. Ich hab's nicht verstanden. Ich muss vorbeikommen. Hast du gesehen, wo ich mich Also Respekt, dass man manchmal verarschst du auch die Gäste richtig. Ich höre mal deinen Podcast auf dem Weg zu meiner Tochter, wenn mit Animus oder bei Animus. Du verarschst die ganze Zeit deine eigene Sendung. Ja, aber manchmal aber so nett macht Bock so, aber halt. Das macht Bock. Ja. Und bei Mario, das ist ja das Geile, ist bei toxischer Maskulinität, wie er darauf aufgesprungen ist, wie er gesagt hat, ey, verarschst du mich jetzt oder meinst du das Erste, was es gibt? Dieses Konzept war voll fremd für ihn. Und ich glaube, bei Mario, der hat gesagt ja auch einmal im Podcast, ey, ich bin richtig hier. Dem hat das gefallen, einfach dieses freie Reden. Und was ich jetzt hier sagen kann, ist, hinter der Kamera ist der Typ der King. Oh mein Gott, wird das auch genau auf unserem Film. In allen Sachen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Übertrieben. Kreuzberger Junge. Halt, ne? Ja, so. Und, geiler Typ. Ein richtig geiler Typ. Und das ist dann aber halt auch, also ich sag immer, wie er sagt, wir sind halt immer noch eine Nische, weil der Mainstream wird uns, wir sehen ja das. Wir werden niemals bei Schlag den Star sein. Die werden uns niemals einladen. Die werden uns niemals. Weiß, hoffentlich habt ihr Unrecht. Ja, die werden uns niemals irgendeine Plattform geben. Ich sag immer, er sagt ja, wir sind in einer Bubble, aber die Bubble wird größer. Und ich vergleiche das, ich mache immer so gerne diese Musikvergleiche. Ich sag, wir sind einfach wie Iron Maiden. Die sind so auch nie in irgendwelche Awardshows eingeladen worden, die liefen nicht im Radio, denen ihre Videos liefen nicht im Musikfernsehen, aber die sind trotzdem in ihrer Bubble richtig krasse Stars. Bei so Leuten ziehe ich auch Parallelen wie bei Onkels. Die waren auch immer, ich mag die Musik nicht, aber Respekt für Independent Weg und immer gecancelt, aber mit Generation gewachsen. Ja, die liefen nie. Weißt du, in 10 Jahren? Stadien, immer. Und also man darf eine Sache nicht vergessen, ne? Wir sind noch nicht ganz so groß für diese Medien. Ich glaube, dass da noch eine Welle auf uns zukommt irgendwann. Ja. Oder dass sie irgendwann mal was finden und dann mal zurückgehen. Eine Folge vor 6 Jahren. Ja. Und so guck mal hier, was ihr gesagt habt. Genau. Ich glaube, wir sind noch nicht da. Passieren. Ja, das wird die suchen immer. Ich glaube, das wird so kommen, so wie bei Kevin Hart irgendwann mal, dass er irgendwie, wir moderieren was Cooles oder wir sind ein bisschen Mainstreamer. Mainstreamer? Streamiger. Auch wenn's das Salonfähiger. Genau. Okay. Jawohl, Boogie. Aber du brauchst ein Bio-Deutsche, wa? Ja. Salonfähiger. Salonfähiger und ich glaube, wenn wir da hinkommen. Aber bei uns müssen die nicht suchen. Ja, ist ja alles auf TikTok. Folge 1 eine dabei. Ist ja irgendwas dabei. Allerdings. Das ist aber eine Frage des Blickwinkels. Wie schlimm sieht man Sachen? Ja, wie schlimm sieht man Sachen? Aber wenn man nicht merkt, dass der Spaß macht, dann ist man geistig gestört. Das muss man dazu sagen. Ja. Also, wenn man das nicht. Er macht es ja wirklich offensichtlich. Er hat ja so 58 Zähne und zeigt das ja voll in die Kamera, während der was sagt. Also, jeder Behinderte muss es ja verstehen. Ich würde mal wirklich behaupten, dass der das falsch verstanden hat, falsch verstehen will. Ja, will, so, genau. Weißt du, die haben schon verstanden, dass es Spaß ist, die wollen trotzdem strikt. Die Karte funktioniert immer. Die Karte ist ja. Die wollen dann strikt reden, aus was für einem Grund auch immer, und wir brauchen dann eine Legitimation, aber die wissen schon, dass es Spaß ist. Ja, aber, ist ja nicht dumm. Ja, aber wo hört das dann auf? Und wir haben auch irgendwann, natürlich gab es oft Reibungspunkte, ne? Wir sind ja auch nur Menschen, aber irgendwann haben wir verstanden, weil wir auch Gott sei Dank extrem erfolgreich geworden sind, haben wir irgendwann verstanden, ey, kack drauf, Hauptsache wir fühlen uns wohl. Ja, bei allem anderen würden wir uns unwohl fühlen. Ich habe mich ja auch teilweise geändert, weil ich habe jetzt zum Beispiel am Anfang vom Podcast, da hat er auch recht gehabt, da habe ich ja, und das muss man, das hat man ja bei euch auch gesehen, ich habe immer gesagt, niemand darf hier in diesen Podcast kommen, den ich uncool finde. Nur die ich mag. Das heißt, manchmal saßen da Leute, die nur 3 Follower haben, aber weil ich ihn cool fand, habe ich ihn eingeladen. Und wir haben so richtige krasse Stars abgelehnt. Und er hat dann immer gesagt, das machen wir jetzt gerade. Ja, genau. Und dann hat er gesagt, warum? Da habe ich gesagt, die steht für etwas, was ich nicht mag. Ja. Der kann nicht rappen. Der hat Hip-Hop beleidigt. Der ist mir zu woke, bla bla. Aber dann hat der ist Steven Seagal-Fan. Ja, genau. Und dann hat er mir gesagt irgendwann, und China hat recht, er hat gesagt, guck mal, du versuchst, ehrlich zu sein in einem unehrlichen Business. Ja, gut gesagt, das heißt, wenn du ehrlich sein willst, dann geh hier, dann geh hier raus. Richtig. Und er hat recht. Da habe ich gesagt, ey, stimmt. Dann geh hier raus. Da hat er gesagt, dann leb im Wald. Wie Schwarzenegger bei Phantomkommando. Leb alleine. Abu Schlau. Ja. Und dann habe ich gesagt, stimmt. Und dann hab ich ihm gesagt, ja, aber Cheyenne, ich habe das Gefühl. Mein Onkel sagte, mein Raum mit 10 Lügnern braucht keine Hälfte, die Wahrheit sagen. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, ja, aber ich fühle mich dann unwohl, wenn ich mit einem sitze, den ich unstylisch finde. Ne? Dann muss ich mich ja verstellen. Dann hat er gesagt, wann hast du dich mal verstellt? Sei doch einfach so, wie du immer bist. Ja, man muss ja nicht jeden Gast feiern. Man muss höflich bleiben. Ja, ja klar. Respektvoll. Und absolut unsere Devise auch. Ja. Genau. Und du musst ja nicht feiern, was er so wirklich denkt. Niemals. Zum Beispiel, guck mal, als Mario zugesagt hat, haben wir uns gefreut wie 2 kleine Kinder. Ja. Weil wir gesagt haben, okay, ich bin ja ein riesen Mario-Fan. Ne? Ja. Für mich war das auch noch so ein Fan-Moment. Geil. Und dann kommt der und der ist genauso wie wir. Das ist eben mal die Kirsche auf der Sahne. Ja, das ist dann, und das passiert verdammt selten. Und passiert selten. Und deswegen die Folge auch, und das meine ich mit, die Leute sehen, dass das echt ist. Deswegen ist die Folge so 100%. Abgegangen. Weil die Chemie so bringt. Ja.
deswegen wird auch diese Folge erfolgreich werden. Ja. Ich bin mir 100% sicher. Ja. Und es gibt auch Gäste, die bei uns waren, wo ich gesagt habe, boah, ach du Scheiße. Ja. Was ist auch, das für ein Typ, Alter? Ja. Aber man muss Profi bleiben, Pokerface man und muss durchziehen. Ja, man muss, ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, es gab Folgen, ne, wo auch viele unserer Supporter uns sich beschwert haben über mich. Ja. Die sagen, ey, du warst nicht professionell. Echt? Ja, weil ich dann emotional geworden bin, weil der Typ hat gerübst, dieser ekelhafte Basaui, hat dann gerübst und so asozial und so. Gesehen. Wer war das? Ja, sagen wir dir gleich. Sagen wir dir gleich. Also der war so unhöflich. Und ich also, das ist off-cam, was du erzählst, ja? Also, nein, es war on-cam. On und off. On und der hat mir zweimal ins Gesicht gerübst. Okay. So, und man wächst auch da rein. Ja. Guck mal, man muss ja auch ehrlich sagen, guck mal, die erste Folge, oder guck mal meine Straßeninterviews von früher an, was für ein Deutsch ich spreche. Ja. Ich war ja so richtiger So, ich konnte ja überhaupt kein Gespräch führen. Und dann, ich habe so 10 Minuten ein paar Ausländer gefragt, und bist du eifersüchtig? So, ja, Schwimmbad Haram, Allah. So, das war's. Und dann kommst du ja irgendwann rein, du brauchst ja auch den Skill, dann auch so eine Gesprächsführung, irgendwann mal dich ranzutasten. Wie geht das? Dann, wie redest du überhaupt dann mit ihm? Wir müssen ja überlegen, wir mussten ja uns ein bisschen bremsen, weil wir sind ja wirklich zwei Freunde, die einfach vor Kamera reden. Und manchmal vergisst man die. Genau. Seid ihr aufgewachsen miteinander? Nein. Wir kennen uns erst seit sieben Jahren. Aber sehr intensiv. Wir haben uns direkt geküsst am ersten Abend. Direkt. Direkt. Es gibt auch eine legendäre Geschichte. Seid ihr auch schon mit Schusswaffen voneinander? Und so? Nein. Es gibt aber eine legendäre Geschichte. Irgendwann so, ich glaube, wir haben uns kennengelernt, so nach 2 Tagen. Wir waren so 2 Tage, 48 Stunden zusammen. Yes. Und dann irgendwann, so im Auto, wo ich gehen wollte, wurde es so kurz emotional. Und dann hat er mir so sein Herz geöffnet und ich auch meins. Ich hab ihn alles mir bei ihm gar nicht vorstellen. Doch, er hat mir alles seine Probleme erzählt. Er hat mich gut erwischt. Ja. Es gibt diesen Moment. Guck einen Moment. Du brauchst so ein Codewort, da kommst du rein. Ja. Du musst einfach so sagen, so Shugudishi Kanada oder wie das heißt. Ja, Shugudishi Kanada. Shugudishi Kanada. Der braucht einen Applaus. Ja, das ist auch gut. Das war so ignorant gegenüber Blasmann. Ja. Eigentlich hat er dich gedisst. Ja, das ist richtig respektlos, ist der. Und dann, der ist doch, dann sagt er, also dann, er schützt sein Herz aus, ich auch, und wir haben uns so richtig in den Armen, wir heulen und so, ne? Nein, echt? Ja, wirklich. Okay. Und dann sagt er zu mir, ey, wir sind richtige Brüder, wenn du jetzt die Freundschaft beendest, muss ich dich töten. Das Problem ist, er hat nicht gelacht. Und ich so, ey, der ist krank. Aber jetzt habe ich ihm alles erzählt. So, und dann hat er gesagt, wann gehst du nach Hause, gehst du jetzt nach Hause? Sag ich, ja, bleib doch noch einen Tag. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss nach Hause, Alter. Und so, ich habe hier 350 Kilometer woanders gewohnt. Krass. Und dann bin ich noch einen Tag geblieben, dann noch einen Tag und dann 8 Monate später habe ich schon bei ihm gewohnt. Ja, ja. Echt? Also komplett 8 Monate lang. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, ich muss mal zu meinen Eltern. Ich habe Eltern. Ich habe Eltern, dann sind wir zurück. Und da dachten wir wirklich, dass die Freundschaft bald irgendwann zusammenbricht. Ja. Weil wir waren 8 Monate jeden Tag zusammen, 24 Stunden. Und plötzlich sind wir so 200 Kilometer entfernt. Jeder ist wieder bei seinen Eltern, macht sein Ding. Und dann kam er 3-4 Mal zu mir wegen dem Podcast und ich habe ja 2 Mal abgelehnt. Ach. Ich habe gesagt, weil er kam dann so, ey, in Amerika, Podcast. Ich sag, hör mal zu, ich kann kein Englisch. Dann sagt er so, ja, nee, nicht auf Englisch, auf Deutsch. Ich sag, ich habe keine Ahnung, was du redest. In Deutschland, ich bin YouTuber, ich habe so viel Ahnung. Genau. Ein Video darf höchstens 8 Minuten sein, weil die Range, das Engagement, keiner guckt sich eine 2-Stunden-Folge mit jemandem an. Ja, und dann wurde ich ein besseres belehrt, ne? Jetzt 4-5 Jahre später. Und erstmal Applaus dafür. Danke, danke, danke. Hast du voll geschehen? Hast stark gemacht. Hast du voll geschehen von Lisa? Wie bitte? Hast du voll geschehen? Voll geschehen? Wegen der Zusammenarbeit. Ach so, ja, 100%. Ja? Ja, 100%. Ich bin krank. Ich, keine Ahnung. Ich sage, ey, Bro, wir müssen das rausschneiden. Du bist kein Mann. Du hast keine Ehre. Hast du nicht Cliffhanger gesehen? Stallone da dran gerade. Ich sag, okay, wir lassen drin. Cliffhanger auch noch. Ja. Beste Beispiel, Dicker. Hättest du Ace Ventura 2 wenigstens genommen, du Waschbär. Ey, das ist ein bisschen emotionaler, oder? Ja. Lass mich jetzt hier nicht stehen mit der Faust. Lass mich nicht stehen. Ach so, sorry. Nein, sorry, ich dachte, du machst nichts. Der ist alt. Ich dachte, du machst nichts nach. Wie diese. Ja, ich dachte, du machst den nach. Das Glöckchen. Vollgeschieden habe ich auf jeden Fall. Aber auch mit mir ist auch nicht so einfach. Ne? Also ich sag mal so, mit mir ist auch nicht so einfach, man muss auch mal das Kind beim Namen nennen. Ne? Ja. Ich bin auch so ein Typ, ich habe am Anfang sehr viel Angst gehabt. Wirklich in den ersten 2 Jahren habe ich sehr viel Angst gehabt. Ja, das hat auch übertrieben genervt. Vor was? Ja, so, ich hatte so Lampenfieber? Nein, weil ich noch eine Karriere in der eigenen hatte. Ich wollte die nicht verlieren. Ne? Ich wollte die nicht verlieren. Und dann habe ich gesagt, irgendwann scheiß drauf, was soll passieren? Ne? Wenn du gecancelt wirst, am Ende des Tages, wenn den Leuten das nicht gefällt, sollen die es einfach nicht hören. Ja? Aber wenn Leute jetzt mir reinreden,
mein eigener Vater sagt zu mir nichts, wer ist der, wenn das fremde Leute zu mir was sagen? Und dann hat er irgendwann doch was gesagt. Der so, ey, übertreibt ein bisschen. Dann habe ich gemeint, ey, guck mal, solange man nicht übertreibt und das alles im Spaßmodus bleibt, yeah, warum nicht? Und ich war auch ein bisschen anstrengend, weil ich bin sehr perfektionistisch, ne? Mhm. Wie du. Ja. Weil ich habe das gesehen. Ja, ich habe mich direkt so in seine Rolle gucken, Kamera, ey, stimmt alles, passt das, ey, Licht, nee, gefällt mir nicht. Kelvin ist zu klein, bisschen höher drehen. Da ist ein Blaustich drin. Mhm. Da achte ich schon ein bisschen drauf und der hat auch viel mit mir gelitten. Aber allerdings ist so seit einem Jahr alles entspannt. Ja, ja. Ich bin frei geworden und du bist frei. Ja. Du warst schon immer frei. Ja. Dich hat nichts interessiert. Weil da hat jemand keine Kosten im Monat. Seid ihr zweimal Army wie wir wirklich? Ja, ja. Oder ist da auch, wenn ihr das Studio, ich kenne ja wirklich eure Podcasts auch schon ein paar. Es ist dann also wirklich tatsächlich, dass ihr nur bei dem Studio seid? Nee, wir haben noch ein, zwei Freunde. Ja. Und wir haben einen Cutter, also ein Cutter. Der schönen Grüß an Reda, ja, der hinter der Kamera ist, der ändert halt den. Aber das hab ich schon, wir cutten ja live. Wir cutten live. Nicht im Nachhinein. Ihr macht es im Nachhinein. Nein, ne? Wir machen im Nachhinein. Ne? Ja. Wir cutten live. Machst du das? Ich mach das jetzt wieder gerade, ja. Ja, okay. Wer macht alles, außer die Groupies wegficken, das mach ich. Ja. Gratulation dafür. Ja. Gratulation. Die Sache, ja, so, stimmt ja. Die Sache ist, wir nehmen ja den Podcast, für uns ist es ja wirklich nur so, auch so ein Side-Business. Das allerdings für uns haben wir kein anderes Business. Ja, auch gut. Sondern wir sehen das nur, also uns, guck mal, ich erkläre das mal. Wir treffen uns circa 15 Uhr. Zieh mal bitte warum T-Shirt. Also voll motiviert. Wann kommt dieser? Er kommt so, nee, ja, ist immer pünktlich. Ja, also er kommt 10 so vor 3. Ja. 10 vor 3 ist er da. Und das Erste, was er sagt, ey, was für einen Film gucken wir heute Abend? Der so, ey, ich hab einen. Mit Michael Keaton. mit Michael Keaton, da spielt er so einen Verrückten, der so Krebs heilen kann oder so. So, auf jeden Fall. Dann drehen wir zwei Folgen. Motivation ist da, Themen sind da, ey, lass eine dritte. Der ist so, nein, Bruder, wir holen jetzt erstmal so Chicken Wings. So Chicken Wings. Und weißt du, was wir dann machen? Von 16.30 Uhr, 17 Uhr bis 3 Uhr nachts. Bis 3 Uhr nachts chillen wir. Das ist unsere Arbeit. Wir hätten nochmal 15 Folgen an dem Tag drehen können. Wir machen es aber nicht, weil er sagt so, mein meine Kreativität ist schon am Ende. Dann gucken wir Filme, wir bestellen Essen, wir chillen, wir laden Freunde an und dann treffen wir uns zwei Tage später wieder. Würde der nie machen. Dann machen wir das wieder. Das heißt, wir sind mehr Freunde als Der Podcast ist um die Freundschaft aufgebaut. Genau. Wir haben ja auch ein riesen Büro, das heißt, Leute kommen dahin, die chillen, die rauchen alle Shisha, die Junkies. Ja, Mann. Und ja. Wisst ihr, was mein Mentor Frauenarzt sagt? Wer? Mein Mentor Frauenarzt, der auch mit einem großen Teil. Ja, Frauenarzt, großer Frauenarzt. Ja, Frauenarzt sagt, Boogie hat Feinde, wir haben Boogie. Ja, wie sagt wie die Lieber Buschwick B. Jeder Tag ohne Boogie ist ein guter Tag. Nein, ey, aber das finde ich auch krass bei euch. Du und Frauenarzt und so, ihr kennt euch ja 30 Jahre teilweise. Ey, mir ist aber ganz jetzt mal Real Talk, so ein Verhältnis wie B und Frauenarzt ist als ganz kleiner Teil von den ganzen 1000 Millionen, die man kennengelernt hat. Und da ist mir auch das Wichtigste, ist, finde ich, die zwischenmenschlichen Verhältnisse. Messt sie an ihren Früchten, ich sage ja, messt sie an ihren Brüsten. Aber ja, lieber vor der Brücke fallen zu Homie Rücken fallen, das ist dann mal voll wichtig. Und da ja auch krass, ja, bei Arzt zum Beispiel auch so, da hat es mal geknallt, aber das gehört dazu, ja. Aber ja, das ist dann auch schon so, das ist dann fast wie so ein Heiligtum, wenn du Dogs hast, die 20, 30 Jahre hast. Es ist wie ein Fluch und ein Segen. Ja, ja, ja. Schon gute Zeiten, schlechte Zeiten, gehört aber dazu auch so. Aber was denkst du, die Frage von ihm fand ich gut, was denkst du, war der Game Changer? Der Moment bei uns. Game Changer? Für den Podcast. War. Ich denke, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es komplett geht. Ich habe eine Idee und ich weiß es auch. Ich will es aber nicht sagen, weil ich will nicht, dass die anderen das nachmachen. Ah, stimmt. Weil ich egoistisch bin, aber euch sage ich es gleich nach ich der glaube, Kamera. Ich glaube, ein guter Gamechanger war, dass unser erster Gast, wo uns keiner kannte, Savasch war. So, und Savasch war, der war einfach, der ist gekommen, weil er uns cool findet. Unser erster Gast war auch Savasch, lustigerweise. Nein. Das ist die erste Folge. Ehrlich? Ja. Ich habe gerade überlegt, ob Sido oder Savasch. Ja. Savasch war der erste. Ja, ihr habt ja direkt losgelegt, Sido, Savasch. Hatten wir gerade, ich glaube, als Savasch kam, hatten wir so, ich glaube, 800 Streams. Ach, guck mal, okay. Ja. Und der war aber der war der Erste. So, aber wir waren als Individuen schon bekannt. Ja. Genau, aber der Podcast nicht. Und der kam und wir haben natürlich auch eine super lustige Folge mit dem gemacht. Ja, der war. Wo es so geile Situationen gibt, wo er einfach nicht lachen will. Aber der muss lachen. Und wir so geisteskranke Sachen gesagt haben. Und darauf hat sich das aufgebaut. Dann glaube ich, was auch sehr viel dazu beigetragen hat, ist, dass
durch Social, also durch die Social Media und dann durch die Reels und TikToks? Nee, glaube ich nicht, nein. Du musst überlegen, ich glaube, es war diese Mischung aus Themen, was wir haben. Es war irgendwann nicht nur noch eine Einbahnstraße, weil wir haben über Beziehungen gesprochen, über Hochzeiten, über Ehe. Dann haben wir über, was haben wir noch alles gesprochen? Über alles, über Freundschaft. Alltagsthemen. Über Alltagsthemen. Gott und die Welt. Dann haben wir unsere privaten Geschichten erzählt. Ich über meine Lehrerin, die mal vom Pferd gefallen ist. Und also Lachflash-Szenarien entstanden. Ja, diese Lachflash. Aber diese, also ich habe ja zum Beispiel, also wir haben ja damals dann auch, wir haben dann immer diese geilen Lachflashs genommen, haben das ja auf unsere Social-Media-Kanäle gepostet so. Und wir uns immer so kaputt gelacht haben. Ich weiß, was der Game-Changer war. Ich kann es genau auf den Punkt bringen. Was? Einfach konstant releasen. Ja. Das war der Game-Changer. Ist auch richtig, definitiv. Ja. Ja. Konstant releasen, guck mal, wir kommen seit 2 Jahren jetzt, 2-mal die Woche. Mhm. Davor kamen wir auch mal 2 Monate nicht, dann war wieder nicht, dann kamen wir mal 3 Monate nicht. Ja. Dann, ich glaube, das hat auch vieles dazu beigetragen. Sehr wichtig. Kommt ihr jede Woche? Jede Woche, ja. Jede Woche? Jede Woche, ja. Ich hab noch nie verkackt. Aber meiner, mit meiner doch, wir haben Sommerpause. Also, wenn mal Urlaubszeit ist, das muss einem aber auch mal gegönnt sein. Ja. Kann mal sein, dass wir eine Woche oder 2-mal im Winter nicht da sind und dann sind wir eigentlich regelmäßig 1 Monat im Sommer offen. Ja. Genau, die Mädchen, die bin ich fest zusammen, die kommt einmal Woche. Ich komme mal viel zu früh jeden Tag bei irgendeiner Prostituierten. Ja. Der Red Light. Langwitzer Schnellspritzer. Erster! Der schnelle Colt aus dem Wilden Westen. Vielleicht wäre es mal für euch interessant, mal eine Außenperspektive zu haben. So wie ich euch wahrgenommen habe. Ja, das wär gut. Ja, erzähl das mal. Sehr geil. Vor allem als Belasch, der so alles hasst hat. Genau. Ja. Und alles kritisiert. Euch habe ich auch gehasst. Aber. Echt? Geil. Ihr seid richtig, ja. So zwei so richtige Unsympathen. Du hast das erste Mal gesehen, Belasch. Du hast das erste Mal gesehen, Belasch. Nein, ich habe das erste Mal Nisa habe ich wahrgenommen damals, als er voll regelmäßig irgendwelche Witze erzählt hat. Ja, die Witze-Videos, weißt du? Da dachte ich mir so, ey, der Typ ist auf jeden Fall witzig, aber er lacht einfach über alles. So, das war so mein Ding. Ja. Ich konnte über die Witze 90% der Zeit gar nicht lachen, weil es einfach jeder Witz der Welt kam irgendwann mal. Ja. So, weißt du? Aber deine Art und Weise war halt so ansteckend. So, wo ich mir gedacht habe, Alter, der Typ ist einfach so bestimmt einfach cool, mit dem so abzuhängen und was auch immer, der hat einfach einen lustigen Vibe. Ja? Das mit Stand-Up-Comedy und so, das kam erst später. Erst war so der Witzeerzähler. Bei Cheyenne war das so, dass ich hier gesehen habe, wie halt diese auf TikTok-Leute oder YouTube und so weiter. Achso, sorry. Ja. Habe ich das so gesehen? Die Wahrnehmung war am Anfang so, erstmal, ich dachte mir, ey, der Bruder, der ist Iraner, aber der macht den Eindruck, als wäre er nicht der Hellste. Ja, genau, ja, ja. War er auch nicht. Ich dachte wirklich, der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, ja, aber der ist so voll kompatibel mit dieser Frankfurter hängengebliebenen Szene. Zombie-Star. So, weißt du so, diese ganzen Alamella und so. Ja. Und dann habe ich mir den Podcast von euch dann auch mal reingezogen. Und dann habe ich mir da ein Stand-up reingezogen. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil sympathisch wart ihr mir beide von Anfang an. Ja. Aber dann habe ich die Qualitäten weiter immer mehr herauskristallisiert gesehen. Dachte mir, der Typ ist überhaupt nicht dumm. Gar nicht. Der ist Dings, bei dem ist so, stille Wasser sind tiefmäßig. Ja, genau. Vielleicht auf die Art und Weise, wie er kommuniziert. Oder vielleicht alle. Dieses, weißt du, so die Art und Weise, so die Grammatik oder so, kannst du vielleicht bemängeln. Ja. Aber wenn Sachen kommen und er redet mal ein bisschen deeper, dann merkst du erstens, er beschäftigt sich mit Sachen, er ist schlau, intelligent, da ist alles da, was man von dem Iraner als Vorurteil erwartet hat. Ja, genau. Es war nur unterm Teppich. Ja, es war unter dem Teppich. Unterm Perserteppich. Unter dem Perserteppich. Und dann kamst du auf einmal und hast dann diese Kiste aufgemacht mit diesem Nerdigen, da hast du mich dann total abgeholt. Ja, ja, genau. So mit diesen 80s und Van Damme und Van Damme. Bist du dein Markenzeichen geworden? Ja, voll. Auf einmal habe ich gesehen, so der Typ hatte voll Ahnung auch von Mucke. Ja, ja. So, der kennt alle R&B-Songs und so. Ja, ja, voll. Der macht auf einmal Quiz und so ein Scheiß so. Das ist so, ich habe selten jemanden außer mir kennengelernt selber, in dieser der sich so nerdig mit diesem ganzen Film und Industrie und Musikscheiß auskennt. Also ich muss auch sagen. Also und eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Du scheinst auf jeden Fall ein sehr ausgeprägtes Gedächtnis zu haben. Weil du kennst Namen. Ja. Du kennst die Zeiten, wann Filme geprodukt wurden, Produzenten, Regisseure und was auch immer, alles Mögliche. Ne? Also da oben, dieses Areal deines Gehirns scheint wirklich sehr weit ausgeprägt zu sein. Ja, danke, danke. Vielen Dank erstmal hier. Danke für die Props. Applaus für Belasch selber, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ich muss aber auch Belasch die. Und mittlerweile ist euer Podcast mein Lieblingspodcast außer mein eigener. Yeah! Wow.
Aber super safe. Danke. Nach dem zweiten Platz kommt auch lange nichts. Ja, sehr gut. Stark. Ja, stark. Ich kann am Wähler schon zurückgeben. Um von ihm das auch noch zu hören. Ja, ne? Der ist jetzt so immer so unsympathisch. Der ist wie dieser, wie heißt dieser eine Schlumpf, der immer so aggressiv ist? Ja, ja, dieser heftig Schlumpf. Ja, der alle hasst. Aber der hat Muckis. Ja, der hat Muckis, genau. Der ist gut geworden. Was ich bei Wähler, also ich habe das, darüber habe ich auch schon mit anderen gesprochen, wenn die gesagt haben, ey, mit Musikquiz. Und ich sag, in ganz Deutschland fürchte ich nur Belasch und Costa Myronianakis, der ehemalige Illmatic. Ja, aber das zählt nicht. Ah, okay. Der ist 70. Ja, warte, ich sag dir aber auch warum. Weil in dieser, wie du sagst, Bubble, ja. Weil Belasch ist der Einzige, weil, guck mal, selbst wenn es Leute gibt, die extrem viel Ahnung haben, wie zum Beispiel Benicer, aber der hört nur R&B. Ja, aber ja, Belasch, okay. Mit dem kannst du über Whitesnake reden und Guns Roses und Van Halen und so. Ja, ja, und dann, okay. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendein Interview von dir gesehen. Ich weiß nicht, wo das war. Und da hast warte, bevor ich es vergesse, ich wurde mal über Instagram angefragt, ob ich gegen dich antrete. Ja? Geil. Ja, das wäre super geil. Es gab so ein Format, da war so ein DJ. Ja, genau, so. Genau. Da ich und du hast alle rasiert. Ja, genau, ich habe alle rasiert. Aber kannst du bitte kommen, weil wir denken, dass du Konkurrent sein könntest. Ich sage, Bruder, ihr seid irgendwo NRW oder ich weiß nicht, wo ihr seid. Ja. Zu weit. Aber ich hätte es sehr gerne gemacht. Er hat ekliges Allgemeinwissen. Ja, super. Und dann habe ich halt dieses Interview von dir gesehen, wo du darüber geredet hast, dass für dich. Da habe ich natürlich sofort Sympathien bekommen, die 80er Jahre die beste Musikdekade bleibt. Und dann hast du aufgezählt, warum. Also zuerst gesagt hast 80er, dachte ich, du wirst immer nur mit, du wirst jetzt mit dieser typischen, mit dieser Black Music kommen und so, aber du hast alles aufgezählt, warum die Rockmusik da am besten war, warum die Popmusik am besten war, warum R&B da am besten war. Und dann habe ich gesagt, yo, der ist hier richtig drin. Und dann kann ich mich noch sehr gut erinnern, du hast gesagt, du hast eine Playlist auf Spotify, da sind deine Lieblings-80s-Songs drin. Ich bin extra rein, ich war im Auto, ich bin so rein, ich guck mal, was der hört. Ich bin rein, erster Schock. Bruder, weißt du, wie lange die Playlist geht? 19 Jahre. So, da ist einfach alles drin. Ich so, yo, was hat der da rein? Ich dachte, da sind so 20 Songs. 19. Und dann, wirklich, Schein, alles. 19 also wirklich, Jahre. Alles, jede Musikrichtung. Und da muss man natürlich auch sagen, und das finde ich auch voll interessant, dass du als Berliner, der auch so mit, wie ihr in den 80ern, als ihr geboren wurde, seid ihr mit Hip-Hop sozialisiert worden und auch mit Graffiti. Sozialisiert. Und wart ihr im Graffiti und auch so, du nicht, dass du aber trotzdem dieses Ohr dafür hattest, weil ich war auch der Einzige in meinem Freundeskreis, dass du gesagt hast, nee, aber AC/DC ist auch fresh, das höre ich auch. Und Whitesnake ist auch fresh, das höre ich auch. So, und das finde ich, und das ist so voll interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass du auch der Einzige in deinem Freundeskreis warst, weil ich war der Einzige, der es gehört hat. Ich war auch der Einzige, der amerikanische Stand-Up-Comedy geguckt hat. Ja, ich habe damit die anderen zwei infiziert, habe gesagt, guckt euch mal an, Def-Comedy, ich kann nicht über die Deutschen lachen. Ja. Ich kann nicht. Wenn du erstmal so Def-Comedy die Jam und so erfahren hast und dann kommen die Leute dann irgendwann mit einem Michael Mittermeier, den ich noch als einen der besseren empfohlen habe, ganz ehrlich zu der Zeit. So. Ja. Aber auch zudem, Mario Barth hat mich als erster abgeholt auch, muss ich dazu sagen. Ja, er hat mir von den deutschen Comedians. Die ersten Programme sind genial. Ich habe mir damals Mario Barth seine DVD gekauft, 2007 oder so. Ja. Also da, wo diese Stadionsache dann neu war bei ihm und so weiter und Mario Barth ist auf die Szene gekommen und hat da über seine Kack-Stories und Furzen bei seiner Freundin und so weiter. Das war halt alles ein bisschen anders, aber vor allem war der einer von uns. Ja, der war so Berliner Junge. Ich kenne ganz viele Atze, Mario Barths, Bruder. Mario Barth ist auch nochmal speziell. Ja? Mario Barth ist gar nicht mal so sehr atzig, wenn man sich mit Berlin auskennt. Der ist richtiger Kreuzberger. Von der Art. Ach, hört ihr das? Ja, ja. So ach von so, der Art, das nicht, nicht, hört nicht, nicht vom Dialekt, sondern wie er drauf ist. Weil wir merken das ja nicht, wie von außen. Der ist safe hallisches Tor, Junge. Du merkst sofort. Weißt du, was ich meine? Aber er hat, ich hatte ja 10 Jahre den Paragraphen allgemein gefährlich, und den hatte kaum jemand. Respekt davor, der hat allgemein Wissen, Und ich möchte auch gegen nichts bei ihm antreten. Ich sag dir bei einer Sache, das könnt ihr bei dem Bruder Sick gucken, mach ich alle kaputt, 90er Rap. Da habe ich bei Sick nämlich 78-2 gegen gewonnen. Aber mit Allgemeinwissen hast du... 2. Ich habe gegen Sick 78-2 gewonnen. Was ist bei Scheiern? Was ist deine Mucke? Wenn wir jetzt einen Quiz machen, wo würdest du glänzen? Ich? Ja. Bei Kooperation. Ja. Nee, ab 2002. Da bin ich komplett bis raus. Ab 2002 glänzen. Ja. Davor habe ich auch schon allgemein ein bisschen was Mucke angeht. So, ne? Was ist denn 2002? Was ist da so prägnant? Also 2000, also erstmal 2001 kam NSYNC Girlfriend mit Nelly. Ja. Das habe ich vergessen. 2003, aber 2003 war für mich 50 Cent Get Rich or Die Trying. Okay. Also da habe ich. Für mich das letzte große Hip-Hop-Album. Gute Frage. Wann kam die zweite Chronic Jungs P? 99. Die Chronic 2000. November, glaube ich. Weil ich habe 2003 bin ich auf eBay gegangen, habe ich meinen Vater gezwungen, mir so eine Kette zu bestellen. Das war
so eine G-Unit-Kette, die man drehen konnte. Was der Vater gedacht hatte. So. Dann habe ich mir so ein G-Unit-T-Shirt bestellt, ne, aus Amerika. Yo. Und dann habe ich mir so eine Kappe angezogen. Ich dachte, ich bin schwarz. Ja. Ich schwöre, ich habe G-Unit und 50 Cent inhaliert. Aber diese Ära hat mir bis auch gefallen. Bis dann irgendwann, das fand ich noch gut, da kam eine Bravo raus. Wo aber nur Rap oder auch R&B? Destiny's Child und so. Ja, ja, klar. Lass mich raten, wie bei meinem deutschen Nachbar, der auf einmal einen arabischen Akzent hatte und ein B hier tätowiert. Bushido? Ja, genau, so war das. Ohne Disrespekt. Ja, ja, so war das. Ja, ja, so war das. Ja, ja, genau. So, irgendwann kam dieses Poster, wo diese Glasscheibe durchgeschossen ist. Ja, für das Albumcover. Albumcover. Ich hole das so raus und dann gehe ich zu meinem Vater. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich sage, ey, gib mal bitte so einen Hammer. Ich sage, für was? Ich sage, ich will diesen Poster aufhängen. Sagt er, was mit meiner Kaution? Wer zahlt mir das, wenn ich ausziehe? Ich sag, wir ziehen hier nicht aus. Sagt er, wer sagt das? Ich sag so, ey, ich will das aufhängen. Der sagt, wer ist dieser Mann? Dann sag ich, das 50 Cent. Der sagt so, okay, ich mach dir einen Deal. Wenn er dein Bild aufhängt, darfst du das aufhängen. War klar, dass sowas kommt von mir. Ja. Dann durfte ich das nicht aufhängen. Ist das ein geiler Spruch? Wenn er dein Bild aufhängt, denkst du. Aber so 90er war Backstreet Boys wirklich so. Ich hatte auch Bettwäsche, Kalender. Ich mag die Backstreet Boys. Du lügst doch, oder? Nein, wirklich. Ich mag die Backstreet Boys. Und ich liebe die. Wie alt warst du denn da? Als Jugendlicher? Nein, ich war ein Kind. Damals konntest du, damals Get Down, Maxi-Single. Die hast du dann in den PC reingemacht. Und dann hat sich so eine Software geöffnet und dann war so eine Drum Machine. Und dann konntest du den Beat komplett verändern. Echt? Das habe ich jeden Tag gemacht. Das ist ja crazy. Ja, ich weiß nicht, Backstreet Boys war auch. Wenn wir beim Thema sind, was ist der beste Backstreet Boys Song? Oh, das ist eine starke Frage, Alter. Everybody. Ja? Aber es geht um den Song, nicht das Video. Nur Musik. Wie du den Song? Für mich? Yeah. All I Have to Give. Yeah. Ich würde sagen, es gibt auf dem Debütalbum gibt es einen Song, da gibt es kein Video zu, der Song heißt Roll With It. Okay. Der hat so einen geilen Beat. Hört euch das mal an, hört ihr das später auch an. Roll With It, würde ich sagen, ist der beste Backstreet Boys Song. Es gibt einen so einen Insider-Song, den kennen ganz, ganz wenige. Ja. Der ist auf dem Beat von Junior Mafia's Get Money von den Backstreet Boys. Kennt ihr das? Das nicht? Ist aber ein Remix, glaube ich. Das weiß ich nicht. Das war eine Compilation. Der kennt sogar den DJ, der den gemixt hat. Nein. Das ist so ein Remix. Also die Backstreet Boys, die konnten erstmal brutal singen. Ja. Und die haben echt so coole. Wie Us5. Ja. Us5, Alter, die kennt ihr auch noch. Ja. Crazy. Der eine wollte mich mal abziehen. Ja. Was? Echt? Ja, das ist Insider. Ja, erzähl mal, ja, das hab ich noch nie gehört. Also als Gangster-Rapper wärst du nicht mehr kredibil. Du hast Backstreet Boys gehört. Ja, aber das ist ein wollte ihn abziehen. Ja, aber bei der Bundeskriminalamt bin ich mit ihm. Ja, wie unser ehemaliger Gast. Erzähl das mal weiter. So, es gab einen Bandmitglied von Us5, den habe ich kennengelernt aus der Nähe. Ich war ja früher DJ. Ne? Und hab da ein bisschen im Club aufgelegt und der wurde mal gebucht, ne? Kennst du das so? Da war auch dieser einer vom Blotthot Gang, dieser ekelhafte große Riese. Evil Jared. Der redet nur über seinen Penis immer. Ja, und der pinkelt doch immer die Fans an. Der redet immer über seinen Penis. Der deutsche Boogie. Ja. Nee, der amerikanische Boogie. Ja. Let It Rain, wa? Make It Rain, R. Kelly. Let It Rain, ist auch ein Song von E17, aber erzähl. Und der kam dann irgendwann und hat gemeint, ey, ich wohne jetzt in der Schweiz und du weißt ja, ich bin ja von Us5 von früher und ich habe ja so viel Geld, aber mein Label hat das Geld eingefroren und die Auszahlungen kommen erst, deswegen habe ich so, ich kann Red Bull für 40 Cent besorgen, du kaufst die für 60 Cent bei mir und du verkaufst die für 80. Und dann kaufst du so Paletten und so und ich habe gesagt, ey, was willst du von mir, Alter? Der so, ich so, ich habe kein Geld. Der so, ja, okay. Und geht einfach zum Nächsten. Mein damaligen Chef überredet und der Idiot hat die gekauft. Und diese Paletten waren einfach geklaut. Und der wollte die uns verkaufen. Ein ehemaliges Mitglied von Us5. Wie hieß der Typ? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das war. Okay, alles klar. Ich weiß aber, welcher das war. Ja? Der Schwarze, ne? Ja. Jetzt werden die Klischees erfüllt. Ja, jetzt werden die klar. Ja, klar. Ja. Jetzt müsste Salim hier sitzen. Ja, jetzt müsste Salim hier sitzen. Der ist in Berlin. Der ist in Berlin, ne? Echt? Soll er vorbeikommen? Warte mal, Alter. Ich hab vorhin im Augenwinkel eine Hektik gesehen, dass er mir auf Instagram geschrieben hat. Ja, der ist in Berlin. Kommen wollte, Digga. Das ist scheiße, Alter. Ja, Salim ist hier, der hat geschrieben. Der ist auch natürlich eine ganz große. Wann warst du raus, Bela Spiel? Ey, warte, wir haben eine Sache noch nicht geklärt. Bitte, aber vergiss die Frage nicht. Ja. Was war der beste Backstreet Boys Song? Ich sag Roll With It. Er sagt All I Have To Give. Seid ihr sicher? Ja, ja, wir sind sicher. Was? Kannst du noch ein, zwei aufzählen? Diese ganz berühmten, wie hießen die denn noch? Ja, aber von den ganz berühmten, okay, wenn wir die berühmten Songs nehmen, sag ich auch Everybody und We've Got It Going On. Ah.
Ich kenne gar kein G's. Ist das von Backstreet Boys, Want You Back for Good? Das ist Take That. Ich bin da raus. Jetzt kommt's. Mir fällt der Titel nicht ein. Einer von den berühmtesten, so dieser cheesigeste von allen. I'll Never Break Your Heart. Nee. As long as you love oder me. Oder meinst du den? Show me the meaning of being. As long as you love me war auch gut. Nein, der meint diesen Ding. Wie heißt dieser? I want it that way. Nein, du meinst Shape of my heart. Nein. Es gab einen einfach ganz berühmten Bruder. Das, der berühmteste vielleicht sogar. Back for good war nicht. Back for good. Digga, du bist aber noch auf deinen Back. Was mit Get Down? Nein. Das kenne ich auch noch. Jetzt bin ich gespannt, was Belasch gefeiert hat. Ja, ja. Du bist raus, ne? Ich bin da wirklich raus. New Kids on the Block kennst du noch. Ja, genau. Und Big Pun. Step by Step. Big Pun. Big Pun, da bin ich gegen 1 Million Spiel. Big Pun. Big Pun, Alter. Big Capital Pun, Punishment. Ja. Top 5, Alter. Ich will im Flow jetzt nicht aufhalten. Wenn es mir einfällt, sag ich bitte. Ja, okay. Ich bin mein New Kids ein bisschen. Wann warst du raus bei Mucke, Belasch, wo du sagst, ich höre nichts mehr Neues? Gar nicht. Hörst du immer noch neue Mucke und so? Ja. Ich nicht. Hast du, ich bin so ein Nazi. Voll. Hast du die Dinge 2007? Kann ich verstehen. 2007? Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Weil ich höre mehr so als Recherche. Ja, genau. Ich bin komplett. Also 50 Cent, G-Unit war die letzte Ära, die ich so. Und dann habe ich. Was mit 2007, 2008, wo so dann Ding kam? Die ATL-Ära? Boah, ganz schön. Jam Franchise Boys, Young Chuck. Das ist nicht mein Ding. Boah, Soldier Boy. Ganz schön. Warst du da aber raus? Ich hab das mitbekommen, aber ich hab das nicht gepumpt. Ich hab schon Dings, ich hab schon Dings nicht mehr gepumpt. T.I., Rick Ross und so, ich feier die alle nicht. Young Jeezy auch nicht? Hatte hier und da mal was, aber ist jetzt auch nicht mein das Ding. Das ist so, als wenn du so die 2000er Destiny's Child-Ära vergleichst mit 1995er Mary J. Blige. Ja, genau, ganz R&B anders. Ja. Es ist hier und da mal hörbar, aber die Qualität ist nicht dieselbe. Ja, die der haben Vibe auch so, ist nicht dieselbe. Aber ich fand Nelly geil. Damals in meiner Zeit war Nelly brutal. Es war gut für einen Club, ich war ja auch DJ damals. Und wenn du Hard in Here und so aufgelegt hast, sind die Leute zwar abgegangen. Ja. Boah, County Grammar, der Beat. Ja, ja. Der Song habe ich alles aufgelegt, aber das ist genau meine DJ-Ära. Aber ich habe es nicht so gefeiert. Ich mag das Liebeslied. No matter what I do. Ja, geil. Das ist Nelly und Kelly. Ja, Nelly und Kelly. Ich traf die Oma, sie traf sie im Gemeindepark. Sie sagte mir, dass sie auch gern das Weiße mag. Ja. Komm mit ins Altersheim. Ja. Geil. Ey, wenn wir dabei sind. Ah, der hat immer Pflaster hier. Ja, das war ja für diesen Typen, sein Freund, bester Freund ist ja in den Knast gekommen und er hat gesagt, wenn du reingehst, mach ich mir ein Zeichen hier und bis du rauskommst, lass ich das Pflaster drauf. Oh ja, und dann ist er rausgekommen, dann hat es abgemacht. Mein bester Freund ist in den Knast gekommen, ich habe gesagt, solange kümmere ich mich um deine Frau, wenn du rauskommst, zieh ich ihn raus. Ey. Ey. Big Pun hatte übrigens mal ganz lustig. Ich weiß das ja, rausschneiden? Ich würde es gerne auf TikTok haben. Lisa hat ja mal gesagt, dass du auch Big Pun gefeiert hast. Übertrieben. Ne? Back, 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 back. Ja, Captain in the middle of Italy. Ja, und Captain der hatte Pan riesigen Stress. Also, Big Pun hat ja damals Jay-Z und so auch gejagt, das sagen die alle. Der Hukit auch in der hat alle unterdrückt. Der hat Hukit in alle gestellt. Alle unterdrückt, außer Cool G Rap hatte immer den Ring geküsst. Geküsst, ja. Und Karis One halt war von den einen so halt so der Papa Schlumpf. Quit playing games, motherfucker. Ja. Es kann doch nicht sein, dass wir playing games. Das ist der berühmteste. Das ist der berühmteste. Ja. Wusste doch davon. Das kenne ich sogar. Ich hab gezweifelt, als ich es gab. Stimmt, ey, das ist der berühmteste Song. Das ist richtig, richtig. Aber ey, Big Pun war doch dieser Fette. Big Pun ist bei Michael Jackson. Bei Moonwalker, diese, die auf dem Roller sitzen, diese zwei. Bei Speed Demon. Diese bei verfolgen wir doch diese Knetfigur. Ja, diese zwei Dicken. Alter, krass, krasser Vergleich. Ey, wie kommst du auf den Vergleich? Das ist schon Disrespect pur, Alter. Ja. Ey, Big Pun. Halt du nie mit dem Gast, da wir sehen uns gleich draußen hinter uns. Nein, Big Pun habe ich gefeiert. Ich habe auch Big L übertrieben gefeiert. Ja. Big L, Harlem's Finest. Ja, der hat geil gerappt, geile Punchlines, geile Reime schon damals. Warum ist der Big L? Big L, der hieß war sein L groß? Le Mont. Nee, er ist Ludwig. Der ist Ludwig, genau. Ich bin Ludwig. Der war doch Deutscher. Ludwig von. Ehrlich? Nein, der ist immer so seriös, selbst wenn er ironisch sagt, versteht man Ludwig. Nee, kein Plan. Okay, wann bist du aus E17 ausgestiegen? E17, ja. Nach der ersten Single. Ja. Ey, aber E17 hat doch Naughty by Nature gebeitet, Digga. Ja, voll, ja, genau. Ich muss Hip-Hop verteidigen. Ja, genau. Mit dem hab ich schon mal gechillt. Ey, der von. Mit wem? Mit. Noriega. Ey, weißt du was? Die Bonzenkinder haben immer KLF gehört. KLF war so eine Mischung. KLF war cool, fand ich gut. Was war das nochmal, wer? Baby? Wer? Das waren nicht die Bonzenkinder, das war nein, KLF. Nein, war Spaß, war bei uns, war ein Witz. Was KLF, war das nochmal? Baby, helf mir mal. Digga, jetzt hast du verloren gegen mich gerade. Helf mir mal bitte, Baby. Kannst du nicht dir erlauben, KLF?
Kennst du KLF? Helf mir mal bitte, B. Sogar ich. Kennst du? Sei mal ehrlich, kennst du oder? Was weiß ich? Kennst du nicht, wa? Sag mal bitte einen Hit, Baby. Ich hab die voll. Bela, sag mal bitte einen Hit. Ich hab die voll auf dem Schirm. KLF, erstens mal so From, so PMAM oder sowas. Ja. KLF, aha, aha. Das war auch so diese Eurodance-Zeit. Und dann gab's noch Oh, Down for Mumuland. Mumuland. KLF war richtig bekannt, Alter. Ich hab letzte KLF is gonna rock, ja. Das ging schon ab, auf jeden Fall. Kadim hat letztens erzählt, B, Orgi war in meiner Grundschule so der Außenseiter, weil er mal Cotton Eye Joe gehört hat. Cotton Eye Joe, ey, Rednecks. Wo sind die, Alter? Wo sind die alle? Es gibt keine Rednecks mehr. Ja. Das Ding ist... Cotton Eye Joe, ah, mega, voll ekliger Sound. Cotton Eye Joe? Habt ihr Kelly Family gefeiert? Ja. Natürlich. Bruder, Poster von denen. Nein, niemals. Kelly Family. Ey, Digga, jetzt mal ehrlich, das ist doch Inzest gewesen. I'm in love with an alien. Nee, jetzt kein Disrespekt, Alter. Digga, kennst du das? Gibt's nicht nur bei... Meine Verwandten kommen von Dorf. Auf jedem Dorf ist so, ey, Digga, kein Witz. Ich verteidige immer die Angst aus Anatolien und so. Das haben wir Deutschen auch. Und bei Deutschen sieht es halt so aus. Ja, wirklich. Ey, guck die doch mal an. Bei Deutschen sieht das immer so aus. Ja, das gibt's nicht nur bei Die Iren. Die waren Iren. Die waren keine Deutsche. Die waren Iren. Aber Europäer. Das ist geil. Ja, das ist geil. Ey, das waren Mormonen. Ja, die Kelly Family. Die 90, guck mal, Peggy Kelly war Piggy Kelly. Damals auch Sachen, die man so abgelehnt hat. Mittlerweile feiert man die. Ist schon zum, ja, so, zum Beispiel, ja, weil alles so Schrott geworden ist. Zum Beispiel, wenn ich manchmal Nana Darkman und Lonely und so höre, ich finde das fett. Ich finde das fresh. Ich feiere. Hast du gehatet früher, ne? Ja, klar, als Kind hast du ja immer so, du hast ja dann immer Sachen, oder manchmal hast du Sachen heimlich gehört, du hast dich dafür geschämt. Weil, guck mal, zum Beispiel als Teenie war ich ja so East 17 Fan und ich habe Take That gehatet. Fan von mir. Warum? Ja, klar. Jetzt sind mich auch gekommen, weil du bei East 17 warst. Und hey, aber All Right war ein geiler Song. Ja, All Right ist ein super geiler Song. Wir haben coole Songs gehabt. Und dann, manchmal waren so geile Take That Songs, aber die Mädchen haben das in der Schule gehört. Nicht so, boah, ich kann das irgendwie nicht zugeben. Aber die Songs waren echt cool. Ja. Habt ihr jetzt gesehen, dass der Sänger, der Brian von East 17, der ist jetzt auf TikTok seit ein paar Tagen und der heult immer so darum und so und erzählt, dass Ist so durch, oder? Ja, der ist missbraucht worden vom ehemaligen Manager und so. Ja, ja. Viele von Alter. Ja, aber ich hab mal gehauen, wenn ich auf dem Spielplatz, wenn die gesagt haben, Ofra Hasa hat AIDS. Ich hab Ofra Hasa so gefeiert. Ja? Kennt ihr noch Ofra Hasa? Fragen wir mal B, das war eine Siri. Baby, war das Jemitisch oder Hebräisch? Was war das für eine Sprache? Hebräisch, Jiddisch, irgendwas. Nee. Rakim hat die gesampelt. Bei dem Fool. Ben Fool, diese Sample. Diese orientalische, ne? Ganz schön. Wie wär's Rakim? Du weißt, wer Rakim ist. Diesen Doppelreim erfunden. Guck mal, weißt du, was du zu mir sagst? Weißt du, wer Rakim ist? Ich kennengelernt habe, genauso wie mit, wo ich sag, wer ist Alice Cooper von Hangover? Ich rede so mit Freunden über Rakim, dann sag ich, kennst du überhaupt Rakim? Sagt er ja. Ja, das ist der bei Truth Hurts gerappt hat. Er hat aber geil. Ich weiß, was du meinst. Was er für Verknüpfung hat. Die sind voll spät. So. Ja, die sind voll spät. Eric B. und Rakim waren mit zu so die ersten mit die Juice Crew und so die ganze Epoche. Anfang, Mitte 80er. Die haben Rap revolutioniert. Hast du hundertmal gehört. Ein Zimmerwohnung? Eine Million der Arme, gehört. Der Arme ist ja... Kennst du bestimmt die Lieder? Taking off a master plan. Nothing but cold sweat in my hand. Nee. I used to be a stick-up kid. Ja. Das ist einer der berühmtesten Hip-Hop-Songs der 90s eigentlich. Was gab's noch? Aber erst das nicht war noch aber erzähl mal die Geschichte, wo ich das erste Mal Ding gehört habe. Mobb Deep. Ey, damit du siehst, dass es funktioniert. Ah. Guck mal, ich war mit ihm im Auto, wir hatten eine lange Autofahrt. Nach Berlin? Ja, nach Berlin. Und dann sagt er zu mir, ey, was ist immer dieses Mobb Deep? Ihr redet immer darüber und so. Und sag ich, nee, falsch. Wie? Du hast einen Denkfehler. Ja. Ich hab du hast gesagt, kennst du Mobb Deep? Ich sag, ja klar, von Out of Control mit 50 Cent. Genau, das war sein... Passt wohl. Ich verstehe, was du meinst. Und dann sagst du, nein, die waren früher schon berühmt. Ich so, nein. Genau, dann habe ich das 8 Mile die gesagt. Ja, genau. Da habe ich gesagt, ey, Bruder, die sind Legenden. Ja. Und dann hat er die nicht gekannt. Da habe ich gesagt, die haben, du kennst doch 8 Mile. Sagt er, der Beat auf den Eminem als letztes Rap, das ist von Mobb Deep. Ja. Und dann sagt er, echt? Ja, mach mal an. Und ich so, hör mal, weil der kam mit Out of Control von 50. Ich schwöre dir, guck mal, er kannte es nicht. Er sitzt im Auto, ich mach so an. Danke, word up. Dun, dun, dun. Der Beat fängt an und dann kommt der Prodigy rein mit I got you stuck of the realness. Direkt Schubbons gegen. Ja, genau, der hört, ich schwöre und ich sehe so, wie er so. Ja. Der ist so, okay, das ist fett. Das Alter. Ist der dreckige New York Sound. Ja, Onkel B hat mal deutsche Version gemacht. Hat, glaube ich, mal auf deinem Kanal B oder den? Nee, auf TikTok. Fand ich sehr geil. Das Ding ist auch bekannt. Hat auch viel inspiriert. Gab auch einen deutschen Rapper, hier später Mobb Deep.
Das sind viele Rapper, die es inspiriert haben. Hypebock lebt noch, Prodigy ist tot leider. Genau. Ist meines Erachtens vor 3-4 Jahren gestorben, oder? Der hat sich an einem Ei verschluckt? Ja, aber ist... Nein, das ist doch ODB, was? Oder? Nein, das ist Prodigy, Baby. Ist Prodigy soll sich auch beim Ei verschluckt haben. Was? Es gibt da ganz viele Theorien, Baby. Es gibt die verlögerndsten Theorien. Geh mal da rein. Der ist sowieso krank. Der hatte Dings hier. Sickle Cell, ja. Genau, Sichelzellen-Anämie. Ja, ja. Das ist eine ganz, ganz seltene Krankheit. Aber die Mythe mit dem Ei gibt... Aber damit die Fans was lernen. Was... Wie heißt es auf Deutsch? Sichelzellenanämie. Sichelzellenanämie. Ja. Was passiert genau mit dem Körper, wenn man das hat? Weiß ich nicht genau. Das soll irgendeine Autoimmunkrankheit sein. Das heißt ja immer, dass dein eigener Körper sich selbst bekämpft. Ja. Aber was das jetzt mit seinen Zellen gemacht hat, weiß ich jetzt nicht genau. Pack, sag das dir sogar bei Hit'em Up. Ja, Mann. Don't you look at Sickle Cell or something? Boah, ich bin ja Mobb Deep Fan, ja. Ist ja nicht lustig. Ist echt ein toller Rapper. Doch ganz früh schon immer sehr, sehr systemkritische Sachen. Pack hat doch eh keinen Anstand gehabt. Wie 50, der hat doch jeden gedisst. Ich dachte ehrlich, als Fan. Aber mit Grund. Aber ich finde 50 schlimmer als Pack. Ja, weil der noch so ganz ekelhaft ist. Ja, aber 50 hatte mehr auf Zeit. Auf Social Media ist der krass. Hast du gesehen, wo einmal Busta Rhymes seine Mutter gepostet hat und Busta? Echt? Und er sagt so, oh mein Gott, sieht die euch eh schon. Digga, der hat überhaupt gar keine Scham. Der hat von Tony Yeo an seinem eigenen Geburtstag, sein eigenes Crewmitglied, hat da ein Video gepostet und danach wieder runtergenommen, wie Tony Yeo den ganzen Fuß lutscht von der Braut die ganze Zeit. Aber so wie so ein Kalippo, Alter. Boah. Das war so widerlich und er hat auch richtig durchgezogen. Was ich geil an 50 finde, der flippt auch manchmal so Sachen. Ich kann mich erinnern, er hat, als er angefangen hat, mit Beef mit Floyd Mayweather zu haben, hat er irgendwie so im Pool, hat er so ein Video gemacht gegen Floyd und hat Floyd, womit er dann zurückgekommen ist, ja, der Pool ist, dein größter Pool ist so groß wie mein kleinster Pool. Ich habe mehr Geld als du und bla bla bla. Und kam auf diese Schiene, was 50 eigentlich bei anderen macht, der, guck mal, ich bin wirtschaftlich über dir. Und dann schreibt 50 einfach, ich gebe dir $1 Million, wenn du Swimmingpool buchstabieren kannst. Und Floyd das ist so absurd. Der ist auf jeden Fall ein ekliger Gegner. Ja. Aber weißt du, was jetzt gerade krass geworden ist? Dass sein Feind, der auch über ihm gestanden hat, P. Diddy, als der gemerkt hat, dass der unterm Bus geworfen wird, da hat er so nachgetreten. Er hat damals doch auch Fat Joe am Strand gefilmt. Ja, jeder Mensch, der über 170 ist, sieht unvorteilhaft aus mit dem Gewicht nackt. Ja. Dann hat er, glaube ich, bei Rick Ross die Frau in einem Podcast mitgebracht, seine Babymama. Genau, hat ihr Porno gedreht. Genau. Da wurde doch verklagt. Und bei Ja Rule hat er den, was man nie machen sollte, den Friseur, wo Ja Rule mal drauf hinkommt, hat er den interviewt. 50 hat doch die krassen Sachen gemacht. Erkennst du 50 jetzt, wo Diddy ja die ganze Zeit wegen diesen Anklagen und so, 50 hat letztes Mal auf Insta ein Bild gepostet, wo Diddy auf einer Privatparty ist, der ist auf der Theke drauf, mit Hose unten, nur so Boxer und tanzt so. Ja, man kennt ihn. Posit 50, das sagt, what kind of party is this? der ist schon übertrieben. Weißt du, was geil ist? Wer hat das erste Ding exposed mit Diddy? Kennt solche ihn. Partys mäßig. Habt ihr das mitbekommen? Wer war das? Wisst ihr, wo das gestartet hat? Nein. Es war Exhibit. Wollte ich gerade niemals! Sagen. Ich wollte sagen, Belasch. Warum? Echt? Wie, warum? Erzähl. Boah, das ist interessant jetzt. Vor 15 Jahren hat es angefangen. Da oh, das ist gut. Exhibit hat ein Interview gegeben in The Foxhole, also von Jamie Foxx, sein Podcast. Genau, ja. Da hörst du auch Jamie Foxx, die reden da miteinander, das ist eine große Nummer gewesen. Aber wann kam das raus? Vor 15 Jahren locker. Locker. Boah, und da hat er das gesagt? Er meinte, ich und Diddy waren unterwegs. Ja. So, dann sind wir in einem Club gelandet irgendwo in New York. Er hat mich mitgenommen und dann habe ich den ersten Bruder gesehen, wie er Zungenkuss mit dem anderen gemacht hat. Dann habe ich den anderen gesehen, dann habe ich auf Diddy an der Bar gesehen und es war mir alles ein bisschen sehr suspekt. Dann bin ich ins Auto gestiegen und abgehauen. Aber wieso hat das keiner aufgegriffen damals? Ja, weil es Exhibit ist. Es ist Exhibit. Aber ich liebe Exhibit. Also Exhibit, die ersten zwei Alben, At the Speed of Life, 40 Days, 40 Nights. Geil, den hat auch At the Speed of Life. Ich dachte, das ist der Moderator von Pimp My Ride. Genau. Oh Gott. Spaß, Spaß. Die haben mies gecancelt, den haben sie auch krass gecancelt. Speed of Life, da waren geile Sachen drauf. Bird's Eye View und nein, so. Nein, der krasse Song ist mit Reptile. Ach stimmt, der hat einen Song mit Reptile. Stimmt, damit kann er nichts. Und Echo ist da drauf. Ja. Echo, ja stimmt, das war die Köln-Connection da irgendwie. And when I go with wo ist Reptile jetzt? Reptile. Der ist in Amerika. Ja, richtig. Ja. Was macht er da? Das stimmt, der hab ich gehört. Labelarbeit. Ja, Labelarbeit macht der, ja. Crazy. Der hat Tobias Huch gesigned. Was viele nicht wissen, Exhibit war auch mega erfolgreich davor schon mit seiner Gruppe im Untergrund, Alcoholics. Nein, Alcoholics, da war Exhibit aber nicht dabei. Aber er war, da war Tash der Alcoholics Family. Tash. Aber das waren seine Mentoren. Liquid Crew hießen die. Defari, King T. Defari, King T. Alcoholics. Diamond D.
Ja, Diamond, die also hat Beats gemacht. Ja, die waren schon. Ob, dann will ich mal wissen, ob du es weißt. Ich wusste bis vor kurzem nicht. Mein Önder habe ich schöne Grüße. Und der hat ja auch Rako den Namen gegeben. Der hat immer Nein gerappt. Das hörst du an Rako Style, einer von uns. Und Nein bei Lion King, das ist der Exhibit. Das wusste ich nicht. Krass. Lion King. Ja, ich glaube. I heard you are, but I don't believe a word of Exhibit. Was heißt es? Nein, hat Exhibit gedisst. Dist, mein bei Lion King. So. Weil Lion die wahrscheinlich King? Diese. Die haben beide diese rauchigen Stimmen und so. Aber Nein habe ich gefeiert. Also die Cloud Nein. Ein Album und das der What You Keep for Keeps oder wie das hieß? Make it or take it. Hast du Smooth Hustler mit diesem Saxophon? Ja, das ist so krass. I gotta make some more, gotta take some. Like a slave. Ey, das kennt niemand, dass ihr das. Ich liebe das. Einer der besten Boom Bap Songs ever. Ja, ever. Und ich dachte, allein niemand nennt es die Hook. Und dieses Sample. Und ich dachte, Lion King ist Props an jemand, der Löwenkönig. Das heißt aber der lügende König. Nein, ist Killer. Ja, nein, wusstest du, dass lügender König heißt, nicht Löwenkönig? Ja, Lion King. Ich dachte immer Lion von Löwe. Wird er geschrieben? Wer? Nein. N-I-N-E. Also wie ein Neun. Der hat auch ein krasses Schicksal, lieber Nisa. Ich habe über einen Händler auch einen Bootleg bekommen. Der war dann ganz lange im Gefängnis oder auch in der Psychiatrie. Und dann haben die die Rechte umgeschrieben. Da musste die Frau die ganzen alten Hits auf so ein Bootleg-Mixtape machen, dass der so vertreibt. Ganz krass, ganz krass. Ja, viele dieser 90er-Rapper, die so geile Mucke gemacht haben, die sind ja teilweise einfach so, da denkst du dir, wo sind die, was machen die jetzt so? Wie leben die? Es gab mal eine traurige Zeit, da sind diese ganz großen Leute mit auf einmal voll den brutal billigen Videos um die Ecke gekommen. So, das war so ein Downgrade. Ja, ja. Da warst du auf einmal der Dog Pound früher und so, weißt du, und danach hast du dann geguckt, so 3-Euro-Video. Ja, genau. Was hat sich jetzt geändert, Gott sei Dank? Corrupts neues Video zum Beispiel sieht richtig baba aus. Von wem? So. Corrupt. Ja, es ist gut. Ziemlich gut. Ja, weil der ist ja auch abgestürzt, Alkohol. Ja. Der war ein Absturz. Schade. Aber Corrupt wurde mir immer als guter Alkoholiker erklärt, weil Zabasch war der Erste, der meinte, Boogie, ich habe hier Respekt, dass du auf 8 Litern hier noch stehst, aber die Fans wissen es nicht. Seitdem gebe ich mir mehr Mühe, bin zu mir gekommen. Und dann hat mir gesagt, ey, lass doch, Boogie. Corrupt war auch immer voll besoffen. Vielleicht kann das ja mit Corrupt. Machen wir das auch. Ja. Ne? Ja. Ich freue mich. Klar, manche nicht. Auf meine Lieblingskollabo freue ich mich auf die Kollabo zwischen zwischen Capone Noriega und Dog Pound. Aber ich habe jetzt noch nicht durchschaut, ob das. Nee, die haben das Album rausgebracht. Aber ist das zwischen den beiden Gruppen Nein, oder zwischen zwei Hits? Nur Künstler? Capone und Des. Danke, das bin ich sehr interessiert für das Album. Ja, habe ich zwei Hits schon gehört, top. Ja. Ey, bevor wir uns verabschieden, gibt es zwei wichtige Themen, die ich noch aufmache. Ja. Das eine ist auf jeden Fall, was ihr vor kurzem gemacht habt, da ist so natürlich mehr so der Blick in diese richtige, nerdige Richtung. Ja. Das ist so Woke Hollywood und wie es sich selbst demontiert. Ah, und da bist du jetzt auch ein bisschen angefixt wahrscheinlich. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man schon von Woke Hollywood redet und sich einig ist, dass früher alles besser war, so mit seinem Boomer-Kopf, dann müssen wir definitiv noch über die Actionstars von damals reden. Ja, klar. Wir haben zu wenig über Van Damme geredet. Ja, Schein ist jetzt drin. Ich bin jetzt drin. Der hat Stallone geguckt und Van Damme und so, der ist drin. Geil, okay. Der ist drin. Also zur Woke-Bubble. Also ich frage mich jetzt da auch die ganze Zeit, ob die, also ob vor allem Disney, also wir wissen ja, wie Cheyenne und Bela das schon öfter genannt haben, ist es eigentlich Disney oder sind es diese BlackRock-Typen, die da den Ton angeben? Naja, was sagt Cheyenne dazu? Der Finanzexperte. Der Finanzexperte. Also je nachdem, ich will ja da rein. Was ist denn der BlackRock-Score von den deutschen Podcast? Der ist ganz unten. Der ist leider ganz unten, weil mein der Partner uns runterzieht. Der ist im Minus. Der ist wie, der ist wie, wie soll ich das erklären? Ja, der ist so, das ist im Minus, kann man gar nicht messen. Nein. Also ich versuche 50 zu sein und er will unbedingt Young Bucks sein. So am Ende einfach. Aber wisst ihr, wer auch einen niedrigen BlackRock-Score hat? Nintendo. Nintendo, ja. Aber warum? Aber die gucken 16 zu 9. Mega schön, Alter. Alles klar. Das habt ihr gut erklärt, glaube ich. Ich glaube, die sind halt einfach nicht korrumpiert worden und machen jetzt nicht jeden. Aber obwohl Nintendo, gar nicht nötig. Obwohl Nintendo ist ja ein kommerzielles Unternehmen. Ne? Ja. Warum springen die nicht auf diesen Zug, auf den alle gesprungen sind? Das ist, was ich mich frage. Oder Unternehmen werden immer von Menschen geführt und jeder hat eine andere Denkweise übers Leben. Zum Beispiel homosexuell ist und bei BlackRock sitzt oder ist der Vertreter in einem Unternehmen, der wird ja natürlich für seine Sachen, die er mag, die so wie er die Welt sieht, wird er ja auch seine Empfehlung schreiben. Denkt ihr, es liegt daran, weil keiner ist ja neutral. Denkt ihr, das könnte damit zu tun haben, dass Nintendo japanisch ist und die Japaner... Du hast es mit den Japanern. Ja, genau. Du bist ein großer Fan von Japanern. Ja, ich liebe Japaner. Aber Japaner sind nicht so, wie du denkst. Wie denke ich denn?
Du denkst wirklich, wenn wir jetzt nach Tokio fliegen, dass die Leute da so mit ihrem Samurai-Schwert. Ja. Du bist krank. Du bist 50 Jahre alt. Das war ein Samurai-Witz. Das war ein Japan. Du denkst wirklich, wenn du in so ein Dorf gehst, sitzt da einer so trainiert. Ja. Nein, Mann, geh ganz normal arbeiten und so, das ist wie in Deutschland. Guck mal. Nein, aber was ich meine ist, die sind ja eher. Klein. Nicht klein, Japaner sind ja eher, da wissen wir, die sind eher traditioneller und die sind eher. Wie heißt das Wort? Kultivierter. Nein, das sowieso. ich hab's vergessen. Was wie, man auch, wie man Republikaner auch immer bezeichnet. Nicht traditioneller, sondern konservativer. Konservativ. Ja, danke. Ja. Konservativer, die Japaner sind konservativer und könnte es deswegen sein, dass die sagen, ey, Mario war immer so, wie der war und Bowser ist immer so, wie er ist. Da werden wir nichts ändern, da werden wir nichts machen und da werden wir auch nichts einführen. Ja, könnte das sein? Never change a winning team. Nintendo ist, glaube ich, nicht nötig. Ja, ne, genau, weil die es checken. Weil die sehen, ja, wenn wir jetzt aus Mario so ein Tunesier machen, ne, so ein homosexuellen Tunesier. Ja, dann muss man das ganze Gameplay ändern. Da muss ja ein Bazaar klauen gehen, dann Mario, der tunesische Mario. Peach ist eine Transe, ist doch gut. Ja. Peach ist eine Transe. Ja. Ja, und ich frage mich jetzt, ob Hollywood wirklich wach wird, weil wir sehen ja einen Flop nach dem anderen. Vogue wach wird, ja. Ja, obwohl, ja, genau. Ja, gut, ja. Du hast gesagt, Disney hat die schwersten Verluste, ne? Die schwersten Verluste, die sie je hatten in den letzten zwei. Aber die scheinen irgendwie immer nicht wach zu werden, weil ich habe jetzt wieder gehört, Flucht der Karibik kommt ja. Und da ist ja auch der Hauptdarsteller, die nehmen wieder eine schwarze Frau als Jack Sparrow. Digga, das ist so. Nein. Das ist ja nicht mal normal, Mann. Ja, die übertreiben ja komplett. Reicht doch langsam. Habt ihr die neuen He-Man-Folgen gesehen? Nee, sorry, bevor einer. Ich kenne ja meine politisch linken Freunde, bevor die mich so mit Mistgabel rausjagen. Nicht Jack Sparrow, sondern die im neuen Flucht der Karibik ist die Haupt. Also die Haupt. Der Protagonist ist eine der einzigen weiblichen Piraten, wo es Dokumente gibt, dass die gab. Das war eine rothaarige irische Frau. Was? Und die wird jetzt von einer schwarzen Frau gespielt, genau. Ist das ernst? Ja, ja. Ernst. Digga, das ist schon krass, aber das Krankeste von allem, was ich in letzter Zeit mitbekommen habe, ist, dass einfach bei Percy Jackson Zeus ein Schwarzer ist, Digga. Zeus? Ja. Der scheiß griechische Gott? Ja. Ich meine, es gibt niemanden, der weißer ist. Ja, genau. Ja, das ist ja Weisheit pur. Digga, das geht nicht. Das ist so, irgendwo ist ein Limit erreicht. Und die Rothaarigen werden ja ausgelöscht, weil die wollten die Welt beherrschen. Guck mal, das ist ja, ihr rothaarige Piraten wird ersetzt. Das ist ja, also die übertreiben ja vollkommen. Wie ich also, ja auch schon mal gesagt habe, mach doch einen eigenen Film. Ja, mach doch einen eigenen Film. Jeder. Ich fand He-Man auch krass, wo sich Tila und Evelyn verlieben. Ey, und dann der neue He-Man-Materie. Ey, Bruder, der neue He-Man, ich habe nach zwei Folgen, ich habe so Aggression hart, ne, bekommen, einfach hart. Ersetzt mit, denn He-Man ist nur eine Nebenrolle in seinem Dings, weil er toxisch maskulin ist, er hat so einen Bodybuilding-Körper. Genau, genau. Was ist das denn, Alter? Ja, aber was mit den Minderheiten? Redet ihr über die? Du meinst die toxisch maskulinen Männer? Ja, was mit denen? Die lässt sie weg. Ja. Eure Filme, aber weißt du, was das alles bewegt in der Menschheit? Was denn? Wenn Ariel jetzt schwarz ist. Ja, das bewegt extrem viel. Das bewegt das beendet den Rassismus. Ja. Mit auf einem Film. Da hat 12 Years a Slave nichts gebracht. Ja, genau. Der auf so, was auf historischen Sachen basiert, die leider vorgefallen sind, der bewirkt nicht. Das ist doch auch Quatsch. Niemand will das sehen. Wir haben ja darüber geredet. Ich will keinen chinesischen Batman und ich will keinen arabischen Spider-Man sehen. Will ich nicht. Ich will auch keinen indischen, ein indischer Ninja ist schon mal unstylisch. Ein Ninja muss Japaner sein. So, ja. Am Ende sollte doch du mit deinem Japan, Alter. Du bist big in Japan. Komm mit, wir drehen bald ein Video. Ich habe einen ziemlich kleinen, Ladies lieben ihn. Er stinkt wie ein Großer. Und in Japan, ich habe wirklich geguckt, da ist Durchschnitt 9,8. Da ist meiner noch ziemlich Scheißig, groß. Alter, ey, dann machen wir so ein Video. Ich hole ihn raus, sag, I'm big in Japan. Ja, wo hast du deine Statistiken schon wieder? Das stimmt ja wirklich so. Von Helmut Scholz. Wenn die so eine krassen Einbußen haben, normalerweise. Wollte ich gerade sagen, es geht immer ums Geld. Die sind gar nicht diese Menschenfreunde. Aber das hat uns das Gegenteil bewiesen eigentlich, dass es halt nicht immer um Geld geht. Weil die haben das schon ganz lange auf dem Radar. Normalerweise eine wirklich komplett kapitalistische Struktur, die analysiert und dann wissen sie ganz genau, ey, wir sind hier auf dem Holzweg. Ja, die Leute feiern das ja nicht. So, ja. Weißt du, und dann ergreift man Maßnahmen. Die haben es einfach eiskalt noch mal jahrelang weiter durchgezogen. Die haben Star Wars vernichtet, Marvel vernichtet, die haben alles vernichtet. Ich habe heute wieder gelesen, es kam Pressebericht raus, es kommt wieder ein neuer Predator-Film und es ist wieder eine Heldin, eine Frau, die den Predator besiegt. Ich habe den doch schon im letzten Film gemacht. Warum macht ihr das noch mal? Also Prey auch einen neuen Prey habe ich gesehen, ich fand den gut, aber. Prey soll ja gut sein, ich habe den nicht gesehen, aber alle sagen, der ist gut. Nee, der ist gut. Guck mal, ihr seid ja so im gewissen Alter, ne? Ja. Der ist einfach nur. Ich bin ja eine Generation. Fünf Jahre. Guck mal, wir fangen hier an. Old Man. Hier fangen wir an. Ja. Alter, weißer. Dann hier, dann hier. Ja. Dann kommen wir zu mir, ne? Ja.
Es gibt ja Leute, ich will jetzt eure Meinung, die sagen, ey, guck mal, natürlich denkt ihr so, ihr seid damals mit diesen Filmen aufgewachsen, für euch ist das in eurer Kindheit sehr prägnant gewesen, ja, für euch. Bloodsport vor allem. Genau. Ihr habt diese Actionstars. Jetzt ist aber eine neue Generation, die kennt das nicht. Was für ein Scheiß. Die ist das immer gut, wenn Ariel anders aussieht oder der Marvel jetzt ein Homosexueller spielt. Ja, aber ich und Belasch, unsere Actionhelden, haben uns auch nicht repräsentiert. Ja. Keiner sah aus wie wir, keiner war aus. Du hast noch nie erzählt, dass dein Vater dir einen Tipp gegeben hat, aber Van Damme liebst du. Ja, warte. Guck mal, bei True Lies, wenn du bei True Lies nimmst, also eigentlich waren teilweise ja, wie auch die Feindbilder, so Leute, die so aussahen wie wir. Safe. Aber das hat uns nicht interessiert, weil die Filme, weil die krasse Propaganda. Wir haben gesagt, wir waren auf der Seite der Feinde. Ja, ja. immer noch. Ich guck abends immer SWAT. Ich hasse SWAT, ich hasse SEK und ich guck abends SWAT. Digga, wenn und Arnold Schwarzenegger in Iran eingeritten wäre, mit so einem Baumstamm links und einer Panzerfaust rechts, ich hätte ihn angefeuert. Ja, das lieben wir doch. Ja. Ich hab letztens wieder, das lieben wir doch. Ich hab wirklich auch He-Man wirklich dann abgeschaltet. Es wäre okay, aber es ist voll so gezwungen. Also, und ganz kurz mal, weil ich liebe diese Propaganda. Bei Rocky, Rambo, jetzt letztens den neuen Jean-Claude, den ich sehe, als erstes springt hier irgendeine Selbstmordattentäterin in die Luft. Das ist dann sein Endgegner, der Sohn. Das war immer schon Propaganda und selbst, wo ich sie mittlerweile durchschaue, feiere ich es noch. Ja, was geil. Ich glaube aber damals, ich glaube, wir hatten die Probleme auch in den 90ern und 2000er, nur da hat man einen Brief an den Sender geschrieben. Da haben wir es nicht mitbekommen. Jetzt haben wir Social Media leider. Ja, jetzt haben wir Social Media, jetzt kannst du ja deine Meinung immer direkt kommentieren und sagen, nee, oder ich feiere das nicht. Und ich glaube, dass diese ganzen Konzerne wahrscheinlich ihren Aktienmarkt kontrollieren. Und wenn die sehen, dass ihre Aktie jetzt ein bisschen runtergeht, dann sagen die, okay, wir müssen was ändern. Ein paar Minderheiten können gerade unseren Aktienmarkt. Es geht ja am Ende des Tages nur ums Geld. Aber können die das? Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Nicht ironisch. Ich frage jetzt Belasch, nicht ironisch. Ich glaube auch manchmal ist vielleicht das Geld, was sie von irgendeiner Agenda bekommen, mehr Geld als die Einschaltquoten. Dass da unterhand was unter der Hand. Das glaube ich auch. Also, das ist ja ganz normal. Aber ich glaube nicht. Ohne ironisch. Bei Milliardenverlusten muss man diesen Punkt leider Aber der Disney-Chef hat sich ja schon gemeldet und hat gesagt, wir konzentrieren uns jetzt darauf, gute Geschichten zu erzählen und keine politische Agenda mehr zu vermitteln. Hat er ja gesagt. Ja, die reagieren jetzt. Ja, die reagieren Hollywood jetzt. Reagiert ja, weil die Verluste, ey, alle Superheldenfilme, alles so gefloppt, weil ihr übertreibt. Ja. So. Oder auch die Biermarke, habt ihr es mitbekommen? Irgend so eine richtige. Bud Light. Ja, die haben nur so Rednecks als Fett. Die ganzen Jahr. Und dann holt sie eine Transe, voll bescheuert. Und die ganzen Rednecks sind voll sauer. Yeah. Die haben richtig so mit Pumpkin schießen hier auf die Bierbüchse. Ja, was ist das denn? Das ist wirklich so. Marketing ist ja schlecht. Ja, aber weißt du warum? Da kommt so einer vom Studium, der so, ich habe Marketing studiert. Dann kommt der und erzählt denen was, ey, wir sind aktuell. Und du musst überlegen, könnt ihr diesen Typen verstehen, der so 65 ist, der CEO, dann hört er auf sein junges Marketing-Team. Erst weil die sind ja am Zahn der Zeit. Zahn der Zeit und die sagen, ey, wir müssen jetzt den homosexuell machen, weil dann kriegen wir mehr Einschaltquoten, wir kriegen mehr Verkäufe hin. Und der Typ sagt, ja, macht mal. Ich kenne die zwar nicht, weil es die bei mir nicht gab, macht die mal. Denkt ihr, es könnte auch so sein? Halte ich für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ja? Ich auch, ich wollte nur eine andere Büchse haben. Filmexperte B. Ja, warte mal, wir sind beim Thema. Guck mal, die Sache ist, ich bin eher so auf der Seite, was du letztens erklärt hast. Es gibt halt ganz viele Leute, die vom Vorstand von BlackRock und Vanguard und wie auch immer sind, die da sehr großen Einfluss haben. Die sitzen dann in diesen Meetings und die Leute werden mittlerweile auch stark handerlesen, wie man weiß. Das ist ja in jeder Branche so. Und dann steht da halt so ein Dude so, der kommt dann direkt mit der Agenda rein. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein zufälliger BWLer oder sowas. Der weiß ganz genau, was er da macht. Genau. Und er hat halt da schöne Grüße an Christoph Lindner. Schöne Grüße an Christoph. Ich hoffe, du bist ein guter Mensch auf jeden Fall. Ist er ein Kumpel von Tobias Huch? Ja. Nee. Okay. Ehemaliger BlackRock mit da. Nein. Mhm. Ist doch geil. Okay. Kriegen wir den? Nee. Scheiße. Aber seine Frau ist hübsch. Sie steht auf seinen Craig-Cock. Also diese Leute, die sind da am Start auf jeden Fall. Es gibt mal so einen sehr interessanten Clip letztens von Bernie Mac, rest in peace. Du wirst ihn kennen. Ja, geiler Typ auf jeden Fall. Bernie Mac saß irgendwo. Damit der weiß ja, Ocean Eleven. Von Ocean Eleven, richtig. Ja. Das ist auch nochmal die Referenz, die kommt 10 Jahre zu spät. Wir nehmen Ocean Eleven. Ja, Bernie Mac auf jeden Fall Legende. Def Comedy Jam, sein Auftritt, zu crazy. Zerstört. Ja. Kick it! Ja. So. I'm scared of you, motherfuckers. So ist es. So, der sitzt da irgendwo, da ist so ein Fotoshooting.
Und das Background-Material, das Behind-the-Scenes-Material ist auf YouTube gelandet. Ja. Dass irgend so eine seltsame, strange, weiße Frau so, die halt immer wieder sagt, dass die Kinder, jugendlichen Kinder auf seinem Schoß sitzen wollen. Er sagt, nee. So, echt? Setz mal das Kind da auf seinen Schoß. Und er so, nein. So, du setz dich jetzt bitte dahin. Dann kommt sie wieder, so voll penetrant und die hört gar nicht auf. Setz dich auf den Schoß, setz dich auf den Schoß. Und er so, nein, nein. Und nochmal nein. Und nochmal nein. Macht schon so Breakdance. Es reicht langsam. Du merkst auch an seinem Gesicht und er hat gar keinen Bock drauf. Und das ist halt so das Ding, so die Leute im Hintergrund, die kommen und die wollen die Agenda, die sie haben, wollen sie durch die Künstler in die Bevölkerung reinbringen. Ja, genau. Und da gibt's weil Künstler einen oder anderen, Einfluss haben. Der eine oder andere sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber die, die sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, die merken dann, ah, scheiße, mein Bankaccount ist kleiner geworden. Du kannst nicht so wie Kevin Hart dann werden. Ja, das ist jetzt das Ding, was jetzt gerade nee. Cat Williams ja, und so. Und davon gibt es tausende Geschichten. Ja, ja, da muss jemand so ein Hund sein von Temptation Island. Aber denkt ihr so, dass... Das ist sowieso keine Ehre, der macht das einfach. Aber denkt ihr, dass diese Leute, die sich immer auf die Kappe schreiben, jetzt so ein Cat Williams oder Bernie Mac oder Patrice O'Neill, die waren zu real, wir haben das, dass die wirklich so waren oder dass die einfach erfolglos sind, verbittert und deswegen erzählen sie es? Ich glaube nicht, dass Cat Williams erfolglos ist, aber ich glaube, ist erfolgreich, der hat, glaube ich, sehr gut Geld gemacht. Bei Bernie Mac, der ist sehr früh gestorben. Ja. Schade eigentlich, weil der war sehr, sehr talentiert. Ach, es gab ja schon immer diese Ausraster. Dave Chappelle geht nach Afrika, Martin Lawrence macht Amoklauf auf der Straße und so. Und da sagt ja Dave Chappelle, ihr solltet euch fragen, warum macht er das? Wenn er so Martin Lawrence ist ja mit Bademantel nichts drunter. So wie Boogie ungefähr. Ja, so in der Plastikpalme. Ja, und dann ist er auf den Highway mit Knarre und hat so Martin Lawrence vom Bad Boy, der Kleine. Ja. Bad Boys. Und ist so komplett durchgedreht. Aber weißt du, was krass war? Und hat geschrien, hat er nicht sogar geschrien, sie verfolgen mich. Sie verfolgen mich. Sie wollen mir Sachen antun. Aber man weiß ja auch nie, was bei den Leuten los ist. Guck mal, da kommen wir zu dieser Epstein-Sache. Weil da ist auch ein schwarzer Comedian, der Partypooper gewesen. Das war Chris Tucker. Chris Tucker, ja. Zu der Zeit, wo jeder spekuliert hat, ob diese Flights wirklich stattgefunden haben. Das war ja so, einige haben ja gesagt, Fake News, das stimmt nicht, die Klientenliste gibt's nicht, die Flightlogs gibt's nicht. Ja. Und dann hat er ja da in so einem Stream gesessen und hat ja gesagt, ja, ich war ja da drauf. Ich bin ja zu Epstein Island geflogen. Das ist ja vor über 2 Jahren schon passiert. Das kommt jetzt erst gerade ins Gespräch. Und Chris Tucker sagt halt so, ja, nichts gedacht, aber ich wusste nicht, wer dieser Epstein ist. Und ich habe da mit den Clintons einen Bildungsauftrag gehabt mit Afrika und dann bla bla bla. Glaubt ihr so, weißt du? Ne? Also erstmal hat Amerika noch nie einen Bildungsauftrag in Afrika gehabt. So, das ist erstmal Wasser privatisiert. Sehr gut, Alter. Also, guck mal. Ich hau jetzt mal richtig was Verschwörendes rein. Ja. Yeah. Wer sagt denn nicht... Cancel-Alarm? Ja. Yeah. Nein, wer sagt denn nicht, vielleicht ist gar nicht BlackRock. Vielleicht wird alles gesteuert von Aladdin. Aladdin ist sowieso... Das ist ja nur das ist ja BlackRocks... ja, aber vielleicht hat er so eine eigene Denkweise, weißt du? Hat er auch. Hat er ja. Also eine eigene, ist noch nicht Skynet, aber es ist schon eine brutale Vorstufe. Ja. Kennst du, weißt du, was Aladdin ist? Nein. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Erzähl, du kannst es schöner erklären. Naja, also ich bin jetzt nicht der super Aladdin-Experte, aber das ist so ein Datensammlungs-Algorithmus-Software, was BlackRock erfunden hat. Der kann halt durch die Analyse, algorithmische Berechnung und wie auch immer quasi in die Zukunft gucken. Deswegen sind die Daten halt so wichtig. Weil der kann halt Systeme berechnen und wie auch immer. Und BlackRock hat einen exklusiven Zugang dazu. Je mehr sie Daten sammeln von der Menschheit, was du isst, was du machst, was du likest. Was alle mittlerweile posten und zeigen. Verstehst du, was ich meine? So, weil wenn du jetzt auf eine Website draufgehst, kommt als erstes immer die Cookie-Scheiße. Ne? Ja. Akzeptierst du meine Cookies? Das bedeutet so viel wie Daten sind die neue Währung. Ja. Wenn wir deine Daten haben, dann können wir Analyse betreiben. Dann können wir wissen, wie wir in die Zukunft vorausschauen, um Marketing zu haben. Aber das wird leider halt auch von der politischen Struktur mit missbraucht und von den ganzen Leuten im Hintergrund, ob das NGOs sind oder irgendwelche Vermögensverwalter wie BlackRock, die machen ja was mit diesen Daten. Die machen das natürlich zu ihrem eigenen Vorteil, damit sie immer groß bleiben und dass die Bevölkerung quasi so ein Datensklave wird im Endeffekt, weil die Daten so wichtig geworden sind, dass man heutzutage sagt, wer die Daten verwaltet, es ist so wie in den 1800 noch was, 1900ern die Rockefellers, die das Öl verwaltet haben. Also es ist auf demselben Niveau. Ja, so muss man sich das vorstellen. James Cameron hat es uns doch erzählt. Aber heutzutage ist ja auch noch die Sache, der Mensch ist ja, der denkt ja nicht darüber nach. Hier hast du eine Karte, kannst deine Payback-Punkte einsammeln. Genau, wir haben aber komplett deine Daten, was du kaufst. Welche Pampers-Größe, was kaufst du, was nicht. Überzeug mich, weil ich kenne es vor oft seit einigen Jahren. Aber ich muss auch Cafés, wenn die USB-Daten verkauft mit Daten. Ja. Ganz krass. Aber ich denke, es wird aber so wie beim Minority Report. Dass die auch es gibt das. Dass das die eventuell sagen, du wirst das aber machen, nein, weil ich sehe das an deiner Berechnung. Das gibt es. Das ist unter Trump ist es installiert worden, dieses Programm, dieses Minority Report-Ding. Das bedeutet Datensammlung und präventive Kriminalitätsvorsorge. Aber auch wenn ich es nicht getätigt habe. Richtig. Und aufgrund deiner Posts und so weiter wird ermittelt, was für ein Gefahrenpotenzial du für die Zukunft hast. Das und ist dafür also schon krank. Ich muss jetzt mal an dieser Stelle sagen, ihr seid alle Spinner. Dankeschön. Wie kann denn sowas sein? Schwurbel-Alarm. Ich weiß nicht, was das Schwurbel ist.
ist, aber ich sag euch, ihr labert so eine Scheiße und die Jugendlichen da draußen hören das, für die Kooperation muss ich auch sagen, die hören das da draußen und dann glauben die den Scheiß, den ihr hier redet. Denkt ihr wirklich, eine Milliardenfirma, die Daten sammelt, nimmt das, verwendet das gegen uns? Nein. Das ist sehr utopisch. Das ist sehr utopisch. MyHeritage nimmt unsere DNA und hat die in einer Bank? Nein. Und die größte Datenbank für Haut und DNA ist in einem gewissen Land irgendwo im Mittleren Osten? Nein. Alter, jetzt hat er ein paar Sachen rausgehauen. Ja, er sneakt sich so. Weißt du, so? Ja, er tut so, aber das ist alles da. Ja, warum soll die größte DNA-Datenbank und die Hautpartikeldatenbank in einem Mittleren Osten Land sein? Wer weiß, wenn wir unsere DNA checken, wo wir eigentlich herkommen. So, ich sage, ich bin Iraner, er sagt, er ist Iraner, am Ende sind wir irgendwelche Russen. Ich habe aber diese. Habt ihr mal sowas gemacht? Ich habe gemacht. Ancestry? Wenn Shitstorm kommt, dann werde ich auf jeden Fall diese DNA-Test machen, weil ich hoffe, dass da irgendwas Mäßiges drin ist. Ich auch. Ich ihn rausholen. Ich hoffe gerade auch auf sowas Ähnliches. Ja, bei dir ist unwahrscheinlich, du bist Schwede. Bei mir, wir können da hinkommen, weil wir sind schon Aryan. Wir gucken, ob ihr. Ich hab vielleicht die Art. Aber du hast schon so einen roten Bart, Bruder. Du bist einer der. Du hast die Inquisition überlebt. Hast du schon mal Glück gehabt. Ja, ja, geil. Ey, ey, zum Schluss müssen wir unbedingt nochmal zu den Actionstars. Aber so, ich will jetzt die Top 3 Van Damme-Filme. Ich will die Top 3 Schwarzenegger-Filme. Ich will die Top 3 Stallone-Filme. Okay. Ich will unbedingt mit den Jungs Quick and Dirty spielen, Baby. 100%. 100%. Okay, die 3 Top Van Damme-Filme. Harte Ziele. Das ist so kontrovers, Bruder. Du stößt auf so viel Gegenwehr, yeah, sogar von dem Tätowierten am Hals, Bruder. Ja, ich weiß auch nicht. Der kritisiert dich sogar dafür. Ja. Aber was sagst du dazu? Digga, harte Ziele hätte ich niemals in meine Top 3. Was? Nein. Null. Du bist aber mit der Meinung alleine. Aber du hast den Abballe. Ich habe schon aber Probleme. Aber Respekt, du ziehst durch. Ja. Harte Ziele. Oder mach dich ab. Der so, mach dich ab, Alter. Ich habe genug Probleme mit dir. Harte Ziele. Der tätowiert am Hals. 72. Die kannst du nicht mehr rausholen. Harte Ziele. Dann natürlich Bloodsport. Drei. Oh, jetzt 3 ist. Oh. Ich muss eigentlich aus Respekt. Muss ich. Musst du so tun, als hättest du nie darüber nachgedacht. Ja, so, Kickboxer. Nicht Cyborg? Okay. Ich war. Boogie ist der King! Ich schwöre, ich wollte sagen Cyborg, aber dann habe ich gesagt, aus Respekt muss ich Kickboxer nehmen, weil dann bei Cyborg sagen alle, Cyborg gucke ich einmal im Jahr. Fender, Gibson, Slingers, Piraten, Endzeit-Ära, so wie Mad Max, der Endfight, Brutalität, Albert Pyun hat den Film gemacht. Killerfilm. Danke, Applaus. Nee, genau. Boogie hat mich überzeugt. Ich will immer versuchen, euch zu gefallen. Hast du einmal über unsere Tour so geredet? Ich will versuchen, euch zu gefallen. Deswegen, ich ändere allerdings. Harte Ziele, Bloodsport, Cyborg. So, 3 Stallone. Gut. Erstmal Scheiern. Ja, Scheiern, 3 Van Damme-Filme. Da hat ihr viel geguckt jetzt. Bloodsport. Ja. Auf 1. Leon. Gibt es da eine Reihenfolge oder egal? Also 1, 2, 3 oder? Bloodsport 1. 1. Platz 2, Leon. Bloodsport besser als Leon. Und 3, 3 nehme ich, wie hieß der nochmal? Welchen? Wo der im Eishockeystadion ist. Sudden Death. Sudden Death. Jawohl, okay. Auch respektabler Pick. Ja, jawohl, Schein, du bist drin, Alter. Meiner Belasch ist auch Bloodsport, der Legionär. Und wenn ich ganz ehrlich bin. Hast du den denn ausgepackt, Alter? Mein Papa und ich haben es gern geguckt, wo er dann die reinhaut, weil er verarscht. Und der dritte wäre dann doch aus Nostalgie Cyborg oder einen, den du letztens dir beschrieben hast. Oder gibt's nicht. Nein, mein Lieblingsfilm ist Neuerer, da brennt da so eine Villa ab, da sind Pedos. Er vergisst nur, dass da noch Kinder versteckt sind. Und da gibt's so einen Bulli, aber ein guter Neuer. Und Bulli gibt ihm immer Until Death, glaube ich, wo er so Heroin sich schießt. Danke, ja, er ist auf Hero am Schluss. Ja, ja, Until Death. Ist er gut? Geil, ist okay. Baby. Ey, Baby, top, top. Ja. Top. Okay, okay, auf Platz 3, Leon. Ja. Auf Platz 2, oder obwohl, ist schon sehr stark. Leon ist sehr stark, Alter. Ja, ich würde, doch, Leon. Leon, ganz knapper Vorsprung vor Kickboxer. Ganz knapper aber Vorsprung. Leon ist, geht ins Herz. Honorable Mention Kickboxer. Ja, okay. 3 ist auf jeden Fall Leon. Ja. 2 ist Bloodsport und 1 ist Safe, No Retreat, No Surrender, Motherfuckers. Ja. Yo, Karate-Tiger meint der. Ja, der ist geil. Der traurige. Der ist jetzt mein Film. Mein Film. Ja, aber es ist ein Van Damme-Film. Das ist ein Van Damme-Film. Ich war einmal enttäuscht. Am Ende nur 3 Sekunden. Aber und dann auch. Er bricht vom Vater das Bein. Und wegen dem hat der Junge angefangen zu trainieren. So ist es. Einen hat sich. Ja, okay, dann muss ich Ding rausnehmen, Sudden Death. Und dann nimmst du Karate. Ja, weil ich dachte, das ist kein Van Damme-Film. Doch, das ist ein Van Damme. Der ist der geile Bild. Weil den habe ich als Film, als Kind 100 Mal geguckt. Ja, das ist ja. Ich bin ja Fan, Freunde. Wenn du die Hunger hast, wenn du dich bewegst.
Sehe ich das. Ja, das sind die ich bin Fan, aber einen hasse ich. So ein Neuzeitfilm, das ist eine Comedy-Serie, Comedy-Film, da spielt er so ein Animateur, der immer den Leuten vortäuscht, dass der Action ist. Nein, kennt ihr den? Da kommen so reiche Leute auf eine Insel, Abenteuerurlauber. So, welcome to the jungle. Und er ist voll der Loser und Angsthase und dann macht er mal so Fake und dann wird's echt, ey, bitte nicht, du weinst. Hab ich geguckt. Okay, verdammt, ey, gut in das Schein, ich bin stolz auf dich. Danke. Ihr weint. Wir müssen ein bisschen peitschen, Uhrzeit, ihr müsst ja langsam los. Okay, so. Stallone. Wollt ihr mit Stallone anfangen? Okay, Stallone, okay. Müssen wir Rocky und Rambo mit reinnehmen? Ja. Was heißt müssen wir? Ja, ja, okay. Also, guck mal, ich sag ehrlich, Stallone. Arbeiten wir Rocky und Rambo ab. Rambo 1, brutal. Rocky 4 und ganz klare Kiste. Jeder Stallone-Fan, der das nicht in seiner Top 3 macht, darf nicht mehr atmen. Demolition Man. Das ist ein guter Pick. Kann man dahinter stehen? Kann man dahinter stehen, danke. Schein hat ja auch viel Stallone geguckt. Rocky? Welchen? Ich glaube, der erste? Ist der erste? Nee, der zweite. Welcher? Wo er zurückkommt. Nee, du meinst fünf, du meinst sechs, glaube ich. Nein. Ja, nicht, wo er alt ist, wa? Nein, nicht, wo der alt ist, wo er so gelähmt aussieht. Das sah immer so aus. Seit der Geburt. Welcher ist es? Rocky 2 oder 1? Ich weiß nicht, welchen du meinst. Wo gegen Apollo kämpft. Das kämpft ist aber beide. Beide. Beim ersten ist unentschieden und beim zweiten ist Rematch. Ja, wo er zurückkommt. Ja, das ist Rocky 2. Ja, Rocky 2? Das ist auch der Mensch, der einzige Mensch auf der Welt, der jemals Rocky 2 gemacht hat. Ja, The Rock hat auch Rocky 2 mal gesagt. Ja? Rocky 2, dann Rambo 2. Rambo 2? Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, geil, ungewöhnlich. Ich will nicht das. Ja. Und Rambo, du bist nicht unentbehrlich. Ja. Und ich muss sagen, mir hat brutal Rambo 5 gefallen. Ja! Okay, also warum nicht? Mit den Mexicans. Ja, ganz kurz, ganz schnell, Baby. Rambo 1. ich sage nur die Meinung. Okay, ich kann mir. Rambo 1, weil er da eine Fitter mit dem Bullen hat. Rambo, dann auch noch gefolgt von Rambo 3. Ja. Weil der so verrückt schlecht gealtert ist, wo er die Taliban so hypt. Unterstützt, ja. Genau. Geil. Und ganz, ganz krass, Tango und Cash. Super, bei mit Kurt Russell. Yes, Baby. Respektabler Pick. Starke Picks. Ja. Ey, fällt mir unfassbar schwer. Ja, unfassbar. Ich bin so gespannt wie noch nie. Nein, glaubst du, so gespannt wie noch nie. Hast du aufgemacht. Meine Ohren. Die Sachen, die ich jetzt sage, die sind gar nicht ernst zu nehmen, weil die sind austauschbar. Nein, egal. Du bist geil. Wir haben uns auch Mühe gegeben. Ohne 100%. Ich habe Rocky 2 gesagt. Ja, Mann, Rocky 2. Ups, sorry. Kein Problem. Ich war geschockt. Okay. Ich würde sagen, einfach wirklich dem Respekt halber, aus Respektgründen Rocky 1. Eins? Auf Platz 3. Ja. Vor 3 und 4? Oh, nee, auf Platz 3. Nee, vor 3 und Rocky 3 und 4. Ich bin bei Platz 3 gerade. Nee, vor Rocky 3 und 4 meine ich. Eins über Rocky 3 und 4? Abwarten, Brudi. Ja, okay. So. Platz 3, Rocky 1. Ja, ja. Dann würde ich sagen, ich nehme Rambo 1 und 3 gleichzeitig, bitte verzeiht mir. Nein, Platz 2. Nein, du trickst, okay, das okay, ist auch nicht okay, erlaubt. Okay. Dann nehme ich auch Rambo 1. Yes! Warum bitte, Belasch? Ja. Das ist das Fundament, weißt du? Und Rambo 1 ist der beste Film von allen Rambos. Rambo, ey, der ist die beste Story. Szene der Welt, wo der so rauskommt und sagt, ich hätte sie alle töten können. Und er wäre schon gestorben, hätte das Testpublikum nicht Lass protestiert. Es. Hör auf. Und Digga, Rambo 1 hat einfach die Selbstnähszene. Ja. Das hat meine Kindheit geprägt. So, King. Rambo 1 und dann würde ich sagen, Rocky 3 auf Platz 1. Jawohl, mit Clubber Lang. Clubber Lang, rest in peace an Carl Weathers. Ja, ich bin nicht gelogen. Ja, krass, sehr interessant. Belasch, sehr respektabel. Weil du weißt, dass du Chuck Norris im Film war, oder ihr, oder B, dass der erste Rocky, Rambo, ja, ganz, der wäre gestorben und das Testpublikum genau, mit Text genau, am Ende. Das, die Szene ist sogar auf YouTube. Gibt's auf YouTube. Ja. Arnold. Arnold. Arnold ist der nicht drin. Okay, Arnold ist nur Terminator 2. Okay, Arnold ist also der beste Film aller Zeiten. Doch, ich hab Arnold. Okay, Terminator. Ich weiß, was der sogar nehmen wird. Ich weiß, was der ist. Du wirst sehen, wie hängen geblieben der ist, dass der zu neu ist. Arnold Schwarzenegger, Terminator. Das Problem ist, bei Terminator 1 und 2, wenn ich Terminator 1 gucke, sage ich immer, der ist besser als 2. Wenn ich 2 gucke, sage ich, der ist besser als 1. Ich gehe jetzt einfach nach Gefühl, sage, Terminator 2 ist der beste Film aller Zeiten. Wow, ja, Statement. Terminator 2 ist der beste. Wow. Terminator 2, dann für mich, weil ich glaube, der hat den modernen Actionheld erfunden, Phantomkommando. Oh, okay. Ja. Terminator 2, Phantomkommando. Sprengt alles. Schwer Phantomkommando und dann Platz 3, oh, Arnie, Alter. Sehr schwer bei ihm. Boah, bei Arnie, der hat so gute Sachen. Soll ich dir helfen ein bisschen? True Lies vielleicht? True Lies, Total Recall, Predator, Running Man. Predator.
Oh, ey, das ist so abgefuckt, Mann. Man kann nicht drei Sachen sagen. Ja. Der Film mit dem Film, wo der Junge im Kino, der arme Junge... Last Action Hero, oh, brutal. Okay. True Lies, Eraser. Wie gesagt, der erste Conan, Twins ist auch geil. Kindergarten... Aber wir sind so Arnold-Leute. Ja, wir schon. Terminator 2, Arnold ist der King der Kings. Terminator 2, Phantom Commando Predator. Okay, ist respektabel. Ja, respektabel. Ja. So, guck, Platz 3. Guck, jetzt merkst du auch, was für Zeit. Versprochen ist versprochen. Niemals. Der Weihnachtsfilm. Aber der liebt den. Ja, ich wollte gerade sagen. Das was wollt ihr denn? Ja, aber ich meine nicht, dass du dazu stehst. Das ist geil. Glaube ich dir nicht, du lügst zum ersten Mal. Nein. Dann True Lies. Ja, starker Film, sehr stark. Und Terminator 2. Ja. Gut. Aber mit dem Weihnachtsfilm jetzt ehrlich mal gespielt. Ich weiß, das ist ja. Ich bin ein bisschen gay. Ja. Ich geb das zu, ich habe so eine Feministin. Ich nur bei euch dreien. Ja. Okay. Also ich sag, Platz 1, das zitiere ich mit einem geilen Reim. Ja. Snitchen und Gendern ist einfach keine Option. Schwing die Klinge wie Conan und reit mit Amazon. Also Conan, ich bin Conan 1 und 2. Das war einnehmen. Baba. Und 2. Das war einnehmen. Auf Platz 1 und 2 so, ist, zwei Plätze. Ist der zwei Plätze. Beide Conan, also geht Zerstörer krass. Und Baba. Ja, Zerstörer und Baba. Beide geil. Klar, und ganz klar. Ding, ich bin echt nicht, da trennen wir uns auch unsere Wege. Ich bin nicht so das Terminator-Kind. Phantom-Kommando, Bruder. Ja. Ich brauche das immer. Immer so die Idylle, die zerstört wird. Wie bei Rambo, er lernt ein Kennen, mal das Kind, mal das Mädchen. Ja. Wenn du Rambo dich kennenlernst, renn weg, 15 Minuten bist schwer, bist du tot. Ja, ihr seid Kings, ich liebe euch. Ja, ja, ja. So, jetzt kommt Velas. Das ist eine geile Liste. Ich bin so spannend bei mir. Ich würde sagen, fällt mir wirklich brutal schwer, aber weil ich mich entscheiden muss, würde ich sagen, auf Platz 3 Total Recall. Oh, super Film. Ah, den habe ich voll vergessen, der ist so geil. Platz 2 Terminator 1, Platz 1 Terminator 2. 2, jawohl. Respekt, respektable ja. Picks, meine Damen und Herren. Gib mir mal bitte den ersten Arnold-Film, den es gab. Das war nicht der Terminator, wollte ja, Conan. Hercules in New York, aber der danke. Zählt nicht. Okay. Aber es war sein Trash-Film. Eigentlich auch Pumping Iron. Aber ja, Pumping und der Iron Durchbruch B war es mit Conan, ne? Ja, Conan. Schon. So, Top 3 Till Schweiger-Film. Jawohl. Replacement Killers. Ich bin kein Schauspieler, auch meine Frau sagt, Moritz, bleib treu. Ey, so, ey, wir müssen einmal eine nein, Sache. Nein, wir verlängern. Sprechen. Was müssen wir noch machen? Ich weiß, ihr habt es eilig. Ja, aber wenn wir Problem. Mit euch kein Quick and Dirty spielen, dann werden wir okay. uns lynchen. Darf ich nochmal aufs Klo? Klar, ja. Gerne. Ja, okay. Ja. Geil, das macht richtig Bock, Alter. Aber helft mir mal ganz kurz. War dieser. Gibt's, aber Arnie hat keinen Pornoskandal, Sexfilmskandal, oder? Ja, das war es. Das war Stallone, aber es war kein Pornoskandal. Aber Arnie hatte diesen extrem billigen Film, ne? Hercules in New York. Ja. Der war billig, ja. Ja aber der war als so er mit Conan angefangen hat, hatte den Run. Ich mag sogar noch End of Days und so, finde ich auch geil. End of Days ist gut. Ja. Ist gut. Arnie hat einfach immer die richtige... Weißt du das nicht, das wurde oft thematisiert. Ich bin ja riesen He-Man-Fan. Ja, und der ganze He-Man-Merch war ja... Also das He-Man-Spielzeug von Mattel war Merch von Conan. Genau. Das weißt die du, wollten, ja. Die wollten weiß, Conan machen ja. Und dann... war zu brutal ja, für die Kinder, genau. Dann haben die He-Man erfunden, ja. Ja. Boah, diese Ära war so geil, Alter. So ja. richtige Männerfilme. Richtig, ja. so aus. So, das hat so ja. komplett deinen Charakter. Ja. Aber wie die Rap-Ära. Früher hast du ja. die Dealer gehört, heute die Junkie. Stallone ist aber immer noch gut. Tulsa King war gut, Alter. Tulsa King fand ich auch gut. Ey, können wir über eins noch reden? Samaritan war der größte Müll, Alter. Was war ey, lass das, mal bitte Alter? Was ja, Superheldenfilm. Digga, ich hab nach 15 Minuten ausgemacht, allein wegen HFR. Ich möchte mit euch über was reden. Das ist eine Billigaufnahme. Yes. Ich hasse High Frame Rate, wenn es so flüssig aussieht. Ja, genau, ich liebe, können wir noch mal anteasern, wenn wir Zeit. Für mich ist einfach für die Neuzeit das beste Expendables. Ja, manche eins und zwei. Also wer da meckert, gibt Leute, die haben immer was zu meckern. Ja, genau. Die kennst du das, Lisa? Die haben immer was zu meckern. Was gibt es bei Expendables? Was gibt es bei Expendables? Also spielen wir Quick and Dirty und verabschieden uns dann? Danach ja. verabschieden. Ja, okay. So, dann würde ich mal sagen, zum krönenden Abschluss dieses illustren Gesprächens mit unseren Gästen, den Deutschen. Deutschland. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir unser allseits beliebtes kleines Spielchen namens Oh, Quick and Dirty! Oh, ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich weiß. Alle bleiben Dealer. Auch wenn einer nur zur Villa kommt. Ja. Hallo. Aber hallo, hier Dila, kommt Dila, jeder. Dila. Ja. Oh, Quick and Dirty. Let's go. Quick Let's and Dirty mit den Homeboys, den Deutschen, mit Nisa und Cheyenne. Ich erkläre euch ganz kurz die Regeln. Ihr kriegt von mir Fragen gestellt, die ihr so kurz und knapp, aber präzise wie möglich beantwortet. Ihr habt jeder pro Person einen Joker, wo ihr eine Frage verneinen und verweigern könnt. Ja. Ich werde euch jetzt schon mal sagen, dass ihr leider die brutale Arschkarte gezogen habt, dass ihr die einzigen und wahrscheinlich auch, also die ersten und vielleicht auch die einzigen sein werdet, die Quick and Dirty XL abbekommen.
ein paar extra Fragen nochmal, die extra für euch zugeschnitten sind. Ja? Danke, danke. Also wählt euren Joker weise. Ja. Quick and dirty, let's go. Und wie jedes Mal distanziere ich mich von einer Frage. Viel Glück, Freunde. Ja, ihr wisst ja Bescheid. Viel Glück. Quick and dirty. Sind wir eine Instanz? Nein, jeder einzelne. Sind wir ein Kollektiv? Jeder einzelne. Jeder hat auch einen Joker, also okay. Der andere kann dann nicht ficken. So, let's go. Nizar und Cheyenne, 80s oder 90s? 80s. 90s. Miami Vice oder Baywatch? Baywatch. Miami Vice. Knight Rider oder Airwolf? Knight Rider. Stallone oder Schwarzenegger? Oh! Stallone. Das andere ist Österreicher. Ich mag alle Österreicher. Alle. Alle. Oh. Arnie. Bruce Lee oder Jackie Chan? Jackie Chan. Jackie. Van Damme oder Chuck Norris? Van Damme. King of Queens oder Alf? King of Queens. Alf. Schäm dich. Alf 100%. Nur weil der aussieht wie du. R&B oder Hip-Hop? Boah. Hip-Hop. Denk daran, da wird es keinen Rise to Nice 5 geben. Rise to 5, nein, du Affe. Ey, R&B oder Hip-Hop. Was hast du genommen? Die ist ekelhaft, ne? Was hast du genommen? Nimm doch, wegen Triple Tribe Quest. Tribe Called Quest war auch schon gut. Aber R&B, alles basiert auf R&B. Also, darf ich zurückgehen? Nein, darfst nicht zurückgehen. Ja, okay. R&B. R&B. Weil Michael Jackson, Prince, das ist ja R&B, ja. Okay, dann passt es ja. Prince oder Michael Jackson? Michael. Also guck mal, ich hab Prince dreimal live gesehen. Michael! Ich beneide dich. Michael, ganz kurz. Ich hab Prince dreimal live gesehen. Krass, Alter. Genau. Michael, aber mit so einem Millimeter. Mit einem Millimeter. Ich bin extrem neidisch gerade. Ja, ich habe gar keinen Bock mehr jetzt weiter. Prince war. Du hast mich deprimiert gerade. Das Konzert. Alles klar. Modern Talking oder BTS? Modern Talking. Modern Talking. Ich hab geile Songs. Ja. Aber so weit von Cherry Lady. Milli Vanilli oder die Backstreet Boys? Die Backstreet Boys. Backstreet Boys. Okay, da sind wir raus. Drake oder Herbert Grönemeyer? Herbert Grönemeyer. Drake. Cardi B oder Heino? Heino. Cardi B. Bone Thugs and Harmony oder Migos? Bone Thugs and Harmony. Bone Thugs and Harmony. Nas oder Jay-Z? Nas. Nas. Tupac oder Biggie? Tupac. Thundercats oder Marshall Bravestar? Oh, ich hab keine Ahnung, wer das ist. Bravestar. Die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Ich sag, Behüter der Schwachen. Ich sag Bravestar aus dem Grund, weil Thundercats diesen Hype haben. Bravestar ist underrated, deswegen Bravestar. Okay, wenn Cheyenne nicht kennt, zählt das nicht. Das ist kein Problem. So, Lego oder Playmobil? Lego. Super Mario oder Sonic? Sonic. Super Nintendo oder Mega Drive? Mega Drive. Super Nintendo. Star Wars oder Marvel-Filme? Boah. Aber Star Wars, ja okay. Würde ich Marvel nehmen. Aber die ersten drei Star Wars-Filme. Boah, krass, nur weil die in Tunesien gedreht haben. Die ersten waren. Allein in der Wüste, wo nix ist. Ja, aber Star Wars ist halt so schlecht geworden letzte Zeit. Aber die drei Originalfilme. Boah, Tunesien ist so groß wie Schönefeld Flughafen. Ja, das ist so ekelhaft. Marvel. Marvel. Sport oder Chipstüte? Sport. Scholz oder Weidel? Scholz ist der Präsident, ne? Oh, Scholz oder Weidel? Scholz oder Weidel? Wer sind Weidel? Ist Weidel auch Präsident? Weidel ist AfD. AfD. Scholz. Die Frau Alice Weidel und Helmut. Nee, dann nehme ich aus Prinzip, um alle abzufacken, Weidel. Sehr gute Wahl. So. Ich nehme das, was die Kooperation nehmen würde. Würde ich was nehmen? Ein Weidel. Die Kooperation meinst du, würde Weidel nehmen? So weit sind wir schon gekommen, Alter. Korrekt, Digga. Okay, AfD oder die Grünen? AfD. Das kam aus der Pistole geschossen, Digga. Ja, ich hasse gleichzeitig Fahrradwege. In Sync, Alter, richtig Justin Timberlake. Ich hasse Fahrradwege. Korrekt, Bruder. So. Okay, Bürgergeld. Der Kameramann kann auch nicht mehr. So, Bürgergeld oder broke sein und hustlen? Bürgergeld sein, Vater, weil ich die Steuern nicht bezahlt habe. Ich will alles wieder zurück. Ja, du hast Ehren, verdammt. Broke sein und hustlen. Okay, lieber alle Bushido-Dokumentationen hintereinander gucken oder 10 Minuten mit der Ex-Freundin? Bushido-Dokumentation? Nee, ich. Doch. Sex mit der Ex? Drei Jahre mit der Ex sogar. Ja. Alles klar, lieber Schwanz ab oder Augen weg?
alle philosophieren. Denken, das ist hart. Mein Genital. Als statt Augen? Was behalten oder weg? Nein, Augen weg. Ist wichtig. Aber du gehörst, guck mal. Ja, ich bin bei dir. Aber du kannst so eine Augen so wie Rutger Hauer bei Blinde Wut. Du hast immer Angst. Ne? Nein. Du hast immer Angst, Nisa. Wenn man du blind bist, rum. Nachher sieht die Alte aus wie Ferris MC, Alter. Oh, das ist hart. Aber dann kann ich keinen Nachwuchs machen. Besser ist. Ja, Bruder, es wird auch mal Zeit, Alter. Das wird ja auch mal Zeit. Ja, an dieser Stelle, wenn ein. Ja, aber blind sein ist Absturz. Aber du kannst so einen Blinde wie Rutger Hauer, dieser blinde Samurai. Ich kenne ihn nicht. Ich will nicht Edgar Hauer, Jay Hoover oder was. Wie der Wicht. Jay Edgar Hoover. Ja, du bist der King. Ich nehme. Doch, Ding ab. Ja, wirklich. Sonst geht's. Was hast du gesagt? Weil schlimm blind sein. Ding ab. Der Blinde kam letzten Fischladen, sagte Hi Mädels. Ding ab, kack drauf. Dann hat man vielleicht keine Probleme und man kriegt eine hohe Stimme. Ja, ja, stimmt auch wieder. Ja. Ja. Wo wir wieder bei Michael Jackson sind. Ja. Der seine ganze Karriere lang uns alle verarscht hat. Ja, genau. Der wurde kastriert. Ganz klar, Penis ab. Warum? Ja. Du kriegst mehr Kooperation. Ganz klar, natürlich. Ja, Mann, ja. Ja. Kooperation. Okay, letzte Frage, Leute. Ja. So, zum Abschluss, einen Teller lebender Würmer essen oder zum Kuss mit Boogie? Zum Kuss mit Boogie mache ich auch so freiwillig. Jawohl, let's go. Ohne diese Würmer, Dings, mach ich das auch so. Das war Boogie Dirty mit den Homeboys. Das war geil, Quick und Dirty. Aber erstmal vielen Dank für die harmlosen Fragen. Ja, da war eine gemeine nur dabei. Ja, ist eine Frage der Perspektive. Genau. Aber sonst alles gut. Ey, Jungs, ohne Spaß. War doch eine geile Sendung, oder? Ey, es war mir eine Ehre, bei euch zu sein. Ey, ihr seid geile Atzen. Ein Gorilla und ein Pavian. Schnida und Chaya. Zum Schluss würde ich euch noch mal einmal darum bitten, in die Kamera, gerne wie ihr wollt, natürlich auch die Leute darauf aufmerksam zu machen, wie sie euch am besten erreichen können und sagt mal Bescheid, wann eure Tour ist. Ich will jetzt nicht reingrätschen, aber ich würde gerne die Fragen noch machen. Welche? Die Fanfragen. Das machen wir danach. Das ist nur für Patreon. Genau. Ah, du wolltest mein Projekt auch noch pushen, hast du gesagt vorhin? Genau. Einfach sagen, ja, alle Frauen versaut und reiche Eltern zu mir. Ja. Alle versauten mit reichen Eltern und ihr hasst eure Eltern, weil die euch zwingen, Abitur zu machen. Geht zu Boogie, bringt den nach Hause, die werden einen Hass des Herrn bekommen. Die Gatte, wie es da alles anfängt. Also, wie könnt ihr uns erreichen? Unter mich bei der ISIS. Genau. Da könnt ihr mich finden. Und bei mir Stiftung der Snitches. BlackRock Stiftung. Da könnt ihr mich gerne erreichen. Instagram, die deutschen Podcasts, YouTube, auf Spotify. Überall die Deutschen. Wenn ihr dieses Format feiert, von den zwei Herrschaften, ne, die sehr sympathisch, sehr nett und sehr cool sind, auch hinter der Kamera, das muss ich auch mal sagen. Was willst du trinken? Nein, weil ich weiß schon, bei Podcastern und Interviewpartnern, da habe ich mich total unwohl gefühlt. Ich saß da wie beim Arbeitsamt. Ja. Deswegen, es war sehr, sehr geil, auch wenn das mir hier wieder Probleme macht. ich entschuldige mich jetzt schon, ich werde mich von allen distanzieren, wenn es so weit kommt. Entschuldigung, bin ich euer Bruder. Ja, also ich bin da, wo der Wind weht. Ja, deswegen heißt es auch der Schein der Winde, der weht. Der Schein vom Winde, der weht. Ja, meinst du doch. Deswegen, wo könnt ihr uns erreichen? www.diedeutschenpodcast.de, kauft Tourtickets, ja. Tourtickets, wir sind auch in Berlin, wir sind in ganz Deutschland, wir werden eine geile Show machen. Wir sind eingeladen in Berlin natürlich, Bilder und Boogie sind natürlich eingeladen. Ehre, danke. Umsonst mit Herz. Genau. Umsonst sogar. Ja. Umsonst. Oder erst recht. Ihr steht auf der Liste, wie bei Schindler. Also, meine Damen und Herren. Aber die Liste ist gut. Sie rettet ja. Sie rettet ja. Die rettet uns. Ja. Die rettet euch, weil ihr müsst gerettet werden. Ihr müsst gerettet werden. Ja. Für die Leute, die sagen, hey, machen die nur Podcast? Nein, es wird eine Entertainment-Show werden. Also ich werde rappen, er wird singen, es wird Show geben, es gibt Zauber, es gibt alles Mögliche, weil wir müssen Zeit voll kriegen. Mit Laban geht das nicht. Laban geht das nicht. Tänzer werden auftauchen. Ganz mit einer Entertainment-Show. Ja, ja. Stellt euch das so wie TV Total vor, so auf großen. Genau. Hey, wir haben schon so ein paar ähnliche Gedankengänge. Yeah. Unsere Tour, die es ja leider nicht mehr gibt, im Gegensatz zu eurer. Aber warum? Ja. Wer hat da irgendwas für ihn? Also, dieses Jahr wieder, also ich sag, letztes Jahr habe ich auch gesagt, dieses Jahr fällt wegen Corona aus, die anderen 19 Jahre wegen schlechter Ruf. Ja. 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 www.nisa.tv, er ist auch noch auf Tour.
als mit Stand-Up-Comedy. Mit Stand-Up-Comedy. Kommt der Welt dir ganz viel, weil ist der Ruf erstmal ruiniert. Lebt sich genau. Genau. Lässt sich nicht mehr ruinieren. Ja, genau. Das war's. Vielen lieben Dank. Was ich noch sagen will, bitte, meine Damen und Herren, supportet diese zwei Jungs, Bilasch und Boogie. An alle Deutschen. Ja, supportet den Podcast. Man kann hier Spaß haben, man kann seine Meinung kundtun. Ja, man muss nicht nur Leute feiern, die gleich denken. Ich glaube auch nicht, dass Stallone so einen Gedankengang hat wie ich, aber ich kann ihn ja trotzdem cool finden. Ja, auch wenn er nicht so denkt wie ich. In diesem Sinne. Der Governator vor allem. Ja, der Governator, der war ganz woanders. Der war ganz woanders. Ja, der hat ja komplett so, dass ich ihn gehasst habe. Also ich so, ey, warum, Mann? Ich will doch nur Terminal gucken. Ja, okay. Deswegen in diesem Sinne, Peace an alle. Danke an Boogie, danke an Belasch. Danke euch. Berlin lebt, meine Damen und Herren. Hey. Und zum Schluss, es war mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ne? Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war wirklich für mich eine Ehre, bei so zwei Legends von euch zu sein. Ja. Und an alle Kooperationen. Bei zwei coolen Berlinern. Genau, und alle Kooperationen. Alles, was hier gesagt wurde, ist nur die zur Unterhaltung. Und ich distanziere mich von jeder Aussage, was diese drei getätigt haben. Ja. Also. Der Bruder hat einfach 16 Disclaimer rausgehauen innerhalb von 3 Stunden. Ja. Ja, macht's gut, ey. Vielen, vielen Dank. Korrekt, Mann. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Auf jeden Fall. Leute, wir werden auf jeden Fall deren Links in unsere Beschreibung reinpacken, damit ihr auch die Tour-Tickets. Und kommt auch mal vorbei, Alter. Kommt gerne vorbei. Prozentig vorbei. Ja. Wir wollen, dass wir auch unseren Podcast ruinieren. Ja. Deswegen kommt doch gerne. Wir möchten sehr gerne das Niveau im Backstage runterziehen. Deswegen kommen wir gerne. Das habe ich erfunden, ja. Scheiße, Backstage vernichten und Vorschuss verkoksen. Beide Spezialitäten. Ich grüße alle außer meine Ex, die